hier Ziele aufgeklärt wurden. Ich konnte eine Zielverteilung vornehmen dann, ja. Also ich bin zufrieden. Ein modernes Waffensystem wie der Kampfpanzer Leopard 2 verlangt seinen Panzerfeldwebeln eine ganze Menge ab. Er ist sehr schnell im Gefecht und hat eine enorme Kampfwirkung. Dies alles muss von der Viermann-Besatzung gesteuert und koordiniert werden. Sie müssen die Technik und die Kommandos schließlich blind beherrschen können. So, sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen ja, zu einem ja, für mich und vielleicht noch für jemand anderen ein bisschen größerer Abend, denn ja, hat er so ein bisschen Event-Charakter, denn heute schauen wir uns mal den, tja, tatsächlich für die Öffentlichkeit da draußen, den ja, besten, realistischsten, komplexesten Panzersimulator Steel Beasts Pro PE an. Ich bin da auch sehr froh. Lieben Dank auch an die Leute von eSame Games, die uns hier 5 Keys für den heutigen Abend zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, die werden wir nachher noch verlosen. Da kann man mal einen Monat kostenlos reinschauen. Ich finde das schon mal ziemlich gut. Und ich habe geplant, in 2 Wochen nochmal einen Stream zu machen, wo es dann tatsächlich, also heute wird ein bisschen fahren sein, ein bisschen erklären, Einweisungen ins Gerät und auch ein bisschen schießen auf dem Truppenübungsplatz Wildflecken. Gefechtsmäßig werden wir erst in 2 Wochen in die Runde starten. Mein Plan ist, dass von den 5 Keys, die wir heute verlosen, vielleicht der ein oder andere Lust hat, mit uns gemeinsam da so ein kleines Gefecht zu machen. Keine Angst, da werden wir sicherlich nichts Großes auffahren, aber das wäre doch bestimmt interessant. Erstmal schönen guten Abend nochmal. Könnt ihr mich gut hören und sehen? Ich muss bloß jetzt hier gucken. Ich habe, dadurch, dass ich auf YouTube auch streame, muss ich mal gucken, dass ich auch beide Chats immer ordentlich verfolge. Wen haben... Ah, jetzt ist das Fenster wieder zu. Kleinen Moment... So, jetzt kann ich sehen. Jetzt schauen wir mal, wer ist denn alles da? Wen begrüße ich denn heute? Wo kommt die Anzeige? Der Dr. Tod ist da, aber wahrscheinlich schaut er jetzt zu, aber den schaltet man nachher natürlich noch live mit dazu. Der Jan ist da, Taktikfuchs ist da, Antika Schuh, Episas, Fighterwings, Gilad, Inkterrible, One, Ranger, Bergwerkzwerg, Abob, Alfred Judokus, Angel of Light, Bandit of the Devil, der Heimdall, Dexel, Giftzwerg, John Jer, John Germany, Grieno, Küstenlümmel, der ist mir jetzt, glaube ich, neu. Der Mike Bravo, Mio Gross, Niki Bellucci, Smoot, der Uroquad, T. Uroquad, Tragic Failure, Uterus Maximus, VNK und Virgo Protz. Viele bekannte Namen, auch einige Unbekannte dabei. Schönen guten Abend, dass ihr da seid. Freut mich sehr. Wie ihr merkt, ich bin auch heute einigermaßen entspannt. Der letzte Stream am Sonntag, da war ich ein bisschen durch. Guten Abend, vielen Dank auch an, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo hat es denn jetzt vorhin hier rumort? Der Gilad. Und der Ranger hat sich seinen Weg gebahnt mit Platz hier, ich bin Abonnent. Vielen Dank fürs Subscriben, schon der 2. Monat in Folge. Ab dem 3. Monat bekommt ihr ja vorne dann die, ich weiß gar nicht, was es ist, jetzt seid ihr Captain vom Badge her. Ab 3 Monate gibt es dann ein Major Badge. Ich bin selber gespannt, wie die ausgucken. Und der 3. Ah ja, kommt mein Alert doch noch. Lennigo folgt uns jetzt. Sehr schön, das freut uns sehr. Also ich sage bewusst uns, denn ich bin eigentlich nie alleine. Ich habe ja immer sehr, sehr treue Stammzuseher. Ja, wobei, man kann nicht nur von Zusehern sprechen. Wir interagieren ja auch sehr, sehr viel auf Discord, haben schon einiges gemeinsam erlebt. Ja, ich würde es fast schon mal als kameradschaftliches Verhältnis bezeichnen. Und da ist jeder gerne willkommen. Wo war ich stehen geblieben? Genau bei meinem... der 3. Das dritte Emoji ist auch schon unterwegs. Ich habe es bei Twitch schon eingereicht. Es dauerte mal knapp 3 bis 4 Wochen. Es wird einen, ist es Klink oder Schulz? Der Dicke. Den Schulz, der grüßt also tatsächlich jetzt, ich habe auf den Ratschlag gehört, einen O7. Also wer es nicht weiß, O7 steht, wenn man sich so ein bisschen anguckt, für ja einen Kopf, den man sieht. Ich tippe es mal ein mit dem Arm dann hier so. Das soll dieses O7 charakterisieren. Aber Schulz ist es, genau. Danke, Gilad. Aha, hier gehen schon wieder die guten Tipps um. Da auch ein kleiner Tipp von mir. Den Discord, den ihr auch unten findet unter dem Stream, ist ja ein Link auch rüber. Da kann man gerne mal bei uns reinschauen. Wir sind mittlerweile, glaube ich, schon knapp bei 120, 130 Leute. Alles Wargaming-Begeisterte. Offen für alles. Alles, was mit dem Thema Wargaming zu tun hat.
Und was jetzt hier der Bergwerksberg schön macht, hier auf Rabatte hinweisen für Spiele, das klappt bei uns sehr, sehr gut. Also jeder, der was entdeckt, und es gibt unglaublich viele Wargames, der informiert eigentlich immer alle anderen, dass es gerade irgendwas im Sale ist. Denn Wargamer sind irgendwie ja auch immer so ein bisschen Sammler. So, Stream startet in 0 Minuten, ist natürlich falsch, den kann man mal rausmachen hier. Ja, wobei. So, auch nochmal ein kleiner Hinweis für später das Gewinnspiel. Hört sich jetzt erstmal fies an, aber ein bisschen was. Es fällt mir ja schwer, meinen Abonnenten auch ein bisschen besondere Sachen zu bieten. Jetzt bei so einer Verlosung kann ich es mal machen. Jeder Abonnent, der nachher an der Verlosung teilnimmt, bekommt automatisch zwei Tickets anstatt eins. Also erhöht seine Chance dadurch ein bisschen. Ich glaube, das kann man schon mal ganz gut machen. So. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier auf die Webcam, schalten das mal raus. Ach, kleiner Hinweis noch von mir. Es ist alles recht ungeprobt. Der Dr. Tod, der kommt jetzt gleich dazu. Der macht ja hier quasi meinen Panzerausbilder. Der kennt sich da sehr gut aus. Wir werden ein bisschen improvisieren müssen. Also, wenn wir mal ein bisschen schwimmen, dann. Jetzt schaue ich gerade, was macht denn eigentlich? Aha. Mein Streamlabs, er hat es jetzt geschafft, dass er sogar auf YouTube seine Meldung bringt. Ihr wisst es, ich habe so einen kleinen Streit mit meinem Bot. Onkel Phil ist zum Dienst angetreten und folgt jetzt dem Hobbygeneral und seinen vielen Kameraden. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Ich glaube, du wirst es heute im Laufe des Abends auch merken. Wir sind hier eine ganz tolle Community. Toll ist ein blödes Wort, gell? Ja, aber trotzdem ist es trotzdem eine tolle Community. Anders kann man es nicht sagen. Wie schaut's aus? Wollen wir den Dr. Tod mal dazu rufen? Nochmal ganz kurz vorab. Der Dr. Tod hat das im Prinzip jetzt für mich hier mit auch angeleiert, hat die ja, Lizenzen bei eSIM Games angefragt, dass wir sie verlosen können, und hatte großes Interesse daran, mir das Spiel zu zeigen und damit natürlich auch euch. Denn der Gimpgott, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Ich muss bloß mal eben meinen Satz gedanklich auch zu Ende bringen. Ja, genau, der kennt sich mit dem Spiel sehr gut aus. Der ist auch ja, in einer Spielergemeinschaft, virtuellen Spielergemeinschaft, dem Panzerbataillon 911 tätig. Da kommt nachher auch bestimmt von meinem Bot ab und zu mal noch eine Webseite, die ihr euch anklicken könnt und da mal vorbeischauen zu könnt. Die machen das im Prinzip ja fast schon professionell. Und da bin ich sehr, sehr froh, den Dr. Tod begrüßen zu dürfen. Den schalten wir jetzt mal zu. Mal gucken, ob er uns schon hört oder mich. So, Dr. Tod, können Sie mich hören? Ann-Kathrin ist auch da, grüß dich. Ja, da ist er ja. Jetzt muss ich mal, hier den Bildschirm größer machen. Jetzt warte mal, ich sehe dich hier nur so klein. Schönen guten Abend. Ich darf euch vorstellen, das ist Dr. Tod, seines Zeichens. Ja, ich würde jetzt mal sagen, Panzerfahrsimulationsexperte bei SteelBeasts Pro. Der hat jetzt hier das Ganze dankenswerterweise auch so ein bisschen angeleitet. Dr. Tod, du weißt, ich habe mich anfangs ein bisschen geziert, habe lange gebraucht, mich überreden zu lassen. Ich hatte doch ein bisschen Berührungsängste. Die hast du mir vollkommen genommen. Ich bin sehr froh, dass du heute dabei bist. Und der Dr. Tod ist auch ja so nebenberuflich in Anführungsstrichen auch Moderator hier auf Twitch im Chat und auch bei mir im Discord. Vielen lieben Dank auch da nochmal hin. Auch, dass du die Lizenzen für eSIM Games, also für SteelBeasts Pro, besorgt hast. Schönen guten Abend. Sehr gerne. Habe ich alles sehr gerne gemacht. Und eigentlich bin ich ja schon hauptberuflich Moderator bei dir. Ich mache ja nichts anderes, jedem Stream immer anwesend. Das Schöne ist aber, da wirst du mir sicherlich auch uneingeschränkt recht geben. Es gibt nicht wirklich viel zu moderieren, denn was ich vorhin schon gesagt habe, die Community ist großartig. Wir haben wirklich hauptsächlich Spaß im Chat und eigentlich keinen Stress. Jetzt pass mal auf, du kommst sehr, sehr leise rein, wird mir gerade gesagt. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich dich lauter bringe. Ja, du müsstest dem Teamspeak mich lauter stellen, einfach. So, ich habe Bin hier letztens leider auf schon. Anschlag. Ja, ich muss mal gucken, unter Optionen wahrscheinlich, gell? Nee, einfach Rechtsklick auf meinen Namen und dann kannst du Lautstärke anpassen machen. Ah, sehr gut. Ich habe natürlich mit dem Dr. Tod vorher schon mal gesprochen und ich musste das letzte Mal lachen, weil ich glaube, das letzte Mal, als ich TeamSpeak benutzt habe, habe ich noch die Counter-Strike Beta 1.6 gespielt, damals in dem Clan. Das ist gute 20 Jahre her. Da war TeamSpeak noch ein bisschen schlanker. So, jetzt müsste er deutlich lauter sein. Schauen wir mal. Ja, ich kann ja einfach mal kurz was sagen. Ich rede ganz normal und begrüße natürlich auch alle Zuschauer von Twitch und YouTube Ah.
und hoffe, dass jetzt was Interessantes für euch heute dabei ist. Jetzt, also der Jan schreibt auch schon, dass jetzt alles gut ist. Genau, Jan, für dich auch. Ich habe den anderen Chat offen. Hoffentlich. Wo ist er? Ah ja, wunderbar. Sehr schön. Ja, ihr seht noch, ich muss mich noch ein bisschen hier zurechtfinden. Ich glaube, ich muss mich allerdings nicht so stark zurechtfinden, wie mein Panzerkommandant, Panzerlehrer, Panzerausbilder, Dr. Tod. Für den ist das alles ein bisschen ungewöhnlicher, so live wahrscheinlich, oder? Ja, das ist jetzt tatsächlich das erste Mal in dem Rahmen, den ich das mache. Und ein bisschen aufgeregt bin ich, aber ich denke, das wird sich legen. Ja. Wir sind ja unter uns sozusagen, ne? Wir sind sozusagen unter uns. Allerdings haben wir heute doch ein paar Leute mehr dabei, sehe ich jetzt auch gerade. Also so im Schnitt sind es ja normal so um die, mittlerweile so um die 20. Grad. Soll ich dich nervös machen oder nicht? Ja, ich habe den Stream nebenbei auf und ich sehe die Zahl unten, das geht schon. Ich weiß jetzt nicht, wie viele auf YouTube dabei sind gerade, aber passt schon. Gut, wunderbar. Auf YouTube könnte ich dir auch noch schnell sagen, wenn ich umschalten kann. Ich kann gerade nicht umschalten, warum auch immer. Damit also, du mich dann nicht absichtlich nervös machst. Oder bin ich nervöser, als ich ohnehin schon bin. Oder vielleicht mich, ja genau. Also die Leute, die immer dabei sind, die wissen das. Ich streame noch nicht so lange. Genauer gesagt eigentlich erst seit 5 Monaten und intensiver auch erst seit 2. Ist also für mich auch alles ein bisschen neu. Und generell auch Interaktion mit anderen Teilnehmern, wie jetzt mit Dr. Tod, der mich ja hier durch die Panzersimulation leiten wird, ist dann doch eher was Größeres für mich. Und, aber ich bin da ganz froh, dass ich da jetzt nicht alleine bin, dass du auch ein bisschen nervös bist. Also froh im Sinne von, man erträgt geteiltes Leid ist halbes Leid, wobei das stimmt natürlich nicht immer. Manchmal ist geteiltes Leid auch doppeltes Leid. Aber in dem Fall finde ich es eine Erleichterung. Geteiltes Leid ist ja nicht Leid. Aber ich bin ja auch nicht ganz alleine. Ich habe ja Verstärkung mitgebracht heute. Ja, genau. Der Falli, der ist nämlich auch hier, auch wenn man den jetzt nicht sehen kann, aber vielleicht hört man ihn, wenn er mit uns sprechen möchte. Möchte ich das? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Servus. Also, der Falli ist jemand, den kenne ich schon seit, bestimmt über 10 Jahren und mit dem habe ich auch zusammen bei 911 angefangen. Und der ist mindestens genauso verrückt wie ich, wenn nicht sogar noch verrückter, obwohl ich der Meinung bin, dass das gar nicht geht. Und der unterstützt uns heute hier so ein bisschen. Ja, wunderbar. Dann sage ich auch mal, schön, dass du da bist, Falli. Ich habe auch schon gehört, du wirst wahrscheinlich dann als Panzerfahrer unten sitzen und das Auto lenken. Zum Beispiel, ja, genau. Sehr gut. Bist du schon öfters mal in Streams vertreten gewesen oder ist das für dich auch eher eine Premiere heute? Nee, die Streams habe ich noch nicht geguckt. Ich habe mir meistens die Zusammenfassungen quasi auf YouTube dann reingezogen. Von Strategiespielen oder so. Ah ja, schön. Also bin auch ich dir jetzt kein Unbekannter. Nein. Jetzt muss ich mal gucken, die Lautstärke, ob die jetzt wieder passt. Schönen lieben Gruß auch übrigens an den YouTube-Chat. Seid mir nicht böse, ich habe den irgendwie im Auge. Ich habe den mit so einem Extra-Tool. Tatsächlich, ich müsste mal, ich glaube, das mache ich im Laufe des Abends mal, wie voll mein Monitor ist. Ich werde mir jetzt mal einen 4K-Monitor anschaffen. Ich werde so oft wie möglich auch auf YouTube gucken. Seid mir nicht böse, mein Hauptaugenmerk liegt auf Twitch. Das hat viele Gründe und ich werde auch nachher aufgrund von Bot-Problematiken des Gewinnspiels kann ich leider auch nur auf Twitch fahren. Wenn ihr also da teilnehmen wollt, dann schaut doch einfach nochmal kurz rüber. Ich kann euch versprechen, es geht genauso gesittet und ruhig zu, wie das auf YouTube der Fall ist. Ja, genau, ich werde aber sicherlich auch in den Chat, jetzt schreibt wieder, dass es zu laut ist, so ist es besser. Wir haben nämlich auch einen Unterschied zwischen YouTube und Twitch. Ich glaube, dass Twitch generell immer leiser ist und YouTube besser ist. Aber das sehen wir. Wen haben wir denn alles hier im YouTube-Chat? Frontwichtel ist da. Diamantos ist da. Ich kann hier nämlich nicht einzeln alle anschauen. Great ist da, sehe ich. Einoli, grüß dich. Ich hoffe, ihr habt das leise Problem behoben. Ah, der Falli ist auch auf YouTube anwesend. Ich muss mal kurz durchgucken. Wie gesagt, das ist für mich jetzt auch ungewohnt, wieder auf beide Sachen zu gehen. Ich werde auf beides achten. Wie gesagt, das Gewinnspiel läuft nachher in Anführungsstrichen, ja doch, schon ohne Anführungsstriche, es läuft leider nur auf Twitch. Da bin ich echt noch so unerfahren, was die ganzen Bot-Geschichten angeht. Deswegen kann ich das jetzt gerade nur auf Twitch anbieten. Kommt doch einfach auch darüber, dann könnt ihr an der Verlosung auch teilnehmen. Und generell ist meistens auch, alle Streams sind immer auf Twitch und auf YouTube ja bloß ab und zu mal. So, jetzt habe ich wieder die Meldung, dass der Doktor leise ist. Dr. Tod, kannst du nochmal was sagen? Ich kann auch gerne noch mal was sagen. Ich finde es ganz toll, dass der Taktikfuchs mir gerade empfiehlt, noch ein Schnäpschen zu trinken. Dem habe ich nämlich vorhin ein kleines Malheur
eben ganz im Vertrauen erzählt, was damit zu tun hat. Okay. Und jetzt tritt er das hier im Chat breit. Das finde ich nicht gut. Ja, der Taktikfuchs. Er schleicht sich immer hinterrücks an und macht dann fiese Dinge, wie zum Beispiel Rechenaufgaben stellen bei Battle of the Bulge. Kriegst du zurück. Ja, das habe ich schon gehört, dass der sowas macht. So, also Sound passt jetzt. Gut, ja, dann würde ich sagen, leg mal los. Jetzt gleich mal eins vorab. Kannst du uns vielleicht ein paar einleitende Worte zu Steel Beasts nennen? Habe ich damit recht gehabt, dass es der, ich sage jetzt mal, der realistischste Panzersimulator ist, der frei verkäuflich ist oder erhältlich ist? Ja, da hast du durchaus recht. Also mir persönlich ist keine andere Software bekannt, die so dermaßen in die Tiefe geht und gleichzeitig so ein breites Feld von Gefechtsfahrzeugen abbildet, wie das bei Steel Beasts der Fall ist. Vorab möchte ich auf jeden Fall noch sagen, es klingt immer so ein bisschen elitär, das meine ich aber überhaupt nicht so. Also Steel Beasts selber ist kein Spiel im eigentlichen Sinne. Und ich sage das deswegen, ich meine, wir sind jetzt ungefähr im ähnlichen Alter, wir haben beide so viele Spiele schon gespielt, da kannst du zwei Leben komplett mit füllen. Ja, so Mitte 30, und deswegen, genau. Und deswegen ist es halt so, wenn man sagt, ein Computerspiel, dann hat man eine gewisse Erwartungshaltung an das Produkt, ja, aufgrund der Erfahrung, die man mit verschiedenen anderen Spielen gemacht hat. Mhm. Und bei Steel Beasts könnte es ganz gut sein, dass diese Erwartungen haufenweise nicht erfüllt werden, weil es eben kein Spiel im eigentlichen Sinne ist. So, was ist Steel Beasts jetzt? Ich will gar nicht so viel erzählen. Es ist im Prinzip eine Ausbildungssoftware für Panzertruppen, ja, mhm, die auch von Armeen auf der ganzen Welt genutzt werden. Steel Beasts selber fährt sozusagen zweigleisig. Es gibt einmal die Professional-Version und die Professional-PE-Version. Das ist das, was wir jetzt haben. Mhm. Das PE steht für Personal Edition. Die Idee dahinter ist im Prinzip, dass die Soldaten während ihrer Ausbildung in der Kaserne, also im Hörsaal oder wie auch immer, praktisch mit der Professional-Version bestimmte Dinge üben und mit der PE-Version sich zu Hause privat auch weiter noch beüben können. Also die können dann im Prinzip nach Dienstschluss auf ihrer Stube, wenn es ist, mit den Kameraden, mit ihren eigenen Laptops noch ein bisschen ausprobieren. Genau. Ah ja, cool. Das heißt, das ist so die grundlegende Idee dahinter. Aber ich sage das halt wegen dem kein Spiel, deswegen, weil es gibt zum Beispiel, ich habe das ja hier beim Discord auch schon mitgekriegt, es gibt viele Leute, die sagen, ich brauche für ein Spiel entsprechend Singleplayer-Content, ich brauche irgendwelche Kampagnen, ich brauche irgendwelche Missionen. Das gibt es hier alles so in der Form erstmal nicht. Mhm. Also es gibt zwar eine Kampagne in Anführungszeichen, aber ich persönlich finde die jetzt nicht so gelungen. Da geht es um den Yom Kippur-Krieg, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, irgendwie israelisch-arabischer Konflikt. Ja. 73, richtig. 73, ja. 73. Und da fährt man dann im Prinzip mit kampfwertgesteigerten, was sind das? Centauros? Centurions. Centurions, genau. Centurions, also so britische Fahrzeuge durch die Gegend. Und das ist halt alles noch sehr laut, sag ich mal. Zum Thema Realismus, ich habe es ja schon angesprochen. Ich habe auf dem Discord auch schon mal das ein oder andere Mal reingestellt. Es sind so viele Fahrzeuge hier akkurat umgesetzt, simuliert, das kann man gar nicht aufzählen alles. Ja? Mhm. Also es ist der Leopard 2 ist drin, es ist die M1-Familie drin, Leopard 1 komplett, dann verschiedene andere Fahrzeuge. Wir haben den 72 dabei, T55 Hammer, T62 Hammer. Nicht alle diese Fahrzeuge sind als kann man selber bedienen, sind nicht alle bedienbar, aber sie sind zumindest als 3D-Modell vorhanden und modelliert. Mhm. Ja. Eine Frage und, dann noch. Ja? Nee, red ruhig weiter. Ich wollte eigentlich nur sagen, im Prinzip häufiger Fehler von Leuten, die gerade damit Steel Beasts anfangen, ist der, stelle ich fest, dass sie sagen, ja, das bietet so viel Inhalt, so viele Waffensysteme, ich will da jetzt alles ausprobieren. Das ist ein ganz böser Fehler. Also für die Leute, die damit anfangen, die sollten sich wirklich auf ein System erstmal das, was sie am meisten interessiert, das sollten sie sich angucken und gucken, dass sie damit warm werden und dass sie das bedienen können. Ja. Und also erstmal führt das schnell zu Frust, weil die Waffenkontrollsysteme von verschiedenen Fahrzeugen funktionieren auch unterschiedlich. Ja. Mhm. Und ich kann jetzt auch von mir, obwohl ich das jetzt seit 8 oder 9 Jahren hier mache, kann ich von mir nicht behaupten, dass ich jedes Waffensystem hier perfekt bedienen kann. Weiß Gott nicht. Na gut. Was ich aber jetzt rausgehört habe, also wie ist, also ich, bin ich aber eigentlich schon zwingend darauf angewiesen, dass ich mich irgendwo, ich sage jetzt mal, eine Gemeinschaft suche, die das Spiel auch spielt, wo ich mich anschließen kann, wo man gemeinsam was machen kann, weil der Singleplayer-Content in dem Sinne ja quasi eigentlich nicht wirklich vorhanden ist.
Ja, also es gibt Tutorial-Missionen, die gibt's. Ja, es gibt für jedes Fahrzeug, also nicht für jedes Fahrzeug, aber für viele Fahrzeuge gibt es Tutorial-Missionen. Das Ganze ist dann auch in Englisch gehalten. Das ist aber alles nicht so wild. Ja, kennt das ja von der von Combat Mission, kennst du das ja. Wenn du da eine Mission irgendwo dir auch extern irgendwo besorgst, dann ist das alles auf Englisch. Da kommt man dann so mit den Grundlagen schon mal besser klar. Aber ich persönlich empfehle das auf jeden Fall, sich einer Gemeinschaft anzuschließen, weil mir persönlich macht das halt auch im Singleplayer gar keinen Spaß. Ja, also mir macht das nur Spaß mit anderen Leuten zusammen. Das Gefecht der verbundenen Waffen, beziehungsweise Operation der verbundenen Kräfte heißt es ja, glaube ich, seit 2000 und Quatsch. Und das kann man dann halt hier wirklich sehr gut abbilden, ja. Also Kampfpanzer, Grenadiere, Artillerie, das sind alles so diese Sachen. Ja, sehr schön. Ich Das kann man hier wunderbar bin sehr machen. gespannt, aber ich finde es jetzt schon mal wichtig, dass man von vornherein schon mal die Unterscheidung macht. Es handelt sich in dem Sinn um kein Spiel, sondern es ist was durchaus was Ernsteres auf alle Fälle. Und dass da die Erwartungshaltung schon mal nicht komplett aufläuft, weil ich kenne das ja auch, dass viele Leute irgendwas erwarten. Auf der anderen Seite sind jetzt viele Wargamer anwesend, die kennen um solche Problematiken, beziehungsweise für uns ist es keine Problematik, aber für viele Leute da draußen vielleicht schon. Also gehe mal davon aus, dass hier viele Leute gnädig sind, dass da natürlich kein großer Shishi drumherum ist, sondern dass es sich eher um eine Simulation handelt und um kein Spiel. Sollen wir denn loslegen? Was hättest du denn geplant für mich? Ja, also wir haben im Prinzip, oder ich habe geplant für dich heute, ich zeige dir heute mal den Leopard 2A6. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt nicht irgendwie den großen Rundumschlag, was es hier alles gibt. Ein paar andere Sachen werde ich auch noch zeigen, vielleicht, wenn die Zeit mitspielt. Aber im Prinzip beschäftigen wir uns heute mit dem Leopard 2A6 als Hauptwaffensystem der deutschen Panzerwaffe, beziehungsweise gut, in der Bundeswehr ist eigentlich jetzt der 2A7, unterscheidet sich aber nicht so super elementar vom 2A6. Das sind aber diese A's hinten sind quasi immer die Kampfwertsteigerungen, gell? Von der Originalversion und dann halt A2 eine Nummer besser, A3, die halt über die Jahre gekommen sind. Ja, was heißt besser? Also, das sind halt bestimmte Kampfwertsteigerungen, die im Laufe der Zeit in das System eingeflossen sind. Und aktuell sind wir da beim Stand 2A7V, glaube ich. Und ja. Gut, ich meine, jeder, der sich jetzt vielleicht nicht mit modernen Panzern auskennt, sondern als Wargamer sich nur im Zweiten Weltkrieg aufhält, der kennt natürlich auch die ganzen unterschiedlichen Kampfwertsteigerungen, die auch im Zweiten Weltkrieg passiert ist, sind. Also Panzer 4 in allen Iterationen und dergleichen mehr. Ja, Es hat sich Ausführung natürlich. A bis H oder sowas oder A bis H gibt es ja Ja, auch, ja. irgendwie sowas. Wobei man Genau. da gegen Ende gar nicht mehr von Kampfwertsteigerungen sprechen kann, sondern die wurden eigentlich immer schlechter. Ab dem G-Modell, glaube ich, hier keine hydraulischen Panzerdrehkränze mehr und schlechterer Stahl und. Jetzt muss ich gerade noch mal ganz kurz gucken. Es haben jetzt hier die letzte Zeit drei Leute schon hier ein Follow da gelassen. Ich muss mal kurz gucken, ob ich die noch irgendwo sehe. Der Ja, dann kümmere dich mal um deine Leute. Feldjunkie ist neu dazugekommen, dann der Xoda ist neu dazugekommen und einer geht im Chat unter. Da ist nämlich auch wirklich einiges los. Wen auch immer ich jetzt vergessen habe, trotzdem herzlich willkommen im Club der Wargamer, sozusagen. Anonyme Alkoholiker. Anonyme Wargamer meinte ich natürlich. Ja, du, pass auf, ich würde sagen, lass uns loslegen. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, jeder da draußen hat es auch verstanden, dass jetzt heute hier keine großen Panzergefechte mit 50 Panzer gegen 50 Panzer stattfinden wie in World of Tanks, sondern dass wir uns heute hinsetzen und uns tatsächlich mal in einem Original oder ja, in einem sehr realistischen Panzermodell mal die Bedienung erklären und dann auf der Gefechtsschießbahn in Wildflecken einfach mal ein paar Schüsse raushauen und mal gucken, wie die Bedienung so läuft. Und in 2 Wochen dann, nochmal als kleine Werbung, in 2 Wochen machen wir dann was etwas Größeres, hoffentlich auch mit dem einen oder anderen Key-Gewinner von heute Abend. Ja, da fällt mir ein, vielleicht sollte ich die Verlosung gerade jetzt eben nochmal starten. Die läuft dann 1,5 Stunden, da kann man sich anmelden und da können wir eigentlich loslegen und ungestört. Dann tu das. Jetzt muss ich bloß schnell schauen, wo. Ich hoffe, Also da klappt jetzt zu alles. der Verlosung wollte ich auch noch mal ganz kurz 2 Sätze sagen, wenn ich Ja, darf. bitte. Und zwar, also natürlich bin ich auch der Firma Esim Games sehr dankbar, dass er sich da so bereitwillig erklärt hat, hier was zur Verfügung zu stellen. Und was jetzt leider, glaube ich, ein bisschen untergegangen ist: Es werden nicht nur 5 Ein-Monats-Lizenzen verlost, sondern zu jeder Monatslizenz gibt es auch noch ein Mauspad. Schön mit den Ja, Beatles.
Logo und Panzer drauf. Ja, sehr hochwertig. Ich habe übrigens mittlerweile zwei von den Mauspads. Was wir von euch brauchen, ist natürlich dann die E-Mail-Adresse, wo die Lizenz hingeschickt wird. Und wir brauchen natürlich die Postanschrift von euch, damit das Mauspad euch zugeschickt werden kann. Die Sachen, die Daten werden nicht gespeichert oder so, da braucht ihr keine Angst haben. Die werden nur zur Durchführung dieses Gewinnspiels genutzt. Ja, Rechtsweg ist ausgeschlossen, ist auch klar. Wer glaubt, er könnte sich... Ja gut, du machst das jetzt in einem Rutsch, gell? Du verlost die 5 jetzt alle auf einmal sozusagen. Ich lasse jetzt einfach die Verlosung 1,5 Stunden laufen. Da kann man sich dann quasi anmelden und am Ende ziehen wir dann halt die 5 Gewinner. Weil sonst sind wir den ganzen Abend nur am Gewinner ziehen. Das ist auch besser so, weil ansonsten hast du vielleicht Leute, die dann sagen, ach, ich mache hier nochmal und da nochmal und ich kann ja 2 Lizenzen. Ich wollte nämlich gerade erzählen, dass die Leute das nicht nutzt. Weil diese Zeitlizenzen kann man nämlich nur eine nutzen. Ja. Nicht 2. Na, ich glaube, so fair wird jetzt schon jeder sein. Ich musste übrigens gerade ein bisschen schmunzeln. Es war kein despektierliches Schmunzeln, sondern ein hocherfreutes, denn ich habe dich jetzt zum ersten Mal groß gesehen. Du hast dich ja mit Greenscreen in den Panzer reingesetzt. Finde ich ja total cool. Ja. von der Skalierung her müsste es, glaube ich, so ungefähr dann halbwegs müsste passen. Ich schaue jetzt gerade nach links rüber, damit ich es sehen kann, weil, wie gesagt, die Fenster sind so klein. Ich kann auch mal ein bisschen Platz machen, dann sieht vielleicht, dass hinter mir die MP2 ist. Ja, genau. Habt jetzt leider auch ein bisschen verzögert bei mir, aber... Das passt, das ich sehe sie. Im Prinzip die Rückwand eines Leopard 2 Turms. Sehr schön. Also ich fühle mich auf alle Fälle gleich mal richtig aufgehoben hier beim Ausbilder. Und genau, ich starte jetzt mal hier die Verlosung. Du hast ja schon gesagt, wichtig ist, dass die Gewinner nachher dann dem, am besten, wir müssen mal gucken, wie wir es genau machen, vielleicht mir oder dem Jan, also meinem Moderator hier, dem Jan 1981 Hamburg, einfach eine kurze Meldung schreiben mit Adresse und E-Mail, gell? Genau. Ja. So, und jetzt hoffe ich, dass das alles klappt. Das ist jetzt nämlich erst die zweite Verlosung, die ich mache. Die letzte kennst du, da hast du, glaube ich, hast was gewonnen, gell? Ich habe eine gewonnen, aber auch nur, weil alle im Chat irgendwie vor meiner Autorität zurückgetreten sind und teilgenommen haben. Und dann war ich der einzige Teilnehmer. So, jetzt schauen wir. Jetzt müsste eigentlich im Chat hoffentlich... Ja, da kommt was. Die Verlosung. Jawohl, genau. Ah ja, Rechtschreibfehler ist auch drin, den lassen wir. Den kann jeder selbst für sich behalten. Und dann sehe ich auch direkt gleich, wer sich anmeldet. Sehr schön, das lassen wir jetzt laufen. Da kommt jetzt, ich glaube, alle halbe Stunde immer eine Erinnerung. Und wie gesagt, wer einfach mal einen Monat kostenlos reinschluppern will, der kann das dann am Ende der Sendung machen, indem er so einen Key gewinnt. Ich finde es wirklich großartig, weil so eine Monatslizenz ist jetzt eigentlich erstmal nicht so teuer. Die kostet 10 Euro, glaube ich, gell? 10 Dollar, ja. Ja, in Dollar. Natürlich, wenn man das natürlich regelmäßig macht, dann kann das schon ganz schön ins Geld gehen. Und so zum Ausprobieren finde ich es jetzt einfach mal super, dass man nicht erstmal 10 Euro in die Hand oder Dollar in die Hand nehmen muss, um mal einfach mal ein bisschen probieren zu können. Und der zweite große Vorteil ist, wer die Keys hier gewinnt, hat sofort erstmal auch Anschluss an mich bzw. an den Dr. Tod. Denn in 2 Wochen machen wir dann so ein bisschen Gefechtschießen, irgendein kleines Manöver. Da könntet ihr mit dabei sein und habt jetzt auch direkt auch als Ansprechpartner den Dr. Tod, den ihr über steelbeasts.org erreichen könnt. Ist das richtig so schon, ja? Das ist richtig. Oder halt bei dir über den Discord. Oder bei mir über den Discord, ich auch immer sehr gerne. Und kann man mich auch ansprechen. Sollte es irgendwelche Fragen oder Probleme, auch nicht nur für die Leute, die es jetzt gewinnen, sondern auch die sagen, ich kaufe mir das direkt irgendwie oder welche Möglichkeiten gibt es denn noch, außer diese Einmonatslizenz, erkläre ich euch mal alles ausführlich. Aber ich glaube, wenn ich das heute machen würde, dann würden wir von der Software, von der Simulation heute nichts mehr sehen. Genau, das sind da Dinge, die kann man im Einzelnen kennen. Aber jetzt kommt trotzdem eine interessante Frage vom Terry, vom Ink Terrible One, ob die Lizenz sofort aktiviert werden muss oder ob man die auch in ein paar Wochen erst aktivieren kann. Kann ja sein, dass er zum Beispiel in Urlaub fährt oder so. Ist das erst ab Aktivierung? Nee, die muss man sofort aktivieren. Erst ab Aktivierung, ja. Gut, der Andi hat es auch schon geschrieben. Wichtig ist noch für die Leute, ihr bekommt dann, also für die Gewinner, ihr bekommt eine E-Mail. Ja, von ESIM Games, wo dann ein Link drin ist, den müsst ihr anklicken und wo dann die Lizenz abgeholt und aktiviert werden kann. Damit das funktioniert, müsst ihr vorher praktisch die Software Steelbeast selber schon installiert haben, zusammen mit der Codemeter-Software, die für die Lizenzabfrage zuständig ist. Das ist leider ein bisschen kompliziert, aber auch da muss ich wieder zurück, ne? Es ist halt kein Spiel. Ich muss sagen, so kompliziert war es jetzt nicht, ich habe es auch geschafft.
Ja, du hast ja auch keine gekauft. Du hast ja meine abgegriffen einfach nur. Nee, das nicht. Aber also ich bin jetzt mal so frei und erlaube mir, dass ich glaube, also die Leute, die jetzt hier mit dabei sind und Wargamer sind oder waren, die sind es, glaube ich, auch schon gewohnt, mal mit der einen oder anderen Schwierigkeit umzugehen, denn viele von unseren Programmen, die wir so lieben, sind manchmal nicht wirklich super ausgereift und man muss manchmal auch zu Hilfsmitteln greifen. Ich glaube, es kennt so jeder so ein bisschen selber, dass man gerade bei solchen Titeln manchmal ein bisschen, dass alles nicht so convenient ist, wie man so schön neudeutsch sagt, wie jetzt bei einem AAA-Titel, aber das sind wir ja gewohnt. Ja, wie gesagt, also ich stehe gerne bereit, entweder über cbs.org, wir haben auch ein großes Forum, kann man mich auch anschreiben oder einfach direkt ins Forum schreiben, kein Problem, oder über den Discord vom Hobbygeneral, kein Gut, Problem, sehr helfe schön. ich gerne. So, Jetzt dann habe ich würde ich noch sagen, legen kurz, wir hier los, ja, oder? fast, ich habe jetzt noch eine Bitte. Ich müsste noch mal Passt. einmal ganz kurz austreten. Ja. Jetzt ist die Frage, ob du noch ein kleines bisschen was erzählen magst oder ob ich schnell kurz für 2 Minuten Werbung schalte. Die keiner sieht. Die keiner sieht, aber irgendwie Twitch sagt, sie wird gesehen. Okay, na, wenn du Geld dafür bekommst, ich habe sie bisher noch nicht ein einziges Mal gesehen. Aber gut. Ja, Geld ist gut. 5 Cent waren es. Wahnsinn. Wahnsinn, gell? Ja, Leute, pass auf, bevor ich jetzt hier noch einen auf den Deckel bekomme, weil ich nicht nochmal rausgegangen bin, bevor es losgeht, um mich ganz kurz zu beruhigen. 30 Minuten die Erinnerung, das sind eher 30 Sekunden. Was schreibt der? Fighter Wings da. Ich guck mal, es kann sein, dass mein Bot wieder Sturm läuft. Das muss ich jetzt mir jetzt mal angucken. Anscheinend schmeißt er gerade die Erinnerung wieder zu stark raus. Ich bin Ja. in 2 Minuten wieder da, Dr. Tod. Falli war das, gell? Genau. Ja. Genau, dann legen wir los. Ich freue mich schon sehr drauf und bis gleich. Dann sage Bis ich mal bis gleich. gleich. Kannst du vielleicht, siehst du noch irgendwas im Chat, Dr. Tod, was gerade deine Aufmerksamkeit erregt hat oder nicht? Dann kannst du noch mal kurz drauf eingehen. Ansonsten, ja, im Ich Chat sehe ist da eh auf jeden genügend Fall, wer los. von meinen Leuten schon da ist, direkt sehe ich schon. Jetzt auf Twitch oder auf YouTube? Ne, auf Twitch, auf YouTube. Ah Aber ich habe ja. den Chat von Twitch nebenbei noch laufen. Genau, wir machen hier Live-Support, weil wir haben nämlich auch noch zwei alte Hasen in einem anderen Kanal im Teamspeak. Wer möchte, kann natürlich auch direkt in den Teamspeak kommen. Er ist dann zwar nicht im Stream, aber er kann Ich dann auf jeden Fall lasse dich mal einfach kurz ein bisschen Live-Support. weiter, ich lasse dich mal kurz ein bisschen weiterreden und ich bin in 2 Minuten wieder da. Bis gleich. Alles klar, bis dann. So, der Bot macht Sturmfahrt, wie immer. Kennen wir nicht anders. Ich glaube, ich nutze aber jetzt die Gelegenheit und werde auch noch mal in die frische Luft gehen. Oh, den Hobbygeneral höre ich hier auch. Aber ich muss wenigstens nicht raus dafür. Ich kann das vom Computer machen. Ja, dann jeder. Das macht mir nichts. Der Weg zur Lunge muss gut gedacht sein, damit der Krebs nicht ausrutscht. Das klingt nach einem Plan. Genau, Raucher und Schnäpschenpause, sagt der Taktikfuchs. Deswegen Prost. Ja, Antennen hoch, Luken dicht. Das rumpelt. So, war das wahrscheinlich keine 3 Minuten. Da bin ich wieder. Dann legen wir los. Ein kleiner Hinweis noch von mir vorab. Ich glaube, ich schicke mal im Discord ein Foto, wie mein Monitor momentan aussieht, mit wie vielen Fenstern da offen ist. Ich versuche, alles gut im Blick zu behalten.
Sowohl YouTube als auch Twitch den Chat. Tut mir gefallen, wenn ihr direkte Fragen habt, hängt ein Ad der Hobbygeneral davor, dann ist es für mich leichter zu erkennen, beziehungsweise auch für den Jan, denn der hat sich freundlicherweise bereit erklärt, falls Fragen aufkommen und ich mal gerade nicht reagieren kann, weil ich schätze mal schon, ich muss mich da recht konzentrieren auf das Spiel, dann fasst der Jan liebenswerterweise Fragen zusammen. Er hat Spiel gesagt. Oh, Verzeihung, die Simulation. Warte, ich bin ja schon mal ganz froh, dass du jetzt räumlich von mir doch weit getrennt bist, weil wahrscheinlich hätte ich jetzt gleich irgendwie hier Stress bekommen, wenn du neben mir sitzen würdest. Wo würdest du denn sitzen, wenn ich jetzt Richtschütze wäre? Du wärst Kommandant hinter mir, oder? Ah, das schauen wir uns gleich an. Hinter dir? Ah, das schauen wir uns gleich an. Da habe ich dir ja auch in schöner Weise ein paar nette Bilder zur Verfügung gestellt. Ja, genau, die ich noch nicht aufgemacht habe. Da würde ich dir schön in den Nacken treten. Jetzt pass mal auf, jetzt mache ich doch mal schnell noch, das habe ich nämlich vergessen tatsächlich. Die Bilder bereitzulegen. Das geht ganz schnell. So, du kannst mir eigentlich schon mal sagen, wo ich rein muss. Jetzt ja, im Spiel. Netzwerktraining. Netzwerktraining. Steelbeast.org. So. Nee, server.steelbeast.org. Server.steelbeast.org, genau. Start. Ah, das ist mein. Ich kann eine Sitzung sehen. Ich habe leider etwas verzögert. Kleinen Moment. Ich mache nämlich jetzt gerade noch hier schnell die Bilder von dir auf. Ich hoffe, das bringt mein System jetzt nicht an die Belastungsgrenze. Zu spät. Zu spät? Ist schon an der Belastungsgrenze, mit dem was drauf ist. Keine Ahnung. Kann der Chat es bestätigen? Ich bin halt ein Pessimist. So, ich drücke jetzt mal auf Start. Da ist der Server. Genau, da ist er. Bereit bin ich auch. So, jetzt gehen die Bilder bloß nicht auf. Siehst du, ich habe gewusst, ich habe was vergessen. Ja. Nochmal kurzer Hinweis an euch da draußen. Klappt alles? Also läuft das Bild noch? Wahrscheinlich. So. Ja, kommt schon ein bisschen. Hat schon zu ackern hier. Ja, es ruckelt ein bisschen auch. Ja, dann glaube ich, lasse ich die Bilder mal weg. Wir sehen es ja im Panzer, gell? Genau. Machen wir das wieder zu. Dann ist da wieder Ruhe. Dann sollte es wieder klappen. Gut, also, ich bin bereit. Ja, was wir hier jetzt sehen, ist der sogenannte Versammlungsraum. Ich muss nochmal darauf zurückkommen. Es ist kein Spiel. Es gibt also keinen Server, der 24/7 durchläuft. Das ist noch richtig oldschool. Man muss sich hier sozusagen zu Spielen verabreden. Ja, dann macht jemand einen Server auf oder eine Sitzung auf und dann können die Leute sich das Fahrzeug auswählen. Wir haben da auf der linken Seite jetzt einen Zug Leopard 2A6, wie man vielleicht erkennen kann, doch nicht. Ja. Und ganz viele tolle, lustige Zahlen davor, da gehe ich jetzt auch nicht großartig drauf ein. Das ist im Prinzip die Gliederung. Ja, wir haben ganz oben den Zugführer stehen, markiert mit den drei Ständchen. Dann haben wir darunter den stellvertretenden Zugführer und darunter die beiden sogenannten Kettenhunde. Also der 1 ist dem Zugführer zugeordnet und der 3 ist dem stellvertretenden Zugführer zugeordnet. Wir haben hier den zweiten Zug der dritten Kompanie. Das heißt, der Rufname wäre jetzt Bravo des gesamten Zuges. Der Rufname des Zugführers selber ist ebenfalls auch Bravo. Ja, der Zugführer ist gleich der Zug. Darunter gliedert sich das dann in Bravo 1, ist der Kettenhund vom Zugführer. Bravo 2 ist der stellvertretende Zugführer und gleichzeitig Führer des zweiten Halbzugs. Ja. Und Bravo 3 ist der Kettenhund des stellvertretenden Zugführers. Ich sitze jetzt dann quasi mit dir im Bravo-Panzer, oder? Nee, du sitzt jetzt, du kriegst erst einen eigenen. Okay. Wir machen das dann noch gemeinsam, ja. Alles. Mhm. Aber erstmal kriegst du deinen eigenen Panzer, den du dann für Schrott fahren kannst und dann kannst du umsitzen. Also, du gehst dann mal auf den 1, 2, 3, 9, 11. Das ist der dritte von oben oder der zweite von unten. Andere Mitspieler zulassen, ja. Immer ja, ist wichtig. Und dann kann man hier im Prinzip schon loslegen. Ich habe die Maus schon Richtung Nein gehen sehen bei dir eben. Okay, also sind wir fertig, dann können wir hier schon abfahren. Gut. Ich bin wie gesagt gerade noch ein kleines bisschen abgegangen. Mein Rechner ist schon ganz schön an der Belastungsgrenze, aber da werde ich jetzt bald für Entlastung sorgen, hoffentlich. So. Gut, im Chat passt auch alles. Ja, ich bin gespannt. Ladeszenario, bitte haben Sie etwas Geduld. Caching der Höhenprofildaten. Ja.
Das ist mit der neuen Version, nämlich jetzt mit den Höhenprofildaten, sehr, sehr viel geworden. Ach ja, das habe ich zufällig gesehen, ja, irgendwie beim Wechsel. Ich weiß nicht, ob es grob habe ich natürlich schon auch informiert, von der Version 3 auf die 4 oder von der 4 irgendwas auf die neue, gell? Da ist ein neues Genau. Höhenprofil dazugekommen, irgendwas Also Detaillierteres. die Auflösung der Höhenprofile hatte ich um den Faktor, ich weiß gar nicht wie viel, aber um ein Vielfaches vergrößert, so dass es jetzt möglich ist, wirklich sehr, sehr welliges Gelände darzustellen. Ja. So, und jetzt habe ich nämlich genau das gemacht, von dem ich gesagt habe, dass du es niemals machen sollst, nämlich während dem Laden habe ich rausgetappt. Ah. Das heißt, wir müssen das Ganze gleich nochmal machen. Also auch ich jetzt dann. Gefragt. Kannst einfach mal auf, warte mal. Sag mir einfach mal, wann er bei dir fertig geladen hat. Ich gebe dir dann Bescheid. Ich sehe gerade, die Leute haben recht gehabt, mein Streamer-Spot ballert hier quasi alle 2 Minuten die Meldung raus. Das muss ich mal irgendwie ändern. So. Das ist dann doch ein bisschen. Ah, das kann ich nicht mehr ändern, oder? Nee, da müssen wir jetzt damit leben. Das traue ich mir jetzt im Nachhinein nicht zu. Giveaways. Wir haben auch schon eine Menge Anmeldungen. Also bisher sind 21 Tickets auch schon vergeben. Also 21 Leute hätten das gerne. So, warte auf Teilnehmer. Jetzt muss ich jetzt nochmal, also ich muss mich jetzt beenden, oder? Ja, warte. Mach erst den Server zu. Jetzt Jetzt ist kannst du es eigentlich auch beenden. bei mir auch automatisch rausgegangen. Ja, so Kann dass es du wieder wieder. im Versammlungsraum bist. Ich nehme den 1. eins. Genau den. Warten wir noch eben auf den Falli. Ja, ich bin auch Kann schon sich nur bereit. um Stunden handeln. Da ist Ja, er. wir haben Zeit. Ja, den Falli mache ich im Teamspeak noch ein bisschen leiser. Ah, das ist ja schön, dass man das automatisch hier machen kann. Gut. Ja, die Leute im Chat, die fragen sich schon, ob ich schaffen werde, den Leo aufs Dach zu legen. Nein, das schaffst du nicht. Ich kann sie dazu mal spielt. so ein paar Anekdoten erzählen, weil Ja. ich bin ja, wie gesagt, schon ein paar Jahre dabei und SteelBeast ist jetzt keine völlige Neuentwicklung. Das ist ein gewachsenes Produkt, das seit, ja, mittlerweile, also die Ursprungsversion kam, glaube ich, 2000 oder 2001 kam die raus. Das war damals auch tatsächlich noch als Spiel konzipiert, war auch eins. Findet man heute auch gelegentlich noch für viel Geld bei eBay oder sowas. Kauft es euch nicht, ihr könnt es nicht mehr unter Windows 10 zum Starten bewegen, es geht nicht. Zu alt. Gut, der Falli ist da, dann starten wir Können wir direkt starten? durch. Und im Zuge der ganzen Zuge der ganzen Versionen und Apps, die es dann gab, große und kleine, gab es auch viele nette, interessante Fehler, die es dann da aufgetaucht sind. Und zwar war es früher in der Altversion so, zum Beispiel, wenn man Fahrzeuge abgeschleppt hat, dann sind die einfach Richtung Mond abgehauen. Ja. Also sind tatsächlich durch die Gegend geflogen. Das war Ja gut, besonders. es wird aber sicherlich, also ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass die Simulation natürlich an einigen Ecken und Enden ich sage jetzt mal für den, ich mag das Wort nicht, ich verwende es jetzt trotzdem, für den Casual Gamer wahrscheinlich eher nach Bug aussieht, aber es sind einfach Dinge, auf die jetzt erstmal kein Wert gelegt wird, weil sie der Simulation nicht zuträglich sind oder eigentlich nicht viel darin verloren haben. Also da wird es sicherlich das eine oder andere geben, wo man sagt, Mensch, das läuft aber nicht rund, aber ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache, ist sicher richtig so, oder? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß jetzt nicht, was du da meinst. Ja, nehmen wir doch mal zum Beispiel an, jetzt müsste ich halt wirklich, was kann ich mir denn jetzt hier zurechtschustern? Dass es vielleicht irgendwo Clipping-Fehler oder sowas gibt, wo man jetzt bei dem AAA-Titel natürlich sagen würde, oh, wie kann das sein, dass dies und jenes da durch den Baum durchschaut, durch die Häuserecke. Dass natürlich so eine Simulation Ja. ihren Wert oder ihren in der Tiefe liegt, also ich sag mal, alles, was unter der Haube ist und was nach außen schön nach Chrom glänzt, ist halt nicht so wichtig bei einer Simulation. Das meinte ich damit. Ja. Nee, da gebe ich dir recht. Es gibt so ein paar Sachen, die vielleicht nicht super 100% hyperrealistisch sind. Wie gesagt, also wenn ich jetzt den Turm so drehe, dass ich praktisch mit meinem Rohr die Bäume links und rechts der Straße wegsäbeln würde, da gibt es keine Kollisionsabfrage. Die gehen da einfach durch. Aber das ist auch verschätzbar, weil es geht halt jetzt nicht darum, da hundertprozentig die Physik da nachzubilden. Ja. Sondern es geht da halt um das Gefecht.
Ich bin übrigens da, falls es die Information wichtig Ja. wäre. Wartet noch auf den einer fehlt. Der Falli ist wahrscheinlich lebt noch. Vermute ich. Ja, Kommt während wir davon, wenn man warten. das Spiel auf eine langsamere SSD packt. Ja. Und der Falli, der ist bei dir auch in dem Panzerbataillon 911. Genau. Der ist unser, wir nennen ihn liebevoll, der größte Spähtruppführer aller Zeiten. Eigentlich, streng genommen, ist es der geilste Spähtruppführer aller Zeiten. Aber das ist so ein interner Scherz. Also, der Falli ist derjenige, der immer das Gefecht, also nicht immer, aber in aller Regel das Gefecht führt, einen großen Plan macht und wir haben dann zu tun, was er sagt. Der Heute ist große es mal ein bisschen umgekehrt. Plan. Da bin ich mal gespannt. Du bist ja dann auch in 2 Wochen dabei, Falli, gell? Und vielleicht noch ein paar andere Jungs von euch. Ich denke ja. Ja, das wird bestimmt. Das Also wird ich bestimmt. hoffe, dass noch ein paar mehr kommen. Ich werde schauen, dass ich auf jeden Fall dabei sein Ja, werde. super. Musste ich halt dann mit ein paar Leuten rumschlagen, die nicht viel Ahnung haben, aber die auf alle Fälle wissbegierig sind. Und das merke ich ja bei uns jetzt auch immer, auch im Discord, ja, neuen Sachen auch aufgeschlossen sind und vor allem auch schon mal eine gewisse Grundahnung von allem haben und nicht, ich falle jetzt halt nicht aus dem, ich falle jetzt halt nicht aus dem, aus allen Wolken, weil wir jetzt hier über irgendwelche Bravos und Kettenhunde und sowas reden. Da sind wir dann zumindest soweit schon versiert. Das passt dann ganz gut. Gut. Ja, was du jetzt vor dir siehst, ist der Auftrag. Ja, das ist sozusagen Ja. der Befehl. Den kannst du dir jetzt mal durchlesen oder wenn du möchtest, kannst du ihn auch für alle Ja, vorlesen. ich lese mal vor. Auszug aus dem Befehl des Bataillonskommandeurs für Sonntag 20. Hä? Datum, Zeitgruppe. Ja, Datum, Zeitgruppe. 2021, 30. Nee, 20. 21, 30. 20. Oktober Oktober, 19. Ja, genau. 21.30 Uhr. Lage, eigene. Der Panzerschützenanwärter Hobbygeneral soll am Hauptwaffensystem der Panzertruppe Leopard 2A6 ausgebildet werden. Er wird hierfür dem Bravo-Zug der 3. Kompanie Panzerbataillon 911 unterstellt. Auf der Schießbahn befindet sich derzeit noch der Alpha-Zug der 5. bei einer Schießausbildung. Auftrag. Der Panzerschützenanwärter Hobbygeneral erhält eine Erstanweisung in das Waffensystem Leopard 2A6 in den Bereichen Bewegen und Fahren, Formen der Entfaltung, Einweisung in den Feuerleitrechner und Bekämpfen von statischen und beweglichen Zielen. Bekämpfen von Zielen aus der Fahrt. Durchführung. Rühren Sie nichts an, bevor der Ausbilder es Ihnen sagt. Halten Sie sich strikt an die Anweisung Ihres Ausbilders. Zu Ihrer Unterstützung steht ein erfahrener MKF bereit. MKF, erklär mir das kurz. MKF ist die Abkürzung für Militärkraftfahrer. Ah Also ja, ein, MKF. wie wir es bei uns hier bei dir auf dem Discord immer so schön heißt, der Panzerdriver. Der Panzerdriver. Genau. Gut. Sobald Teile der Bravo bei LD eingetroffen sind, weicht Alpha auf eigenen Bereitschaftsraum auf. LD ist wahrscheinlich eine Ablauflinie oder irgendwas oder ein Punkt, schätze ich mal, LD oder? ist die Line of Departure, ja. Line of Departure, genau. Führung und FM-Wesen, Rufnamen, Übungsleitung ist Leitung. Dann haben wir den ersten, was ist, weiß ich es nicht, fünftes ist, jetzt muss ich Erster kurz. Zug, 5. Kompanie, Bataillon 911. Alpha und zweiter Zug, dritte Kompanie 911, Bataillon Bravo. Wetter, der Wetterfrosch ist heute nicht zum Dienst erschienen. Laut Aussage von gestern soll das Wetter heute aber wie erwartet werden. Ah, wir schießen mit Blaumoon. Ja, Blaumoon also ist das bei der gehört jetzt nicht mehr Bundeswehr. zum Auftrag. Das ist im Prinzip, jetzt sind das jetzt nur die Munitionsarten, die in dem Szenario verwendet worden sind für die entsprechenden Fraktionen. Ja, also du siehst, dass die Seite blau, das hat jetzt nichts mit der Farbe der Munition zu tun, was du gerade erzählen wolltest, Ach wahrscheinlich. so, ja, wollte ich Ja, tatsächlich. das ist nämlich die blaue. Du kannst es ja trotzdem erzählen, aber das ist hierfür nicht relevant. Wir haben nämlich, sind ausgerüstet mit insgesamt 60% DM-53, also sogenannte KE-Munition, und 40% DM-12A1, das ist die MZ-Munition. Das ist, damit wir jetzt schon wissen, welche Munition wir zur Verfügung haben. Welche Sa Munition die Seite rot hat, wissen wir noch nicht, weil zu dem Zeitpunkt die Seite rot noch nicht existiert. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Ich hätte es tatsächlich gedacht, weil ich kenne es natürlich auch von der Bundeswehr. Blaue Munition war halt, also infanteristisch war es halt immer die Übungsmunition. Die hatte eine blaue vorne, eine blaue Plastikkappe oder sowas drauf. KE ist dann für kinetische Energie oder wahrscheinlich die Abkürzung. Genau, Und das ist richtig. MZ? Also im Prinzip, ich wollte da später sowieso noch drauf eingehen, aber das kann ich ja jetzt auch schon mal machen. Mhm. Grundsätzlich haben Panzer zwei verschiedene Arten von Munition. Es gibt auch welche, die haben noch eine dritte oder vielleicht sogar noch eine vierte. Ja. Aber wir schießen mit grundsätzlich zwei verschiedenen Arten Munition. Das ist einmal die KE-Munition. Ja, das steht wie gesagt schon für kinetische Energie. Das ist ein unterkalibriges Wuchtgeschoss aus Wolframkarbid.
Und im Prinzip ist das, kann man sich das vorstellen wie so ein Dartpfeil, ja, mhm. der mit extrem hoher Geschwindigkeit auf das Ziel auftritt. Da ist keine Sprengwirkung, also jedenfalls nicht durch Sprengstoff in der in diesem Pfeil ist kein Sprengstoff mehr enthalten oder so. Das wirkt ja. allein durch die kinetische Energie. Die MZ-Munition hingegen wirkt wie das klassische, wie eine klassische Hohlladung. Genau. Also wie die Panzerfaust 3 zum Beispiel. Ja, das ist dasselbe Wirkprinzip. Und das MZ ist halt für, steht für Mehrzweck. Wir verwenden die KE-Munition für hochgepanzerte Ziele, also in vornehmlich feindliche Kampfpanzer. Mhm. Und MZ-Munition für weiche Ziele, also abgesessene Kräfte, Infanterie und leicht gepanzerte Ziele, also Schützenpanzer oder Schützenpanzerwagen, Aufklärungsfahrzeuge, Tonner, sowas. Gut, du weißt, ich könnte dir stundenlang zuhören, aber ich glaube, wir müssen uns mal zumindest mal in den Panzer reinsetzen. Es gab noch eine Frage, aber ich glaube, die wurde im Chat auch schon einigermaßen erklärt, was mit Entfaltung gemeint ist. Weil also, der Zivilist würde sagen, verschiedene Formationen. Ja. Ja, also welche Möglichkeiten wir haben, praktisch uns zu bewegen. Das sind die Formen der Entfaltung. Und vor allem auch der Wechsel zwischen den jeweiligen Formen. Genau. Genau, gut, dann haben okay. wir das, haben also wir das auch geklärt. Ich mach's jetzt gar nicht so, dann will ich mich hier gar nicht lang aufhalten. Wir gucken uns aber zumindest einmal noch das Gelände an. Das mhm. heißt, wir drücken einmal auf die Taste T wie Tango. Alternativ kannst du oben rechts bei Anzeigewahl den Schalter bei Gelände draufklicken. Und dann solltest du die Karte sehen. Und das dürfte jetzt schon mal das Interessantere sein. Ja, für mich auf alle Fälle. Wir hatten natürlich schon ein kleines Vorgespräch und ich war begeistert von den Möglichkeiten, die man hier in dieser Simulation. Darf ich kurz was reinbauen? Du kannst. Bitte. Du kannst doch reinbauen, wie du willst. Ich bin, ihr wisst es ja, ich male immer relativ viel rum und erstelle Karten und so ein Zeug. Und es gibt natürlich auch Programme. Ich selber kenne auch ein, zwei, aber die sind recht sperrig und für meine Zwecke nicht geeignet. Na, was war das eine? Milsketch. Ja. Aber hier kann ich einfach, während das Spiel läuft, haben wir jetzt gesehen, ich habe jetzt eine Einheitsgrenze gesetzt. Ja, ich finde das super, wie dynamisch dann die Elemente hier verschoben werden können. Ich schicke es jetzt auch nicht an dich rüber. Ich wollte es nochmal zeigen. Also das ist für mich ein wirklicher Traum, dass ich hier in der Karte taktische Symbole eintragen kann. So. Aber ich möchte Gut. jetzt nicht zu weit vom Thema ab. Gut, ich sehe jetzt hier schon mal die Karte, ja. Da haben wir auch die genau. Line of Departure. Also wie wir sehen, befindet tatsächlich auf dem Übungsplatz Wildflecken. Wer schon mal da war oder alternativ auf Google Maps gucken möchte, das sieht tatsächlich so da aus. Ich habe jetzt ein paar Geländemerkmale auch benannt. Den kleinen Auersberg zum Beispiel, relativ Der ist ja recht markant da in Wildflecken, gell? Genau. Ich habe ihn nie gesehen, ich war nur im Nebel da. Ja. Ja, wie gesagt, also Wetter soll ja sein wie erwartet. Also wir sind jetzt auch deswegen auf Wildflecken, weil ich den Hobbygeneral gefragt habe, ob er auf einem der drei oder vier Übungsplätze, die ich ihm angeboten habe, schon mal war. Und er hat dann gesagt Wildflecken und deswegen befinden wir uns jetzt da, damit er sich ganz heimisch fühlt. Genau, bis später rauskommt, dass ich nie was gesehen habe, weil die zweimal, wo ich da war, so ein Nebel war, dass ich quasi von dem Platz nichts gesehen habe. Aber gut. Genau, so wir sehen jetzt auch Ortschaft, so Wildflecken, Neuwildflecken, Oberwildflecken und so weiter, Oberbach, ja. Eckartsroth. Alles soweit erstmal uninteressant. Was für uns jetzt wichtig sind, die beiden Assembly Areas. Zu dem Thema mit Englisch und Deutsch würde ich gerne noch einen Satz sagen. Mhm. Also mittlerweile ist es so, dass die Operationsplanung, so wie jetzt hier auf der Karte ist, auf Englisch stattfindet. Die Befehlsgebung bleibt aber Deutsch. Ja? Ja. Also die Assembly Area ist ein Bereitschaftsraum. Ja? Wir haben jetzt hier zwei, nämlich einmal für die dritte Kompanie und einmal für die fünfte Kompanie. Da wir jeweils nur einen Zug haben, ist er deswegen auch relativ klein gewählt. Das mhm. ist jetzt nicht so dramatisch. Da muss jetzt keine ganze Kompanie Platz haben. So, wir selber, also unser Bravo-Zug der dritten Kompanie, befindet sich auch in der entsprechenden Assembly Area. Wenn du da ranzoomst, wirst du das dann auch sehen. Da stehen sind so vier Symbole. Ja. So, das Ganze ist jetzt schon in einer sogenannten Formation, nämlich das ist die Kette links. Ja, wie es mhm. hier aufgibt. Von rechts nach links, äußerst rechts du, ja, als eins. Dann kommt der Zugführer, das bin ich. Ja. Dann kommt der Dreier, also der Kettenhund des Stellvertreters. Und ganz außen links ist der stellvertretende Zugführer, die 2. Die 2, okay. Genau. So, warum ist das so? Warum macht man das so komisch kompliziert? Ist relativ einfach. Natürlich soll der Zugführer nicht ganz außen fahren, ja, sondern der sollte dann rechts noch einen neben sich haben. Ja.
sonst ist er ja von der rechten Flanke als Erster, wäre er dann weg. Das Ganze gibt es dann auch noch als Kette rechts, da ist das dann praktisch spiegelverkehrt. Da hätten wir schon mal Form der Entfaltung, die Kette. Ja. Gut. Wir werden jetzt gleich erst hier starten und dann erkläre ich dir erstmal, wie man das Ding so grundsätzlich bewegt, erkläre dir so ein bisschen, welche Plätze es gibt im Panzer. Wir werden hier auf der Freifläche vor uns ein bisschen hin und her fahren. Dann werden wir zu der eingezeichneten Schießbahn verlegen, markiert mit den beiden linken und rechten mit der linken und rechten Grenze. Ja. Und dieser LD, La Delta, Line of Departure, früher hieß das Alpha Lima, Ablauflinie. So. Genau, dann, kann ich auch. Das heißt, gesagt, derzeit befindet sich, da ja wie im Auftrag auch steht, befindet sich noch der Alpha-Zug der 5. Kompanie. Sieht man auch hier, ja. Ja. Die werden dann aber ausweichen auf ihren Bereitschaftsraum, sodass wir die Schießbahn dann für uns nutzen können. Sehr gut. Und dann denke ich mal. Das heißt, wir machen. Es gibt also machen noch ganz viele Sachen, die man hier auch noch machen könnte. Grundlegend, Steelbeast gliedert sich im Prinzip in drei Phasen. Das ist einmal die Planungsphase, das ist das, wo wir uns jetzt befinden. Dann die Durchführungsphase, das ist das, was wir gleich machen werden. Und ganz zum Schluss gibt es dann noch die Nachbesprechung oder auch After Action Report. Das ist auch noch ganz interessant, da kann man dann nämlich im Nachhinein die Kontrolle machen, wer, wo, wann, wen getroffen hat, mit welcher Munition, aus welchem Winkel und so weiter. Also so ein Rehearsal quasi. Okay. Genau. Eine kleine Frage gab es jetzt schon, nur ganz kurz in ein, zwei Sätzen, Kettenhund ist? Ja, ein Kettenhund ist ein Gruppenpanzer. Also im Prinzip, Zug besteht, zumindest ein westlicher Zug, besteht aus 4 Kampfpanzern und der kann auch in Halbzüge noch geteilt werden, ja. Aber der Zug ist die kleinste Feuereinheit. Also er kann aber noch geteilt werden in 2 Halbzüge oder jeweils eine Gruppe. Und jede Gruppe besteht dann aus einem Gruppenführer und aus einem Gruppenfahrzeug. Und der Kettenhund ist eigentlich nur so eine Art umgangssprachliche Bezeichnung für das Gruppenfahrzeug. Der hängt halt dran an dem anderen, deswegen Kettenhund, genau. Sozusagen. Gut. Genau. Alles klar. Das ist also nicht so, wie man es vielleicht aus manchen Spielen kennt. Der eine Panzer fährt nach rechts, der andere nach links, der nächste fährt zurück und wieder ein anderer fährt ganz woanders hin. Man versucht in der Regel, das geschlossen zu bleiben, also ja. Im Zug. Ja, weil niemals mit der offenen Hand, immer mit der geschlossenen Faust zuschlagen. Genau, und das kenne ich ja selber auch nur zu gut, allerdings beherzige ich es manchmal nicht. Und was dabei rauskommt, sieht man oft in meinen Combat Mission Videos, wenn ich dann wieder einen Panzer doch allein irgendwo hingeschickt habe, anstatt zu zweit. Tja, geht meistens ja. Nicht gut. Gut. Genau. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch einen R3P, das ist Rearm, Resupply and Repair Point. Mhm. Da stehen hier zwei Versorgungsfahrzeuge, nämlich ein HEM als Fueler, also als mit Treibstoff, ja. Und ein Unimog mit Supply. Da könnten wir dann auch noch Munition nachbunkern, sollten wir das brauchen. Bei uns, bei unserem Zug ist die Versorgung mit MVG, wovor da die Frage kommt, das sind Mengenverbrauchsgüter. Also alles, was in Masse verbraucht wird, abgeschlossen. Das heißt, wir sind voll auftioniert, wir sind voll aufgetankt. Bei uns kann es jetzt direkt losgehen. Genau, das machen wir jetzt auch, denn ich sehe gerade, wir haben schon eine Stunde hinter uns und haben noch nicht einen Panzer gesehen. Aber das habe ich jetzt auch nicht anders erwartet. Ich finde auch deine Einführung übrigens, also nur damit du weißt, wie ich das sehe, ich finde es jetzt super, genauso habe ich mir das auch irgendwie vorgestellt. Bin jetzt schon ganz froh, wie das jetzt alles funktioniert hier. Super. Ja, ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich würde zu jedem Einzelnen stundenlang erzählen und ich würde immer noch was Neues erzählen, würde mich nicht wiederholen, aber wir haben jetzt entschieden, wir gehen jetzt hier nicht so sehr in die Tiefe, wir wollen es einfach mal kurz zeigen. Das glaube ich, genau, aber du weißt auch Bescheid, wenn ich dir mal ins Wort grätsche, dann einfach nur, dass wir halt bis um eins noch einigermaßen was zusammenkriegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir im zweiten Stream auch noch Zeit zum Ratschen haben und darüber hinaus sicherlich auch noch, freue ich mich auch schon sehr drauf. Könnte ich auch stundenlang zuhören. So, genau. Jetzt. Gut. Dann legen wir einfach los, würde ich sagen, ne? Ja. So. Aha, aber da steht jetzt was ja wirklich nicht fein ist, gell? Was? Spielstart in 3 Sekunden. Ja, das ist, da muss ich eh im Games mal auf die Finger klopfen. Ja, dann müsst ihr Simulationsstart sehen. So, ich bin jetzt hier im Richtschützenplatz. Nein, bist du nicht. Bin ich nicht, Kommandantenplatz. Du bist auf dem Kommandantenplatz. So, du drückst als allererstes mal die F8-Taste. Ja, und F8. Dann sind wir nämlich in der Außenansicht. Nur, ich muss mal ganz kurz, ich bin, wer es nicht weiß, ich habe hier immer so eine Kladde bei mir, ich zeige dir mal ins Bild, da schreibe ich mir dann doch sehr analog immer Sachen auf. Gut, F8, Außenansicht. Ja. So, und wie gesagt, das Wetter ist, wie du es erwartet hast, oder? Wir sind in Wildflecken. Ja,
Wir haben Nebel, wir haben Regen, wir haben Sichtweiten unter 100 Meter. Ah, aber das macht ja nichts, wenn ich jetzt so, ich weiß ja dann doch grob, was im Panzer drin ist. Ich habe ja hier auch Systeme, mit denen ich dann doch da durchschauen kann. Da drüben ja, sehe ich die anderen Dingen, beiden. Das war ja jetzt einfach nur für diese Lulz, ja. Das war jetzt tatsächlich ja. Für den Scherz. Innerhalb Vielen der nächsten Dank. sechs also, Minuten wird sich das Wetter drastisch aufklaren. Also wenn ich jetzt von meinem Panzer aus nach rechts blicke, ja, ungefähr da drüben war ich mal. Da warst du mal, ungefähr dort. Okay. Es könnte aber auch ein Kilometer entfernt gewesen sein. Ja, cool. Also da ist jetzt schon mal mein Panzer. Da habe ich gleich die erste Frage. Dieses automatische Turmdrehen da oben, ja? Ja. Ist das eine Funktion, die im echten Leo auch drin ist, dass der sich im Idle-Modus irgendwie vorne den Turm dreht, dass der Richtschütze irgendwas nicht ständig drehen muss, oder ist das jetzt nur so? Nein, also pass auf, im Prinzip, wir können in Steelbeast einen Panzer, also einen einzelnen Panzer mit bis zu drei Personen besetzen, mit drei Bedienern. Ja? Ja. Also einer macht den Kommandanten, einer macht den Richtschützen und ein dritter macht den Fahrer. Ja. Ja? Dann ist die KI, oder die KI ist dann höchstens noch der Ladeschütze, der nicht dargestellt ist, ja, und der aber nichts weiter macht, außer die Munition reinladen. Und von daher, wenn ja, gut, ich jetzt als einzelner Person auf einem Panzer bin, so wie das jetzt bei uns der Fall ist, dann sind alle Plätze, die nicht durch mich selber als Spieler oder als Bediener besetzt sind, sind automatisch durch die KI besetzt. Ja. Das heißt, wenn du jetzt in der Außenansicht bist oder auf dem Kommandantenplatz oder auf dem Fahrerplatz, hast du immer einen KI-Richtschützen. Und der Richtschütze dreht jetzt quasi den Turm. Der KI-Richtschütze einen bestimmten Überwachungsbereich und den schwenkt er ab. Weil aus der Optik des Richtens, die ist sehr, sehr schmal, da kann man nur ein sehr kleines Feld beobachten und deswegen wird immer dieser Bereich abgeschwenkt. Ah, aber es sieht ganz, also ich finde, es sieht gut aus. Und vielen Dank auch an den Wettergott, also an dich, es klart auf. Ja. Nee, da hinten rechts war ich doch nicht. Sehr schön, okay. Also, Außenansicht. Ich dachte einfach nur für den, weil du gesagt hast, irgendwie, du hast ja nie was gesehen, alles voller Nebel, habe ich gesagt, mache ich das auch. Außenansicht, check, aber die ist natürlich immer nur optional. Kann mir auch gut vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht sich schon denkt. Der Szenario-Schreiber kann das auch aktivieren. Es gibt Situationen, wo das sehr hilfreich ist, und zwar jetzt nicht irgendwie, um zu cheaten, weil mit einem Panzer gehst du jetzt nicht in Close-Quarter-Battles oder so, ja. Und guckst um die Häuserecke. Das passiert eher nicht. Aber da, wo man Übersicht braucht, ist es unter Umständen schon mal ganz gut. Vielleicht. Ja, ich denke auch. Man muss sich ja nicht komplett einschränken in allem. Also von daher bin ich bin natürlich jetzt auch einfach nur froh, das auch mal von außen sehen und zeigen zu können. Gut. Gut, also das ist unser Prachtleopard 2A6, ja? Ja. Schön mit 120 mm Glattkanone, L55, 55 Kaliberlängen. Was wir auch noch erkennen können, obendrauf ist das Fliegerabwehr-MG, ein MG3. Koaxial zu der Waffe, zur Bordkanone, ist auch noch ein zusätzliches koaxial angebrachtes MG3 eingebaut. Wir haben an den Seiten, können wir hier auch sehen, die Nebelmittelwurfanlage, das sind diese Becher hinten an dem Turm. Gut. Solange ich nicht die Rohrführungshülse auswechseln muss, ist alles gut. Okay. Beim MG3. Alles gut. Wer beim Bund war, der weiß vielleicht, was ich damit meine. Genau. Oh, schlimmes Ding. Mit der Taste F7 kommst du wieder in den Kommandantenplatz hinein. Ja. Und du kannst dich ja da auch einfach umgehen. Ja. Ist jetzt links von mir ein. Ja, links von dir ist der Ladeschütze. Der Ladeschütze. Der immer dann, etwas verkniffen guckt. Wenn ich nach vorne unten gucke, da würde eigentlich der Richtschütze sitzen, wird aber nicht dargestellt, oder? Genau, das ist, glaube ich, ein Fehler. Der Richtschütze wird hier nicht dargestellt. Wenn man auf dem Richtschützenplatz sitzt, sieht man aber die Beine vom Kommandanten zumindest. Mhm. Also, das funktioniert das auch, spielt auch mit sowas wie Track IR oder so, weißt schon, solche Tracker, ja, die das den Kopf. Funktioniert. Das funktioniert auch. Allerdings, ja, cool. Ist es dann natürlich fraglich, also wenn du zum Beispiel in der Optik drin bist, dann ist das natürlich eher sinnfrei, sowas zu nutzen, ja? Ja, ist klar. Das ist nicht ganz richtig. So? Also Track-IR funktioniert, wenn du jetzt in irgendeiner Optik bist, dann ist Track-IR deaktiviert und du bedienst das Fahrzeug ganz normal per Maus, Tastatur oder Joystick. Gut. Okay. Ich bin jetzt auch hier schon in ich so einer Optik drin. Genau, ich habe kein Track-IR, so, du bist jetzt wahrscheinlich im... Was hast du da gedrückt? Keine Ahnung. Rühren Sie nichts an, wenn der Ausbilder es Ihnen nicht sagt. Ja, gut. Ich konnte meine Finger nicht davon lassen. Ja. So, gut. Jedenfalls mit F1 kommst du wieder raus. Auf F2 wäre das sogenannte TIM.
Das ist die unabhängige Optik des Kommandanten. Ein sehr hoch aufgelöstes Wärmebildgerät. Mhm. Hast du zufällig im Kopf, für was Tim die Abkürzung steht? Thermal Imaging Monitor. Ah, das passt. Thermal Imaging. Ich bin ein absoluter, wie soll ich sagen, ich stehe auf Abkürzungen. Ja. Und vielleicht kennst du es selber auch, man liest irgendwas Militärisches und kennt eine Abkürzung nicht, aber man kann sich meistens dann doch irgendwas zusammenreimen, was es sein könnte. Jetzt habe ich mir das Überlegen gespart. Okay, danke dir. Den Tim habe ich. Gut. Was jetzt hier wichtig ist, du hast oben an dem Monitor praktisch so eine Uhrzeitanzeige. Ja, ganz links 6, ganz rechts auch und in der Mitte 12. Das ist, zeigt dir im Prinzip immer an, wo der Turm gerade hinguckt. Und zwar abhängig davon, wo du hinguckst. Das heißt, wenn du jetzt komplett nach hinten guckst, dann bist du auf 6 Uhr vom Turm. Immer abhängig von da, wo der Turm hinzeigt, meinst du, oder? Genau, ja. Ja, nicht, ist klar. Das hat nichts mit der Wanne zu tun. Ja, ist irgendwie häufig ein Irrtum, dass die Leute glauben, dass die Ausrichtung der Wanne irgendwie relevant wäre. Die ist weder für den Kommandanten noch für den Richtschützen in irgendeiner Form relevant. Ja, aber wenn ich jetzt nach 12 Uhr blicke, dann ist es nach 12 Uhr gemeint vom Turm, also, wie soll ich sagen, ist es absolut? Ja, ist da, es wo der Turm hinguckt. Da, wo der Turm hingerichtet ist. Das ist 12 Uhr. Okay, also wenn ich jetzt auf 12 Uhr bin und der Turm dreht sich weiter nach links, dann wandert er irgendwie nach 11, 10, 9, 8 rüber. Genau. Alles klar, gut. Dann bist du aber rechts, weil der Turm ist dann auf der 10 und dann bist du rechts von dem, wo der Turm hinguckt. Gut. Das ist nämlich schon tatsächlich eine der Schwierigkeiten, die ich, wo ich jetzt schon sage, da könnte ich Probleme bekommen. Denn wenn mir nicht ganz klar ist, in welche Richtung der Turm zeigt, fällt es mir... Ich hab gelogen. Natürlich, wenn du nach links gesandt, ist es auf 9. Ja, okay. Ja, aber trotzdem. Genau andersrum, wie ich es gerade gesagt habe. Ja, aber ich muss trotzdem immer erstmal wissen, in welche Richtung eigentlich der Turm blickt, um mich orientieren zu können, wo ich eigentlich hinblicke. Ist ja richtig so, oder? Nein. Wieso ist das für dich wichtig, wo der Turm hinguckt? Wenn du der Kommandant bist, dann hast du einen eigenen Überwachungsbereich und das ist dein Überwachungsbereich. Und wenn du dort was aufklärst, sagst du dem Richtschützen, da ist ein Panzer und übersteuerst ihn. Das ist nämlich die sogenannte Hunter-Killer-Fähigkeit. Du kannst jetzt einfach mal, du stehst ja jetzt äußerst rechts. Du guckst jetzt einfach mal mit der Kommandantenoptik auf 9 Uhr, also so, dass du meinen Panzer siehst. Ja, warte mal. Und? Jetzt auf 9 Uhr. Ja, da sehe ich. Ich sehe natürlich jetzt, ist ein bisschen verdeckt durch mein MG3, aber ja, links neben mir ist nicht so schlimm. Und wenn jetzt die Cursor-Taste nach oben machst, dann gehst du in die Betriebsstufe KH. Das steht für Kommandant für die Hauptwaffe. Nee, du sollst nicht losfahren. Ne, Moment, ist ja Fall. Mit was cursert das denn nach oben? Mal S. Bin ich losgefahren, und jetzt okay. Jetzt nochmal X. Mhm. Ich weiß gerade nicht, und was ich... Und jetzt wieder S. Wieder S. Ah, ich bin gefahren, ich sehe schon, okay. Genau, du hast W gedrückt. Ne, du cursert hast nach oben. Und dann bist du in der Betriebsstufe KH. Und dann... die Optik des Richtschützen und auch der Turm auf deine Sichtlinie ein. Okay, jetzt habe ich schon ein Problem mit Cursor. Bei mir steht jetzt, wenn ich... Du meinst Pfeiltaste nach oben, oder? Genau, die Pfeiltaste nach oben. Dann bin ich feuerbereit, steht dann hier. Dann führst du die Hauptwaffe, ja. Natürlich steht das, bist du feuerbereit. Du könntest jetzt auch feuern. Machen wir jetzt aber mal nicht. Nee, machen wir jetzt noch nicht. Da lassen wir uns Zeit, so, bis um kurz vor... Um das wieder unabhängig zu machen, zu sagen, dass der Richtschütze wieder unabhängig von deiner Optik ist, drückst du einmal die Taste P. Okay, da habe ich jetzt tatsächlich ein kleines Verständnisproblem. Jetzt ist immer die 12 Uhr, wo ich hingucke, oder? Ah, nee, die 12 Uhr ist, wo die Kanone hin zeigt. Ah, jetzt verstehe ich es. Alles klar. Okay, und wenn ich jetzt auf P übergebe, ich wieder an den Richtschützen. Dann ist er wieder unabhängig von dir, genau. Alles klar. Gut. Schreib mir das mal schon auf. Das Ganze funktioniert auch umgekehrt. Wenn du sagst, ich gucke jetzt irgendwo anders, nach hinten oder so beispielsweise, und der Richtschütze meldet, ich habe hier einen Panzer. Ich kann das aber, oder ich habe hier irgendwas, ich kann das nicht identifizieren. Ja, guck doch auch mal bitte. Dann kannst du die Cursor-Taste nach unten oder die Pfeiltaste nach unten drücken. Ja. Das ist ja sogenannte die Betriebsstufe ZÜ, Zielüberwachung. Also bei der Betriebsstufe ZÜ läuft deine Optik auf die des Richtschützen ein. Das heißt, ich sehe das, was der Richtschütze macht. Ja, genau. Du alles klar. Genau dahin, wo der Richtschütze auch hinguckt. Gut. Ich muss noch einmal kurz für den Chat, die Verlosung, die läuft bis um, jetzt muss ich nochmal schnell selber gucken, ich glaube knapp 11:30 oder sowas, lädt gerade ein bisschen, wo ist es denn, Giveaways, da sind wir, in 47 Minuten machen wir die Ziehung schon. Oh,
auch, dachte mir, dass es nicht zu spät ist, bevor ist ja morgen dann doch Arbeitstag. Gut, also, machen wir weiter. Ja, also das ist jetzt, wie gesagt, muss man sich jetzt auch erstmal nicht so wirklich viel merken alles. Ja, da kommen wir im laufenden Bild. Aber auf alle Fälle habe ich Zugriff auf die entsprechenden Gerätschaften. Ja. So, dann hast du als Kommandant natürlich nicht nur dieses TIM, sondern auch das Periskop. Mhm. Das ist über die Taste F3 oder wenn du mit der Maus auf dieses runde Okular links von dem TIM klickst. Mhm. Und auch hier hast du wieder praktisch rundum diese Uhrzeitanzeige. Das verhält sich da analog. Also 12 ist immer da, wo die Kanone direkt hinguckt. Ja. Und auch hier stehen dir diese Betriebsstufen KH und ZÜ zur Verfügung. Ich bin nämlich jetzt noch in der ZÜ-Überwachung, ZÜ-Stufe. Ja, einmal drücken und dann bist du wieder unabhängig. Was drücken? Pfeil nach oben. E wie Papa. Ha, das kann ich mir merken. An RS übergeben, okay, jetzt kann ich das auch wieder steuern. Okay. Es wird mir immer klarer, ich verstehe. Ja. Genau. Gut. So, wir haben hier auch natürlich nicht nur in dieser Optik, sondern auch in dem TIM haben wir verschiedene Seefelder. Ja? Mhm. Der Zivilist würde sagen Zoomstufen. Wir sagen hier Seefelder. Das ist jetzt praktisch die geringste Zoomstufe, ist das sogenannte große Seefeld. Und wenn wir die Taste N wie November drücken, kommt das kleine Seefeld. Mhm. Und dann haben wir eine höhere Zoomstufe sozusagen. Das Ganze funktioniert auch im TIM. Da hast du allerdings dann drei verschiedene Stufen. Also ein kleines, ein mittleres und ein kleines Seefeld. Die schaltest du dann da einfach durch. Okay. Per N quasi wird es dann durchgeschaltet. Genau. Habe ich mir auch noch notiert. So. Und es gibt natürlich noch eine dritte Optik, die der Kommandant hat. Welche ist das? Aus dem Turm. Augen. Genau, aus dem Turm rausschauen. Genau, du kannst nämlich einfach, wenn du jetzt F1 nochmal drückst, sodass du wieder in der ursprünglichen Kommandantenansicht bist. Mit Q. Wenn du nach oben guckst, genau, kannst du nämlich mit Q in zwei Stufen über die oben rausschauen. Und auch hier kannst du mit der Taste November hier ein sogenanntes DF, also ein Doppelfernrohr, Zivilisten sagen Fernglas, dir angucken, einer Strichplatte für zum Entfernungsschätzen. Machen wir heute nicht. Ah ja, jetzt pass mal auf, jetzt, aber bin ich bloß gerade in der Außenansicht. Ich muss dann wie wechseln. Wieder F7. Für den Kommandanten. Alles klar. F7 ist immer Kommandant. Mhm. Wie kann ich den Kommandanten, jetzt hat er den Kopf draußen, wie kann ich ihm sagen, dass er wieder reinsteckt? Mit Z, wie Zulu. Ah, alles klar. Gut. Auch wieder in zwei Stufen. Mhm, okay, gut. Genau. So, das war im Prinzip schon mal das Grobe, was der Kommandant kann. Kommen wir zum Richtschützen. Mit F6 kommst du zum Richtschützen. Ja. Und du siehst apropos Richtschütze, wenn ich hier auf meine eigenen Leute schieße, ist der Friendly Fire an oder nicht? Also du hast davon gehört, jetzt... Ja, ist immer an. Okay. Sehr interessant. Oh gut, ich bin jetzt also am RS-Platz, Richtschützenplatz. Genau, der Richtschützeplatz. So, und du siehst ja, so links unterhalb von deiner Optik siehst du so einen großen roten Knopf. Jetzt guckst du, glaube ich, ja. Ja, sehen. Ja, drück da mal mit der Maus. So, herzlichen Glückwunsch, du hast die Notabfeuerung gefunden. Die ist dafür da, wenn du irgendwas, die Notabfeuerung, falls der nicht auslöst. Ja, falls die Waffenanlage beschädigt ist und er nicht mehr elektrisch zünden kann. Ja, okay. Dann gibt es da so einen sogenannten Stimmpuls, das heißt, er wird einfach draufgehauen und durch den Stoßimpuls wird dann geringe elektrische Energie erzeugt, sodass die Waffe abgefeuert wird. Ah ja, wenn ich jetzt also nach hinten schauen würde, würde ich eigentlich quasi den Panzerkommandanten sehen. Da ist der Ladeschütze. Gut. Da ist hier ein Kruppgerät verbaut. Ja. Und AEG haben wir auch. Schauen wir mal, wo ist hier AEG? Nee, das ist hier beim Richtschützen nicht, aber der Kommandant hat ein AEG-Gerät. Ich finde es immer irgendwie cool, wenn so Inneneinrichtungen halt dann auch wirklich, und ich, in dem Fall weiß ich ja auch, es ist halt einfach so, wie es in echt auch ist, gell? Also die ganzen Anzeigen, Knöpfe, alles natürlich möglichst, wie soll ich sagen, möglichst so gebaut, dass es halt ewig hält, gell? Also das sind keine kleinen filigranen Knöpfchen zu finden, sondern es ist halt alles hier Hand und Fuß. Das ist korrekt, ja. Das muss ein Krieg überleben. Genau. Im besten Falle. Gut, oder früher halt die Wehrpflichtigen, aber... Ja,
So, und der Richtschütze hat nicht nur diesen tollen Knopf, wo er drauf drücken kann, den braucht man eigentlich im Regelfall nicht. Also normalerweise wird er anders ausgelöst, sondern der hat zwei unterschiedliche Optiken, nämlich das HZF. HZF steht für? Das HZF ist die Abung für Hauptzielfernrohr. Ah ja, hätte ich mir denken können. Da kommst du, wenn du auf dem richtigen Platz sitzt, kommst du mit der Taste F2 dahin. Ja, da bin ich auch. Und dann hast du wahrscheinlich Wärmebildgerät, das heißt, es ist alles grün. Ja. Im WBG-Kanal hast du, also WBG-Wärmebildgerät, ja. Mhm. Im WBG-Kanal hast du auch wieder zwei verschiedene Seefelder. In dem großen Seefeld wird dir ein Rechteck angezeigt, das ist dann ungefähr der Ausschnitt von dem, was du im kleinen Seefeld sehen würdest. Ah, okay, interessant. Im kleinen Seefeld hast du dann die Strichplatte. Ja, sehe ich, okay. Gut, du kannst aber auch, sagst, WBG ist natürlich, du siehst es selber und die Leute im Stream sehen es wahrscheinlich auch, es ist relativ schlecht aufgelöst. Also die Optik des Kommandanten war deutlich besser. Ja. Das liegt daran, dass das WBG eine Generation dahinter ist. Ja. Ah, okay. Du kannst natürlich auch den Tagkanal wählen. Kannst du einfach die Plus-Taste auf dem Nummernblock drücken. Ah, okay. Dann bist du im Tagkanal. Da hast du allerdings keine unterschiedlichen Seefelder. Das ist einfach das normale große Seefeld wäre das. Jetzt habe ich gerade ein bisschen schnell gedreht. Wie ist denn das jetzt? So schnell wie ich jetzt hier, wenn ich jetzt in dem, jetzt habe ich den Namen dafür, im HZF, gell? Ja. Wenn ich jetzt hier in der HZF-Optik bin und die jetzt quasi rumdrehe, dreht sich der Turm dann gleich quasi so schnell mit, wie ich hier drehe? Oder fährt der erst nach? Okay. Nein. Ich habe auch gelesen, dass Leute, die in der Panzertruppe früher waren und auch im Leo waren, die sind ja auch total begeistert von Steel Beasts, weil sich vor allem brechen sie es immer, also das, was ich am meisten gelesen habe, nämlich in Foreneinträgen oder Gesprächen, ist, es hört sich genauso an wie in dem Leo 2. Das fanden viele wohl recht faszinierend. Also die ganzen Geräusche, wenn irgendwelche Servomotoren arbeiten, geschossen wird, dass sich das wohl alles ziemlich gut so anhört. Ganz kurz, mit F1 komme ich quasi immer raus aus dem Gerät, gell? Mit F1 kommst du immer wieder in die ursprüngliche Ansicht von dem Platz zurück, wo du warst. Ah ja, und dann habe ich jetzt zufällig noch auf F3 gedrückt, da schaue ich woanders durch. Das genau, und F3 ist das sogenannte TETF, das ist das Turmzielfernrohr. Das ist im Prinzip eine Art Notoptik, wenn das Hauptzielfernrohr beschädigt ist. Alles klar. ZF, ja, das kenne ich aus dem infanteristischen. Im Hauptzielfernrohr hast du keinen WBG-Kanal, sondern nur die Gesicht und du hast auch keine unterschiedlichen Seefelder. Auf der linken Seite siehst du da so Scan mit MZ und KE drüber. Ja. Und da könntest du jetzt einen sogenannten Aufsatz einstellen. Das machen wir jetzt aber nicht. Ja, da kannst du praktisch eine feste Entfernung einstellen. Wird normalerweise vom Zug befohlen, dass du irgendwie hier KE 1200 und das heißt, da wo du dann hinzielst, das sind dann genau 1200 Meter, 1200. Alles klar, also im Prinzip halt kalibrieren oder genau. Das kennt man ja von Infanteriewaffen ja genauso. Ich habe ja früher auf dem G3 mit und ohne ZF und da musste natürlich halt dann an Kimi und Korn da was rumschrauben. Gottes Willen, Kimi und Korn schießen, das waren Zeiten. Gut. Gut, also das ist im Prinzip im Groben schon der die Optiken des Richtschützen gewesen. Was noch wichtig, geh nochmal bitte ins HZF, also F2 beziehungsweise R6, falls du den Platz schon wieder gewechselt hast. Und du siehst unten eine Anzeige. Da steht jetzt F100A hoffentlich. Mhm. So, steht da, das ist der Entfernungsmesser, gell? Genau, das ist nämlich der Laser-Entfernungsmesser. Aktuell sind 1000 Meter eingestellt, das ist so eine Voreinstellung. Warum, könnte ich auch erklären, mache ich jetzt aber nicht. Das F steht dafür, dass die Waffe entsichert ist, also feuerbereit ist grundsätzlich. Die 100 ist die Entfernung, das sind jetzt aber nicht 100 Meter, sondern mal 10, also es sind 1000 Meter. Und das A hinten ist die gewählte Munitionsart. Aktuell haben wir KE geladen, das kann man auch oben rechts, man das auch sehen an dieser roten Schrift. Da steht DM. Ein bisschen verdeckt, ja. APFSDST. Armor also Piercing. Armor Piercing Fin Stabilized Discharging Sabot. Irgendwie Tracer. Sowas. Genau so heißt das. Gut. Und dann hinter haben wir zwei Zahlen. Das ist nämlich nochmal wichtig. Dahinter mal was? Was? Ich habe das letzte Wort nicht verstanden. Dahinter haben wir? Zwei Zahlen oder zwei Ziffern. 8, beziehungsweise bei dir jetzt 7 und 16. Und
wo stehen oben, die? Ganz oben rechts. Ah ja, 716, da kann ich ein bisschen schlecht lesen. Da ist mein Monitor zu klein, ja. Sehe ich, ja. Genau, da sind zwei Zahlen. Das eine, die erste Zahl, den Status oder die Anzahl der Munition, die du im Bereitschaftsbunker hast. Der Bereitschaftsbunker befindet sich im Turm hinten. Ja. Und die zweite Zahl ist das, was im sogenannten, im eigentlichen Munitionsbunker vorhanden ist. Das ist nämlich, der befindet sich vorne in der Wanne. Das heißt, es wird immer aus dem Bereitschaftsbunker nachgeladen. Und wenn der leer ist, wird ummunitioniert. Dann wird vorne aus der Wanne die Munition hinten in den Bereitschaftsbunker wieder gepackt. Ah, alles klar. Kann das dann im muss, wie soll ich sagen, kann das im Gefecht passieren oder wird das Umladen von der Munition von vorne nach zum Ladeschützen, brauchen die dafür irgendwie Ruhe? Ja, du brauchst auf jeden Fall eine Gedeckdellung, ja. Oder. Ja, okay, ist klar. Warum? Das sehen wir nämlich jetzt auch gleich. Drück nochmal F8. Und du hast ja jetzt schon einmal geschossen und ganz am Anfang hat er ja auch eine KE-Granate aus dem Bereitschaftsbunker schon in das Rohr geladen. Das heißt, in deinem Bereitschaftsbunker hast du zwei Fächer, wo keine Patrone mehr drin ist. Mal. Wie komme ich denn jetzt wieder auf den Sitz? F5, F6. Auf welchem Platz soll ich gehen? Außenansicht, F8. F8. Und da könnte ich jetzt wo was sehen? Nee, wir machen es jetzt nur, damit man es sieht. Und du gehst mit der Maus oben an den Bildschirmrand, sodass das Menü aufklappt. Und dann gehst du auf Fahrzeug. Ah, da du oben ist noch was. Mit der Maus drückst, sonst damit du den Cursor wieder hast. Munition umladen. Dann gehst du Munition umladen und dann alle. Du kannst auch den entsprechenden Shortcut verwenden. Umschalt und Bild nach unten wäre das. So, was passiert? Und jetzt wird die Munition umgeladen. So, jetzt geht nämlich dann die Ladestellung, ja, weil wir haben gesagt, der Bereitschaftsbunker ist ja hinten im Turm. Ja. Und der andere Munitionsbunker ist vorne in der Wanne. Und damit man das Ding jetzt nicht, die Patronen nicht durch den ganzen Panzer wuchten muss, geht er jetzt eben in diese Ladestellung. So, jetzt ist er natürlich, wäre der Panzer natürlich extrem verwundbar. Deswegen sollte man natürlich nicht in der Stellung so umladen. Ich verstehe. Interessant, dass solche Details mit drin sind, ja, finde ich super. Er dreht zurück, anscheinend sind sie fertig. Gut, das ging jetzt auch schnell, es waren ja nur zwei. Okay, aber das sind jetzt auch, wir machen das jetzt später wahrscheinlich auf der Schießbahn trotzdem, ohne jetzt in eine gedeckte Stellung zu gehen, weil ist jetzt einfach so. Gut, das war. Ganz kurz, der Jan sagt gerade, dass der Spielesound so leise ist, das muss ich mal schnell hier nachbessern. So, jetzt höre ich es nämlich auch deutlicher. Jetzt müsste es für euch da draußen auch wieder gut sein. Ja, musst du auf jeden Fall machen, weil wichtig ist nämlich, ich habe gesagt, im Prinzip die KI ist auf jedem Platz, wo man nicht selber sich befindet. Und in dieser Simulation muss man mit der KI arbeiten. Ja, und die KI unterstützt den Spieler oder den Bediener auch so gut sie kann. Und deswegen spricht sie auch mit einem. Ja, kannst jetzt, bist du noch in der Außenansicht? Ja. Dann drück mal die Umschalttaste und einmal die Pfeiltaste nach rechts. Nee, das. Oder. Jetzt fährt mein Panzer auf irgendeinen Waypoint zu. Auf was denn für ein Waypoint? Du hast Waypoint. Weiß, ich hab mit Steuerung Pfeil irgendeinen Waypoint gesetzt, anscheinend, oder irgendwas. Ja, du sollst ja auch die Umschalttaste und die Pfeiltaste. Was ist ein Umschalt? Ist Shift, oder? Genau. Alles klar. Okay, und dann einmal nach links, ja, also Umschalt und Pfeiltaste nach links. Und dann sollte der Kommandant eigentlich sagen, links nach links richten. Ja, Lasern für Markierung in Karte. Das braucht nach links man richten. Nicht. Okay. Genau. Ja, aber das ist so, das sind so Sachen, die KI spricht mit einem und das ist wichtig, dass man das auch hört. Ich glaube, es also müsste selbst, jetzt. Ja, es müsste jetzt besser sein. Ich habe auf alle Fälle den Ton hochgedreht. Die Mischung muss man nochmal angucken. Also, gerade wenn du später nachher auf Schützenplatz bist und den Feuerkampf führst, dann redet der Kommandant unter Umständen auch mit dir. Alles klar. Das ist ganz wichtig zu hören, was er sagt. Ja. Gut, okay. Bleib mir in der Außenansicht. Bewegung, wenn du jetzt alleine auf dem Panzer bist, hast du ja vorhin schon freundlicherweise gemacht, kannst du mit den Tasten W, A, S, D und X. Und zwar ganz unten rechts hast du auf deinem Bildschirm so ein kleines grünes Kästchen mit jede Menge grauen Pfeilen. Sehe ich. Die Fahrstufen. Also wir haben nach vorne haben wir drei Fahrstufen. Ja, das ist langsam, mittlere Geschwindigkeit und maximale Geschwindigkeit. Wenn du einmal die Taste W drückst, fährst du langsam, drückst du sie nochmal, fährst du schneller. Also mittlere Geschwindigkeit und beim dritten Mal gibt er Vollgas. Die Pfeile nach links und rechts zeigen dann eben an, wie weit du die Wanne drehst. Das mit A und G machen. Ja. Das ist aber nicht in Stufen, sondern schon los.
und dir mit der Taste du praktisch langsamer werden, beziehungsweise jetzt, wenn du stehst, würdest du rückwärts fahren, da gibt es nur eine Fahrstufe, das bekommst du dann da unten angibt. So, wir haben jetzt hier jede Menge Freifläche vor uns, du kannst jetzt einfach mal ein bisschen hier in der Außenansicht durch die Gegend fahren, oder wenn du das nicht möchtest, kannst du natürlich auch. Doch, ich wollte Sie gerade um Erlaubnis bitten, den Panzer auszuführen. Ja, bitte. Also ich fahre jetzt mal. Das ist jetzt im Prinzip, ist klar, ich meine, der Fahrer an sich, der hat natürlich in der Simulation den wohl langweiligsten Job, und da werden sich die Leute nicht drum reißen. Also ist es sinnvoll, dass ich das auch auf eine einfache Art und Weise regeln kann. Wie war es nochmal, Tempo geben? Ja, mit W kannst du die Fahrstufe festlegen. Also jetzt habe ich es. Einmal ist langsam, zweimal ist dann mittel und dreimal ist schnell. Mit S würdest du das Fahrzeug sofort anhalten, würde es sofort stoppen, egal in welcher Fahrstufe er ist. Mit A und D. Ah, die Fahrstufe mit X. Kannst du die, genau, ah, X ist schon. Langsamer werden, beziehungsweise dann wird aus und dann fährst du rückwärts. Cool. So, Sehul schreibt gerade, ich soll das Ding Gassi fahren, das mache ich auch. Gut. Sehr geil. Okay. Dann fahre ich jetzt mal wieder zurück in meine Position. Ja, wir machen das jetzt gleich mal ein bisschen, eines bisschen anspruchsvoller. So. Okay, dann kommen wir wieder schön zurück. Ah, der Falli ist jetzt weg, gell? Ja, der hatte gerade ein technisches Problem, der kommt aber gleich wieder. Kannst du mir noch ausreden, ist er noch bist du noch da, Falli, im Teamspeak? Nee, der ist, der startet gerade seinen Rechner neu. Dann sage ich das nämlich gleich nochmal, weil für den ist es natürlich jetzt gerade eher langweilig. Aber ich bin schwer begeistert, ich muss einfach solche Details wissen. Gut, jetzt sind wir immerhin schon mal gefahren. Und deswegen, jetzt haben wir es 11 Uhr, 1,5 Stunden, cool. Immerhin schon mal gefahren. Ja, ja. In meinen Tests war ich, bin ich hier schon zweimal komplett durchgefahren, aber wir haben ja noch nicht mal richtig angefangen. Aber ich kann dir nur sagen, es scheint nach außen hin jetzt auch nicht langweilig zu sein. Wir haben echt viele Zuschauer und die sind wahrscheinlich genauso interessiert, wie ich das bin, sonst wären sie auch nicht da. Allerdings würde ich nochmal ganz kurz hier meinen Ausbilder bitten, mir für 3 Minuten Zeit zum Austreten zu geben. Dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Dann bin ich in 3 Minuten wieder da. Vielleicht ist der Falli bis dann auch wieder zurück und dann gehen wir weiter ins Eingemachte. Alles klar. Genau, weil der Super Grombi hat mich nämlich gerade darauf hingewiesen, sogar mit 3 Wirbelwinden, dass es mal wieder Zeit wird nach draußen. Vier, mein Gott, ich brauche eine Brille. Oder, das mit dem Rechnen, gell? Der Taktikfuchs ist auch noch da, der weiß, dass ich da anscheinend Probleme habe. Ich mache aus 4 wieder mal 3. Na gut. Wenn ihr gleich noch mit dabei sein wollt, ich bin gleich zurück. Vielleicht hat der Ausbilder Dr. Tod auch noch irgendwas zu erzählen. Dem fällt wahrscheinlich genügend ein. Ich müsste dann muss dazwischen grätschen, dass wir wieder. Ich sehe jetzt gerade hinten am Turm hängen so Körbe. Das ist für Ausrüstung, oder? Persönliche Ausrüstung wahrscheinlich. Genau, oder? Das sind Staukörbe. Ich hatte nur letztens beim Durchlesen gelesen, dass von einem Modell, ich glaube vom 4er aufs 5er, einer der Staukörbe weggefallen ist wegen der Klimaanlage oder so. Oder auf dem 7er. Fand ich ganz interessant. Den haben sie dann. Die Klimaanlage eingibt und ein zusätzliches Aggregat, um die zu betreiben. Da ist einer dieser Staukörbe weggefallen, ja. Ja, interessant. Naja, irgendwo können sie es schon aufhängen. Ich bin gleich wieder da und übergebe hiermit das Kommando an Dr. Tod. In seinem schicken Panzer. Hattest du jemals das Kommando hier? Ich habe auch gerade gedacht. Also seitdem ich im Panzer sitze, bin ich ja untergeordnet hier. Unfassbar, Sinnfall und Inkompetenz. Ich habe auch erst dreimal was anderes geklickt, als sie befohlen haben. Genau, nur dreimal. Hauptfeld tot. Ich halte mich jetzt dran. Bis gleich. Bis gleich. So, Falli ist auch wieder da. Jetzt können wir nämlich das zeigen, was wir eigentlich. Ich muss mit dem Hobby-General mute, glaube ich. Lokal. Es bringt auch. Ungünstig. Dann warten wir einfach einen Moment. Oder so. Genau. Ja, ich liebe Firefox.
Ja, mein Speicher ist auch gerade bei 6,5% voll. Ich weiß ja, warum der so lahm war. Nee, Hartmann, was nicht für Sie tun. Reicht ein Mittelklasse-PC für die Simulation? Definiere Mittelklasse-PC. Also grundsätzlich kann man sagen, je mehr, desto besser. Ich persönlich habe i7 der 8. Generation, also Coffee Lake, 16 GB Arbeitsspeicher und eine Nvidia 1070 Ti. Und damit kommt man sehr gut zurecht. Es geht auch, wenn man ein bisschen weniger hat. Da müsste man dann allerdings Abstriche machen. Kann man Details runterschrauben, Schatten ausmachen. Sowas. Ob man im Panzer rauchen darf? In meinem schon. Nein, natürlich nicht. Nee, mein PC ist keine Mittelklasse, das stimmt. Aber ein i5, so 4. Generation plus, sollte entsprechend passen. Wichtig ist, ordentlich Arbeitsspeicher ist ganz gut. Und wenn man eine gescheite Grafikkarte hat, also eine 1060 oder das AMD-Äquivalent dazu, sollte es schon sein. Ja, eine schnelle Festplatte hilft auch, allerdings nur bei den Ladezeiten. Und davon haben wir hier leider auch jede Menge. Während der Durchführung jetzt nicht, aber immer zwischen den Phasen. So, ich bin wieder da. Ich melde mich zurück zum Dienst. Kannst du mich hören? Ich höre dich, ja. Ja, wunderbar. Ich bin auch wieder da. Der müsste dann bei Gelegenheit nachjoinen, aber wir machen das jetzt hier an der Stelle erstmal fertig. Dann lassen wir den auch wieder mit. Oh, dann mache ich mal ganz kurz, bevor wir da weitermachen, nochmal. Ich muss, es sind auch einige Follows und vor allem der Taktikfuchs hat mir gerade 5 Euro rüber gelunzt. Vielen lieben Dank dafür. Ich habe tatsächlich auch ein konkretes Projekt gerade eben, denn ich spare auf einen neuen Monitor. Auf meinem Stream-Control-Monitor, wo alles läuft, der ist so voll, ich brauche was Größeres. Da spare ich gerade drauf, da kommen die 5 Euro gerade recht. Und jetzt schaue ich nochmal ganz kurz durch. Wer denn in letzter Zeit jetzt hier, wo ist denn das? Nein, ich habe zu viele Fenster offen. Also, der Spielesound ist immer noch zu leise, den muss ich lauter machen. Jetzt ruckelt es auch irgendwie, jetzt komme ich ein bisschen... Der Spielesound ist zu leise. Jetzt habe ich das Maximale drin, was geht. Das heißt, ich müsste dich ganz kurz, pass auf, ich muss dich jetzt quasi... Mit Altera kannst du die Lautstärke im Spiel selber nochmal hochdrehen. Ah, das wird hilfreich sein. Sehr gut. Ja, okay. Okay, ich glaube, das könnte jetzt ganz gut hinpassen. Hoffentlich ist es soweit in Ordnung. Ich kann dich gut hören. Und dann bedanke ich mich noch bei Torrey, beim Büchsenmacher, beim 11 Blofeld 11 oder 11 Blofeld Blofeld. Eigentlich Blofeld. Blofeld, sehr gut. Beim Leopard, Deathtrap habe ich glaube ich schon gehabt. Und beim Xoda, schön, dass ihr dabei seid.
Ich werde sicherlich noch, nachher noch ein paar Worte dazu verlieren und da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, der sich darüber freut, sondern ja, viele aus meiner Community. Der Dr. Tod freut sich, glaube ich, auch über jeden, der neu dazukommt, denn jeder, der hier mit reinschneit, hat potenziell die Chance, ein weiterer Steel Beasts Kommandant zu werden. Sehe ich das richtig? Ein weiterer Panzerkommandant. Genau. Ein weiterer Panzerkommandant. Sehr schön. Ja gut, dann würde ich sagen... Ja, ist natürlich jetzt hier auch schön, das mal ein bisschen öffentlich zu zeigen auch. Vielleicht findet ja der ein oder andere Gefallen dran und kann auch die Community, die wahrscheinlich ja nicht so groß ist, aber das ist ja bei vielen Wargames und Simulationen so. Ja. Machen wir weiter, würde ich sagen. Gut, dann wie das Ding bewegen kannst, hast du jetzt hoffentlich zu Genüge ausgehört. Ja. Okay, du siehst vor dir Waldkante. Etwa 200 Meter. Ja. Alles klar, rechts davon so Stellung beziehen, dass Richtung Nord bis Nordwest überwacht und gewirkt werden kann. Ausführung Marsch. Ich habe jetzt hier irgendwie gerade das akustisch leider nicht genau verstanden. Okay, ich wiederhole. Ja. Rechts an der Waldkante so Stellung beziehen, dass Richtung Nord bis Nordwest überwacht und gewirkt werden kann. Ausführung Marsch. Gut, jetzt. Ich bin jetzt mal auf dem Kommandantenplatz und fahre jetzt das Fahrzeug mal von hier oben. Ich habe jetzt allerdings hier keinen Kompass, ist das richtig? Das ist richtig, du hast auch keinen Kompass, du brauchst auch keinen Kompass. Na, ich müsste jetzt erstmal gucken, wie ich Nordwest wirken kann. Ah, okay, das habe ich nicht erklärt. Mhm. Unten rechts hast du neben deinen Fahrstufenanzeiger, ja, links davon... ist noch so ein roter stilisierter Panzer. Ja, sehe ich. Das Ganze ist sozusagen als was Ersatz auch gedacht. Also, oben ist Norden, unten ist Süden, rechts ist Osten, links ist Westen. Ja, wenn du den Panzer drehst, siehst du auch, wie sich die Wanne in diese Richtung dreht. Ja, sehe ich. Ich hoffe, ich fahre jetzt noch zur richtigen Waldkante, die du gemeint hast. Nee, das ist die falsche. Aha, es gab viele Waldkanten. Also die links von mir, die Waldkante. Genau, hier vorne die einfach. Weiter, das heißt, ja, weiter. Noch nicht ganz zurecht mit der, wo der Turm gerade ist. Ja, wie gesagt, das braucht dich auch erstmal nicht großartig stören. Fahr das nicht erstmal dahin. Also nach Nordwesten hast du gesagt, gell? Nord bis Nordwest, genau. Ja. So, und jetzt ist ja hier so eine Hügelkante, also musst du so weit vorfahren, dass du über diese Hügelkante drüber gucken kannst. Das ist jetzt hier der kleine. Das kann schon lang reichen. Ja, das reicht auch, genau. Jetzt bist du nämlich schon in einer sogenannten teilgeteilten Stellung. Ja. Jetzt ja. Rechts von dir. Das heißt, von vorne würde man jetzt deine Wanne mehr sehen. Nur noch den Turm. So, jetzt ist es so. Jetzt möchte ich, dass du links von diesem Wald auch in Stellung gehst. Nicht auch, sondern du jetzt links von diesem Wald in Stellung gehst. Kommst du dahin. Üblicherweise wird man sagen, ich drehe einfach die Wanne 90 Grad nach links. Drei Bretter hier um den Wald rum, am besten vorne. Ich würde rückwärts fahren. Querfahrt vom Feind ist ganz so. Sogenanntes Panzer Y. Wir weichen zunächst rückwärts aus der Stellung aus und verschieben uns dann hinter dem Wald auf die linke Seite davon. Sehr gut, das kommt mir bekannt vor. Also Ausführung, oder? Genau. Dann jetzt links von dem Wald so Stellung beziehen, dass Richtung Nord bis Nordwest gewirkt und überwacht werden kann. Ich meine, das ist jetzt eine Vorgehensweise, die uns Wargamern jetzt natürlich nicht fremd ist. Erstmal mit der am stärksten gepanzerten Seite zurücksetzen, bis wir aus dem Wirkungsbereich des Feindes raus sind. Das sollte jetzt hier schon reichen. Kannst jetzt schon eindrehen. Kannst ja so ein Y im Prinzip fahren. Ne? Ah, ich sehe immer noch... Man sieht tatsächlich schlecht von der ich bin ja... Ich sitze jetzt quasi in der, im Turm oben... raus und ich sehe relativ schlecht, wo meine Wanne steht. Das ist ja interessant. Ja, wie gesagt, das hast du dann eben im Prinzip unten rechts diesen Anzeiger. Und wenn du dich bewegst, siehst du das ja auch. Rückzug kennt der General nicht, schreibt hier der Schneehartmann. Ja, manchmal macht es den Eindruck. Ich kenne es, ich kenne es aber ganz gut. Und ich fahre meine Panzer in Combat Mission auch immer erst rückwärts aus der Deckung, in Deckung und verlege dann. So. Rechts eindrehen. Okay. Kannst du auch zwischen den Bäumen durchfahren. Ich versuche bloß nicht in die Bäume zu stoßen. Ja, das wäre gut, weil dann kann es sein, dass ich immer den Kopf stößt und das ist nicht so günstig. Jetzt gab es hier ein knarzendes Geräusch.
So, also ich stehe jetzt hier zwischen den Bäumen. Genau. Damit haben wir jetzt auch schon einen Stellungsweg gemacht. Gut. Ganz kurze Frage mal im Stream. Laggt der Stream irgendwie? Ich habe jetzt irgendwie so den Eindruck, dass jetzt immer wieder mal Meldungen kommen. Vielleicht ist mein System... Bei mir laggt's ziemlich, aber... Ernsthaft? Also, Frame Drops oder wie? Dr. Tod, wenn du es siehst, hab ich Frame Drops oder? Ja, ich kann es halt schlecht sagen. Sieht halt aus, als würdest du mit maximal 10 FPS spielen oder so. Weil das Spiel kommt nämlich bei mir komplett flüssig an, also eigenartig. Ja, vielleicht ist doch, ich muss vielleicht doch, ja, keine Ahnung. Leider schon doch ein bisschen anspruchsvoller das Ganze, ja. Ja, nee, also mein Rechner, auf dem das Spiel läuft, läuft einwandfrei. Ja. Aber anscheinend gibt es hier Probleme. Ich mach mal was anderes noch zu. Vielleicht hilft mir das. Nee, das hilft mir nicht. Das mach mal zu. Ja, das sind jetzt eben die kleinen Unwägbarkeiten, die ich hier so hab. Also irgendwie relativ viel. Vielleicht wird es jetzt besser. Mal gucken. Weil dann tut es mir sehr leid für die Qualität des Streams. So, also, ich bin jetzt in der Position. Warten Sie. Genau, jetzt haben wir im Prinzip schon mal einen Schusswechsel gemacht. Dann weißt du, wie das im Prinzip vor sich geht. Ja. Gut, ich würde vorschlagen, wir bewegen uns jetzt mal so langsam auf die Schießbahn und werden hier mal die kühle Morgenluft mal ein bisschen heiß werden lassen und schießen mal ein bisschen. Gerne. Ja? Ja. Gut. Nochmal ganz kurz hin. Ich würde sagen, vorher. Ja. Ja. Ich nochmal, also an Chat, das hat nichts, dass es jetzt anscheinend so laggt. Das Spiel läuft flüssig, also es liegt nicht am Spiel, sondern es muss irgendwo bei mir liegen, das Problem. Nicht, dass ihr dann falschen Eindruck gewinnt, denn das Spiel läuft sauber flüssig bei mir. Gut, mal gucken, vielleicht fängt er sich wieder. Ich habe das Gefühl, dass mein Rechner hier gerade ein bisschen an die Grenzen kommt. Du brauchst diesen Server mit 4 CPUs, a 10 Kerner. Ja, ja, ich brauche auf alle Fälle was. Ist zu viel offen hier. Jetzt holen wir erstmal den Falli wieder dazu. Ja. Der fährt dich dann nämlich am besten. So, jetzt ist nämlich wieder das Problem, wir haben kein Spiel. Nachjoinen ist möglich, ist aber etwas kompliziert. Ich muss jetzt die Sitzung pausieren. Ja. Dann kann ich nochmal. Für alle. Dann kann ich momentan noch mal ein bisschen hier gucken. Ich sehe, ich habe hier Netzwerkprobleme mit der Geschwindigkeit, wie mein Signal rausgeschickt wird. Das verursacht das Laggy wahrscheinlich. Ja, Lenny, okay. Go, ich benutze OBS. Aber normal habe ich nicht solche Probleme. Aber heute irgendwie ziert sich es ein bisschen. Also ihr kennt ja meine Streams auch. Normalerweise, glaube ich, sind die nicht so lahm. Naja. Ja, er meldet mir auch ständig übersprungene Frames. Gut, wir sind im Pausemodus. Okay. Genau, jetzt habe ich hier den Assistenten zum späteren Beitritt ausgeführt. Das heißt, ich habe jetzt hier so eine Art den Versammlungsraum nochmal eröffnet. Und der Falli kann jetzt da sich das aktuelle Szenario zum aktuellen Stand muss er sich jetzt runterladen. Mhm. Weil er hat das Szenario zwar, aber er weiß ja nicht, wo die Panzer stehen und sowas. Und sollte jetzt eigentlich gleich wieder bei sein. Lädt schon. Jawohl. So, ja. Also die Leute bestätigen, es ist ein bisschen komisch heute mit meinem Stream, aber ich sehe es gerade, ich habe tatsächlich irgendwie spinnt mein Internet ein bisschen. Meine Leitung gibt heute nicht so viel her und ich sehe, dass die ab und zu unter die 6000 runtergeht, was der Stream rausschickt und deswegen gibt es wahrscheinlich gerade diese kleineren Probleme. Naja, wie gesagt. Habe ich auch eine super Idee, ich habe einen super Vorschlag. Also wer jetzt natürlich an diesem tollen Gewinnspiel teilnimmt, ja, der kann sich das natürlich einmal live angucken und schauen, ob das bei ihm auch so ruckelt, wie jetzt hier in dem Stream, oder das bei ihm läuft. Oder wer leider leer ausgeht bei diesem Gewinnspiel, in 2 Wochen können wir, glaube ich, auch noch 1 oder 2 Lizenzen, können wir da vielleicht, ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber vielleicht können wir da die auch noch verlosen. Und vereinzelt, cool, wenn einzelne Leute sich das gucken wollen, so wie der Hobbygeneral, der hat sich das ja jetzt auch nicht gekauft. Der spielt das jetzt mit einer Lizenz von mir sozusagen, die er sich ausgeliehen hat. Dann
sollte das auch möglich sein. Also wenn ich jetzt 25 Anfragen kriege, ich will das mal ausprobieren und so, dann wird das nichts. Aber wie gesagt, so vereinzelt kann man da auch mal das so machen. Das am besten über den Discord dann bei uns, gell? Genau. Ja. Das ist einfach. Also ich habe jetzt hier noch... Ist jetzt da? Ja, ist geladen. So, Moment, fertig. Und jetzt sollte es auch fortgesetzt werden. Sehr gut. Ich vermisse schon das Motorenbrummen. Da ist es wieder. Ja. Gut. Klar. So, Falli? Ja. Alles klar, dann gehen wir auf den 1-2, also auf den 1 und dann als Fahrer. Sitzt. Wunderbar. So, du kannst jetzt wenn du jetzt hingehst und mit den Tasten W, A, S, D und X, kannst du das Fahrzeug jetzt nicht mehr selber steuern. Weil der Falli da sitzt. Der Fahrerplatz jetzt besetzt ist durch einen Bediener. Mhm. Was du aber machen kannst mit diesen Tasten, du könntest ihm Kommandos geben. Ja? Wenn okay. du jetzt B drückst, dann hört der unten Fahrer Vorwärtsmarsch oder sowas. Ich probiere das mal eben. Du selber hörst es wahrscheinlich nicht. Verstanden. Ah ja, genau, okay. So. Und da Fahrer du langsam. Kommando gegeben hast, mach es auch. Musst du jetzt S drücken oder sagst ihm halt steht. Einfach. Danke. Alles klar. So, ich geh mal davon aus, im Panzer verzichten wir auf Bitte und Danke. Ja. Ja. Hier ist Befehl und Gehorsam. Gut. Gut. Okay, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir hatten ja vorhin schon mal die Formation oder die Entfaltungsform der Kette links kennengelernt. Wir machen jetzt mal eine andere Form der Entfaltung, nämlich die Reihe. Das ist relativ simpel. Alle Panzer fahren direkt wie an einer Perlenschnur aufgereiht hintereinander her. Und zwar verlegen wir jetzt in Reihe zur Schießbahn. Dazu ich voraus, du fährst einfach hinterher. Ja, wenn ich irgendwo ab, sage ich vorher Bescheid. Lass ein bisschen Abstand wegen der Staubke. Es ist hier ein bisschen sehr staubig, auch wenn es vorhin geregnet hat. Gut, dann sage ich einfach mal Vorwärtsmarsch. Gut, Fahrer dem Fahrzeug folgen bitte. Der hat schon wieder bitte gesagt. Ja, Fahrer dem Fahrzeug folgen. Dem unser Kommandant. Ja, ja. Noch sehe ich ihn nicht. Ja, ich bin hinter den Bäumen schon. Verschieb dich mal ein bisschen nach links. Du fährst jetzt selbstständig, Falli, dahin, gell? Ja, schauen wir mal. Oder brauchst du Anweisungen von mir? Nee, du musst rechts eindrehen. Fahrer, halt. Rechts, ja, rechts. Norden. Durch die Bäume durch da. Sehe ich ihn auch nicht mehr. Ich bin auf deiner 2. Fahrer rechts. Ich stehe jetzt. Da rauscht ruhig der Panzer. Ist gleich auf meiner Höhe. Da ist er. Alles klar. Jetzt siehst du mich aber, oder? Falli, du kannst ihn sehen, oder? Doch, ist er auf dem Weg? Jetzt auf dem Weg. Bin jetzt auf deiner 11 Uhr. 200 Meter oder 150 Meter. Aha. Ja, ich bin noch nicht wirklich hilfreich. Jetzt bin ich auf deiner 12. Bist du auf der Straße? Nein, ich stehe direkt im Geländer. Fährst gleich direkt auf mich drauf. Noch knapp bei 150 Meter, direkt geradeaus. Siehst du ihn jetzt? Ich stehe direkt vor dir. Na, das ist ja hervorragend. Vielleicht 50 Meter. Warte mal. Dreh mal ein bisschen nach rechts. Die Wanne nach rechts drehen, dann müsstest du ihn eigentlich sehen. Nee, ist schon vorbei, jetzt nehme ich nicht mehr. Nee. Wie gesagt, ich bin direkt 20, 30 Meter vor dir. Aber vielleicht, ich kann ja mit WASD den Panzer auch selber steuern. Vielleicht kann der Falli ja noch mit dem anderen Panzer nachrücken, dann haben wir noch ein bisschen mehr. Okay, dann können wir mal Fahrer. Wäre jetzt mein Vorschlag. Auto entlassen. Ich übergib dir den Rohr. Befehlsgewalt übertragen an Falli. Soll es ihn jetzt haben?
Perfekt. Alles klar. Und du kannst aber selbstständig nach Lima Delta verlegen. So, wir fahren jetzt hier rechts auf dem auf der Betonpiste. Aber ist ein schneller Weg. Nicht so schnell. Was macht denn der Spitze eigentlich, der Leo? Das kommt drauf an. 70, 75 auf Straße. Ah, okay. Gelände weniger. Lieber Chat, ist es jetzt ein bisschen besser geworden mit dem Ruckeln? Weil, wie gesagt, das Spiel ruckelt bei mir kein Stück. Das stimmt nicht, das ist nicht richtig. Mit S hält er sofort an, mit X geht er die Fahrstufen runter. Okay, also die Frames haben sie jetzt auch wieder erholt irgendwie. Habe ich wieder was gelernt. Wie gesagt, ich mach's noch nicht so lange. Mein Equipment ist auch ein wenig angegraut, so wie mein Bart. Aber nach und nach. Du bist jetzt schon da. Ja. Hier links ist der Kompaniechef. Und du gehst jetzt links von mir in Steuerung. Ich nehme den Wolf, mit dem kann ich fahren. Da habe ich einen Führerschein dafür, einen B-Umschreiber. Vor uns sehen kannst. Oh. Befindet sich Warte da. Mal. Ja, stehe ich aber. Ein Stück nach rechts. Nein, nach rechts. Noch ein kleines bisschen, noch ein bisschen. So ist gut. Da muss ich jetzt echt cheaten und in die Außenperspektive gehen. So sehe ich es, ja. Okay. Dann gehe ich so jetzt mal. So. B-Umwerfer. Was? Der B-Umwerfer. Ja, aber. Fuchs. Der okay, B-Umwerfer. So, vor uns siehst du jetzt. Vielleicht SPZ Marder, das ist der Alpha-Zug der 5. Kompanie, die da bei einer Schießausbildung sind, aber offensichtlich haben sie alle Munition schon. Haben wir zu lange gebraucht. Ah, da vorne sind die Marder, ja genau. Sagt ihr ab und zu, schießen sie noch? Ich höre von links irgendwas schießen. Nee, das sind die vor uns. Sonst ist hier nichts auf der Bahn. Das sind die vor uns. Ja, darf ich mir auch? Der Fall ist asynchron. Irgendwie müssen wir dann leider doch auf ihn verzichten, so aussieht. Er sagt bei uns, bei ihm stehen die Panzer noch da vorne. Okay. Naja. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Wir ziehen jetzt unser Ding hier erstmal durch. Genau. Wie geplant. Gut, so, wir melden uns jetzt erstmal der Schießbahn an. Ich muss mal ganz kurz im Chat, weil der Supergombi fragt, was der B-Umwerfer ist. Das war nur ein Scherz, weil ich hab's mal geschafft, einen Wolf aufs Dach zu legen während meiner Bundeswehrzeit. Allerdings nur auf Befehl. Also mein Stufz hat mir befohlen, da zu fahren. Ich habe gesagt, es geht nicht. So, Dr. Tod, weiter geht's. So, entschuldige. Sendeverbot, Empfangsbereitschaft. Ja. Bravo, hier Leitung. Verstanden. Derzeitig gehalten. Feuerverbot, Ende. Wir sind jetzt... Was denn? Du hast das jetzt gehört, ja? Ich habe es gehört, ja. Ich wollte dich gerade fragen, was das ist genau. Also wir reden jetzt quasi mit der Standortleitung oder mit der Schießbahnleitung, die uns hier Freigaben gibt. Aber die Voice, ist es eine Mod oder? Nein. Aber die solltest du kennen, die. Also es hat sich mal ganz kurz so angehört. Eine zumindest. Eine kennst du bestimmt. Ja, aus Combat Mission. Aus irgendeiner Combat Mission Mod? Nee? Nee. Eher so Richtung Battle of the Bulge. Battle of was? Battle of the Bulge.
Ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ist es dieselbe Stimme, ja, oder dann wie? Hör gleich noch mal. Ja, mach ich. Die redet bestimmt gleich nochmal. So, da sind die Marder. Ja, ich würde jetzt auch gleich melden, wenn sie da in ihrem Bereitschaftsraum sind. Aber das, was jetzt da gemacht wird, ist geskriptet quasi, oder? Ja, das ist alles geskriptet. Ja. Aber so das Voice, wie es jetzt da ist, ist im Spiel drin und kann über die Skripte angesteuert werden. Nee. Nein. Bravo, Ihr Leitung. Schießbahn frei. Beginnen Sie Einweisungen. Melden Sie klar zum Gefecht. Ende. So. Aber hast du nicht erkannt, oder? Also es hört sich an wie der Taktikfuchs. Ist er das? Nee. Natürlich ist er das. Ja, krass. Habt euch dann kleinen. Habe ich nämlich dieses Voice Acting für mich zu übernehmen. Und, ja, super. Das ist natürlich jetzt hier so nicht drin. Ich habe das jetzt hier reingemacht. Ja, geil. Und Alpha ist übrigens dein Marineminister, ne? Ach, den habe ich aber, glaube ich, nicht so oft gehört. Ja, interessant. Ja, vielen lieben Dank. Das ist ja eine nette Überraschung. Also, wenn ich jetzt Geburtstag hätte, würde ich sagen, vielen Dank für das liebe Geschenk. Ja. Der Fuchs. Hat sich da wieder reingefuchst, ist er gesagt. Jetzt haben wir den Nebel, damit du dich zu Hause fühlst. Jetzt haben wir die Schnur, dass du dich wie zu Hause fühlst. Ja, cool. Alles wunderbar. Und die sind halt deswegen hier drin, weil ich sie hier reingemacht habe. Ja, kann schön. Bestimmte Ereignisse mit Audiodateien hinterlegen. Ist ein bisschen viel Arbeit gewesen. Vor allen Dingen, weil ich auch wollte, dass es entsprechend sich so anhört wie Funk. Und es ist ein bisschen leiser, aber... Total gut. Ja, es ist bei mir relativ leise. Ich bin jetzt aber richtig gerührt, muss ich sagen. Gut, super Idee, geil. Das freut mich, dass es dir gefällt. Wie gesagt, die Leitung wird ein paar andere Sprüche jetzt von uns machen, von sich geben. Gut. Jetzt sind wir hier erstmal bei unserer Einweisung. Im Prinzip, wir kommen jetzt im Prinzip feuern. Ja, also aktuell sind noch keine Ziele da. Mhm. Wir schießen jetzt einfach mal sinnlos irgendwie in die Walachei. Gehst mal bitte auf den Richtschützenplatz mit F6. Und dann in die, sofern noch nicht stehen, in das HZF mit F2. Das müsste dann, ich bin im HZF, genau. Genau, am besten den Tagkanal, wäre dann die Plus-Taste auf dem Nummernblock. Jetzt muss ich nochmal abschließen. Plus, ja, warte mal. Tagkanal. Alles klar? Genau. So, und dann richten wir einfach mal ein Ziel an. Und zwar auf der linken Seite, so halb links, befindet sich ein rotes Haus am Bergkamm. Rote Holzhütte. Fernung ja, sehe ich. Gut, okay, da einfach dann mit dem Lasermesskreis oder mit der Optik genau drauf und dann drückst du die rechte Maustaste. Entfernungsmessung, Laser. 1560 genau. Meter. Genau. Feind erkannt auf 1065 Meter, rotes Haus. Jetzt schießen wir bitte nicht auf das rote Haus, das braucht nämlich vielleicht noch irgendwie zur Ansprache, sondern wir nehmen jetzt mit dieser Entfernung einfach den Busch, der rechts daneben ist. Das ist rechts so ein Busch neben. Ja, sehe ich. Genau, dann schießt du einfach A und schießen tust du einfach im Prinzip, ne? Einfach Ziel Mitte, Leertaste. Und dann siehst du, geht das genau dahin. Ja. So, würde da jetzt ein gegnerisches Fahrzeug stehen, wäre das jetzt hoffentlich kaputt. So, jetzt haben wir, Maschinengewehr auslösen wäre auf was? Maschinengewehr müsstest du umschalten erst von der BK, also Bordkanone, auf Maschinengewehr, das ist mit der Taste M wie Mike. Dann siehst du auch oben rechts, steht da nicht mehr DM53, sondern 7.62x51mm. Ja. Und dann kannst du kannst natürlich jetzt auch auf 1000, knapp 1600 Meter mit dem Maschinengewehr schießen. Normalerweise ist das außerhalb der Bekämpfungsreichweite, also Lafettiert macht das MG3, weißt du es noch? Auf, also 800-900 Meter würde ich jetzt sagen, war so das. Lafettiert 1200 maximal. Ja. Also als groben Anhalt kann man sagen, bis 1000 Meter auf jeden Fall und darüber wird es schwierig. Aber zum Gucken, wie gesagt, einmal M drücken und dann kannst du auf jeden Fall da auch auf die Entfernung schießen oder du suchst dir ein Ziel, was irgendwie näher ist. Hier vorne ist ja irgendwie Hügelkante. Ah, schön, aber es ist. Geil. Gibt hier leider einen kleinen Bug, ich sehe es nämlich nicht und höre es nicht.
aber da muss ich noch mal ein bisschen gucken. Also ich sehe es, schlägt auch ein und die Geschosse müssen ganz schön lange fliegen, bis sie da mal ankommen. Ist auch logisch auf die Entfernung. Ja. Wichtig ist, geil, wenn du mit dem MG feuerst, ja, auch wie in der Realität, kein Dauerfeuer. Ja, also längeres Halfen ist okay. Kurze Feuerstöße. Mhm. Aber Feuerstöße und nicht irgendwie Dauerfeuer, ansonsten hast du ganz schnell das Rohr überhitzt und dann musst du einen Rohrwechsel durchführen und das ist im Panzer kein Spaß. Ist auch simuliert hier, ne? Also ich sag das jetzt nicht einfach so, sondern es ist hier auch so simuliert. Das Überhitzen? Genau. Schau mal ganz kurz, so. Ich mach noch mal ganz kurz. Ich habe gerade die Verlosung noch mal neu aufgemacht. Es gab noch eine, die es gerade probiert hat und die Zeit war schon abgelaufen. Ihr könnt euch jetzt gerne noch mal an der Verlosung teilnehmen. Ja, Jan, genau. Ich hab's ja gerade noch mal kurz aufgemacht, weil gerade eben sind wir ja noch hier mittendrin und machen wir dann so in der Viertelstunde machen wir die Verlosung. Wer jetzt noch dran teilnehmen möchte, kann das gerne noch tun. Die Verlosung ist noch mal geöffnet. So, entschuldige, Dr. Tod. Ja, kein Problem. Also wie gesagt, auf stehende Ziele. Laserentfernung messen mit der rechten Maustaste und dann einfach Zielmitte anrichten, Leertaste drücken, Feuer, mhm, läuft. Bei beweglichen Zielen ist das jetzt ein bisschen schwieriger. Gibt es da irgendwie einen Vorhalterechner oder so, oder? Genau, es gibt den sogenannten dynamischen Vorhalt. Das Prozedere ist im Prinzip, ich habe jetzt hier leider gerade kein bewegliches Ziel, das kommt dann später, aber du könntest jetzt hingehen und könntest dir einfach mal einen imaginären Panzer oder Fahrzeug auf einer dieser Querstraßen, ja, denken. Ja. Du würdest praktisch Zielmitte immer mitrichten, dass dein Lasermesskreis immer in Zielmitte ist. Ja. Und dann den Laserentfernungsmesser drücken, also rechte Maustaste, dann hast du die Entfernung. Ja. Dann drückst du die mittlere Maustaste und hältst die gedrückt bis zur Schussabgabe. Die mittlere. Da schaltet bei mir. Ist der dynamische Vorhalt. Okay, weil da schaltet dann kurz mal, da steht ja vorne ein F. Für was steht das F nochmal feuerbereit, gell? Das F ist, genau, dass er entsichert ist, die Waffe. Und wenn ich dann auf diesen mittleren Mausbutton drücke, dann springt der kurz auf 0 und ist dann wieder auf F. Ja, das ist so völlig legitim. Ja, zugeschossen? Ja, du hast ja gesagt, ich soll das mal ausprobieren. Okay, jetzt hast du aber hoffentlich gesehen, wenn du da mitrichtest, dass das Ding genau trotzdem da einschlägt, wo du den haben wolltest. Ich habe tatsächlich keinen Einschlag gesehen, aber es liegt vielleicht daran, dass ich vorher mit dem Messgerät... Ich schieße jetzt noch einmal in die Prärie, einmal geradeaus. So, okay, jetzt habe ich es gesehen. Jetzt probiere ich es nochmal mit dem Vorhalten. Und was wolltest du mir gerade sagen, dass es nicht klappt so? Doch. Das klappt so. Ja, der Schuss schlägt schneller ein, als dass ich mit der Optik wieder was sehen kann. Die wird nämlich... Ja, okay, du bist im TAC-Kanal, gell? Also vielleicht ja, in dem Falle ganz gut mal den WBG-Kanal. Okay, ich habe den WBG-Kanal jetzt an, das probiere ich jetzt mal. Das am besten kleine Seefeld, ja, also die maximale Vergrößerung. Ja, Entfernung gemessen. Entfernung messen, die Maustaste gedrückt halten, Schussabgabe. Ah, jetzt sehe ich es auch besser, ja. Bevor halt automatisch eingerechnet wird. Okay, jetzt sehe ich es auch besser. Genau. Gut, super. Alles klar. So, jetzt haben wir natürlich jetzt wieder Munition verschossen. Also, was machen wir da? Erstmal umladen. Erstmal umladen, das war oben irgendwo Fahrzeug. Umschalttaste und Bild nach unten. Also Shift, Bild nach unten. Ist es umladen? Und ja, wo wär's oben im Menü? Fahrzeug, oder? Munition umladen und dann genau, alle. Fahrzeug, Munition, und kannst dann entweder die entsprechende Munition wählen, aber wir wollen jetzt mal alles nachladen. Schauen wir uns das mal an, jetzt dreht sich der Turm hier um. Genau, Ladestellung, ne, hatten wir schon. Mhm. Haben normalerweise macht man das halt nicht jetzt irgendwie mitten im Gefecht in unserer Stellung, sondern suchen uns dann ein schönes Plätzchen dafür, ja, wo klar, wir ungestört sind. Und die Geschwindigkeit, wie lange es jetzt dauert, entspricht dem, was es in der Realität auch so grob mal so wäre, oder? Es ungefähr, ist also nicht, ja, es ist also nicht irgendwie ein fiktiver irgendwas, sondern... genau. Auch die Nachladezeit des Ladeschützen, der ja nicht dargestellt ist, sondern nur als so simuliert wird, ja, ist ein, sagen wir, ordentlich ausgebildeter Soldat der Bundeswehr, der schafft das auch mit dieser Geschwindigkeit. Okay.
Und aber natürlich auch die anderen Werte, sowas wie Drehgeschwindigkeit vom Turm und sowas, ist natürlich dann auch sehr nahe dran. 100% wie im Original. Gibt es denn dann eigentlich zwischen der PE-Version, also der Personal Edition, und ich sage jetzt mal der militärischen Vollversion, gibt es da eventuell Unterschiede? Ich sag mal, vielleicht doch das ein oder andere militärische Geheimnis, was Mündungsgeschwindigkeit irgendwas angeht, dass das vielleicht in der PE-Version runtergedampft ist? Weißt du da irgendwas zufällig? Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich selber keinen Zugriff auf die Professional-Version habe. Ja. Was ich weiß, ist, dass es zum Beispiel in der Professional-Version, also es gibt hier auch, werden wir nachher auch noch sehen, es gibt auch Infanterie, ja, und es gibt auch Zivilisten, es gibt auch Frauen, ja, schön ja. Von Arma 3, da gibt es bis heute noch keine Frauen, und ich weiß zum Beispiel, dass es in der Professional-Version auch Modelle von Kindern gibt, die gibt es in der PE-Version nicht. Ja. Es gibt auch in der Professional-Version Klappfallanlagen, also das, wo man üblicherweise eine Übung durchführen würde mit Klappfallscheiben. Gibt es in der Professional-Version, die haben wir in der PE-Version auch nicht. Das heißt, wir sind hier in der PE-Version immer dazu gezwungen, mehr oder weniger auf tatsächliche Fahrzeuge zu schießen oder eben auf Häuser oder sonst was. Das ist irgendwie eine eigenartige Entscheidung, dass man die Klappfall... Man würde eher erwarten, dass die Klappfallscheiben gehen und das andere nicht. Ja, die Philosophie dahinter weiß ich jetzt nicht so genau. Die ESIM Games meint halt, Privatanwender brauchen keine Klappfallscheiben. Mhm. Und es gibt halt so ein paar Sachen, die einfach in der Professional-Version funktionieren, und das, was in der Professional-Version nicht funktioniert, wenn ich Military Contractor bin und sage, ich will das drinne haben, dann sagt ESIM Games, bezahl mir das und ich mach dir das rein. Ja, ist klar. Egal, was es ist. Ne? Es sind doch ziemlich viele, viele Armeen weltweit, die Steelbeasts Pro benutzen, gell? Also ich weiß es, mit Sicherheit weiß ich es von den Spaniern, ich weiß es von Dänemark, ich weiß es von Österreich. West Point fällt mir jetzt noch ein, das habe ich auch gelesen. West Point setzt es auch irgendwie ein, also ja. Die Militärakademie. Ja, Australien setzt es auch ein. Schweden glaube ich auch. Die Niederlande müssten es auch einsetzen. Chile setzt es ein. Und ich habe letztens sogar ein Video durch Zufall entdeckt. Scheinbar setzt Griechenland es auch ein. Ah ja, wer es nicht, bevor jetzt die Frage kommt, nein, die Bundeswehr ist kein Kunde von ESIM Games, die setzen das nicht ein. Die bezahlen lieber den teuren Simulator von Rheinmetall. Mhm. Wie groß ist das Spiel eigentlich im Umfang vom Download her? Ist nicht so groß, ja, glaube ich. Mit der neuen Version ist es jetzt ein bisschen größer geworden, weil, wie gesagt, die Auflösung der Kartendaten größer geworden ist um Vielfaches. Deswegen hat man das getrennt. Es gibt zwei Pakete. Einmal die eigentliche Simulation, und das sind etwa 3,5 oder 4 GB, glaube ich, zum Runterladen. Und das Kartenmaterial mit nochmal 13 GB. Das ist relativ viel. Okay. Aber gut, im Vergleich zu modernen AAA-Titeln ist es jetzt auch nicht so tragisch. Ja, wie machen wir weiter? Ja, wir schießen jetzt. Du hast jetzt Umladen abgeschlossen, das heißt, ja. Ich melde jetzt klar zum Gefecht. Ich gehe jetzt zu erzählen hat. Ich gehe jetzt als Richtschütze rein, oder? Genau. Du bleibst in deiner Richtschützensicht. Jetzt habe ich natürlich eine Sache nicht gemacht, die normalerweise macht, ne? Nämlich Zielansprachen bzw. Überwachungsbereiche einteilen. Ja. Wir haben die ganze Schießbahn, das heißt, an der linken Grenze ist die Waldkante links. Jetzt warte mal, ich muss tatsächlich jetzt erstmal in den Kommandantensitz raus, damit ich mir das mal angucke im Groben, weil die. Na, wo muss ich jetzt hin? Weil die Sicht durch die Optik ist natürlich sehr, sehr begrenzt. Ja. So, jetzt nochmal ganz grob, sag mal genau. Wo ist mein Überwachungsbereich? Dein Überwachungsbereich ist die komplette Schießbahn. Also von der Waldkante links bis ja. Kante rechts. Ja. Ist es dann sinnvoll, jetzt auch für die Situation jetzt, dass ich zuerst, ich sag jetzt mal, im Kommandantensitz sitze und das größere Feld beobachte und dann quasi zum Richtschützen rüberwechsel, wenn ich dann was erkannt habe? Ich kann mir gerade schwer vorstellen, jetzt habe ich ein Ziel erkannt. Durch Zufall wahrscheinlich. Ja, genau. Kannst du sie denn identifizieren? Das ist ein Schützenpanzer, ein russischer BMP oder sowas wahrscheinlich. Ich kann es von vorne schlecht erkennen. BMP 2 ist es. BMP 2.
Ja, weil die Sache ist natürlich jetzt die, ich habe natürlich jetzt hier in der Zieloptik ein sehr, sehr eingeschränktes Sichtfeld. Das heißt, wenn sich das was bewegen würde, wäre normalerweise der Kommandant dazu da, zu sagen, pass auf, wir haben hier Ziel aus so und so viel Uhr. Oder sehe ich das falsch? Ja und nein. Also im Prinzip, da der Kommandant und der Richtschütze unterschiedliche, voneinander unabhängige Optiken haben, ja, überwachen sie normalerweise nicht denselben Bereich. Ja, das heißt, der Richtschütze hat einen Bereich, den er beobachtet, und der Kommandant hat einen Bereich, den er beobachtet. Und die Okay. unterstützen sich gegenseitig. Ja, also der Richtschütze meldet dem Kommandanten, wenn er was aufgeklärt hat, und umgekehrt. Ja, weil ich bin jetzt gerade mal hier auf dem Kommandantenplatz und schaue hier durch die, wie heißt das Ziel von oben am Kommandantenplatz? Das Tim oder Das, Deri. nee, ich bin oben aus dem Turm raus, glaube ich. Nicht auf dem Tim, sondern. Ja, wenn du einfach oben rausguckst, ist es einfach über das, also das Nee, Doppelfernrohr. warte. Wo bin ich denn hier? Weiß es nicht. Schaue ich gerade. Ich habe noch die Tastatur. Wenn ich am Kommandantenplatz sitze, habe ich vor mir direkt das Tim und links habe ich was, wo ich durchschauen kann. Genau, das ist das Peri. Das Das ist Peri. Periskop. Alles klar. Genau. Weil mit dem habe ich ein relativ großes Sichtfeld und ich kann ziemlich gut bewegende Feinde und sowas erkennen. Also Ja. ich kann hier relativ schnell sehen, wo was ist. Als Richtschütze habe ich einen so eingeschränkten Sichtbereich, dass ich ja eigentlich gar nichts sehe. Ja, du Also. hast genau denselben Sichtbereich, wenn du in den WBG-Kanal bist und das große Seefeld wählst. Dann hast du Ja, auch vielleicht. einen großen. Das ist eigentlich auch genau dafür gedacht. Du bist eigentlich im großen Seefeld, im WBG, und du siehst, irgendwo leuchtet Ach was. ja, okay, ich war im Und dann falschen. kannst du auf den Tagkanal wechseln, kannst du identifizieren. Ja, ich war auf dem falschen. Ich war auf dem. Ach so, so läuft es quasi ab. Also erst quasi im WBG, um irgendwas zu entdecken und dann im Tagkanal vielleicht zu überprüfen, was ist es denn genau. Ja. Aber er macht, wenn ich auf den Tagkanal umschalte, macht er automatisch quasi ein. Vergrößert mir das Sichtfeld, verkleinert mir das Sichtfeld. Ist das richtig? Das ist korrekt. Das liegt daran, weil der Tagkanal nur ein Seefeld hat. Ach Deswegen so, im aha, das ist ja WBG-Kanal, interessant. ja, hast du das große Seefeld, und dann kannst du hingehen und du siehst, irgendwas leuchtet. Das heißt, da wird irgendwas sein. Dann kannst du natürlich auch hier im WBG-Kanal auf das kleine Seefeld noch umschalten. Aber Ja. durch die schlechte Auflösung wirst du dann auch nicht viel mehr erkennen. Und im Tagkanal kannst du das Ziel halt deutlich identifizieren. Ah ja, und also der Tagkanal hat nur das eine Sichtfeld. Genau. Ist ja interessant, okay. Und wie Gut. gesagt, deswegen erinnere dich mal an den Anfang, ne, warum der Turm sich immer nach links und rechts bewegt. Weil du hast einen relativ kleinen Beobachtungsbereich, Ja. auch wenn du das große Seefeld hast, und du hast einen Bereich, der viel größer ist, der muss abgeschwenkt werden. Ja? Da gehst du immer links und rechts und links und rechts und guckst immer, ist da irgendwas, was sich bewegt, oder ist da irgendwas, was leuchtet, oder. Okay, also dann habe ich jetzt hier als Richtschütze quasi ein Ziel erkannt. Das würde ich jetzt quasi meinem Kommandanten auch melden, oder? Und um Freigabe bitten, dass ich das Feuer öffnen darf. Genau. Und wir machen jetzt einfach mal, die Fahrzeuge hier sind automatisch, stehen die von Anfang an auf Feuervorbehalt. Das heißt, das habe ich absichtlich gemacht, damit der Kommandant dir das Ziel nicht zuweist. Nachdem du aber jetzt schon den Platz verlassen hast, wieder den Richtschützenplatz, hat der Richtschütze, der KI-Richtschütze, das Ziel für dich schon gefunden. Du drückst jetzt einmal die Taste F wie Foxtrott, und dann wird dir Feuer, ja der Gunner im Bettler. KI-Kommandant sagen, was du zu tun hast. Ja, habe ich schon gedrückt. Ich habe das leider nicht verstanden, was ich gesagt habe. Er hat wahrscheinlich gesagt Feuer. Ich mach's nochmal. Er hat Feuer gesagt. Okay, gemessen habe ich. Treffer Blitz. Feuer einstellen. Ziel vernichtet. Das ist ja interessant. Ich sehe davon gar nichts, dass sich irgendwas vernichtet ist. Ich sehe auch keinen Treffer. Oder wo hätte ich das erkennen können? Du hast jetzt mit der Tagoptik geschossen, ja? Ja. Ja, das ist das bisschen die Schwierigkeit bei der Tagoptik, dass du dann die Pulverdämpfe sozusagen noch vor der Optik hast. Und auf Ah, diese okay. kleine Entfernung würdest du es dann wahrscheinlich nicht sehen. Dann bekämpfe ich das Ziel jetzt nochmal kurz. Nee, warte, du kriegst da gleich was. Ah, Das ist okay. jetzt kaputt. Wir machen keine Doppelbekämpfung. Es gibt schon das zweite Ziel. Feuer. Jetzt hat er aber, okay. Jetzt hat sich automatisch mein, ja, mir fehlen die ganzen Begriffe. Der Mein Sichtfeld Kommandant, hat's. ja. Der Kommandant hat das Feld ist zugewiesen, oder wie? Genau, weil du jetzt noch auf Feuer frei warst. Deswegen sagt der Kommandant, hier ist ein Ziel für dich. Und hat dich draufgezogen. Hat es mir zugewiesen, dann hat sich Genau. quasi meine Bordkanone dann hingedreht. Das Genau. ist jetzt auch wieder ein BMP-2, oder? Nein, das ist ein BMP-1. Jetzt habe ich auf W gedrückt. Entschuldigung, jetzt fahre ich hier. Ein BMP-1, ja, das würde ich Ja, jetzt du hast nicht doch sicher schön erkannt. die.
hast doch schön die Mauer da mitgenommen. Nicht so schlimm. Gut. Wird alles abgezogen vom Sold. Jetzt habe ich wieder F gedrückt und er schreibt mir jetzt unten feuerfrei. Vorhin kam aber irgendwie eine Audiomeldung. Kann es das sein, dass ich ja, die einfach verpasst habe? Du warst vorher schon auf feuerfrei. Also wenn du einmal F drückst, ist feuerfrei. Das gilt global für dein Fahrzeug erstmal und alle unterschiedlichen Teile. Und erst wenn du wieder auf H wie Hotel drücken würdest, würdest du auf Feuervorbehalt wechseln. Dann weist dir der Kommandant keine Ziele mehr zu. Wenn ich was drücke auf H? Genau, wie Hotel. Ich bin jetzt quasi mit dem F-Befehl bin ich jetzt in dem Modus, wo ich quasi, ich jetzt als Richtschütze sage, Kommandant, weißt du mir die Ziele zu. Genau. Und wenn ich auf H bin, bin ich wieder eigenständig. Du bist auch so eigenständig. Wenn du auf H bist, unterstützt dich der Kommandant nicht, weist dir keine Ziele zu. Ah, vorher vorbehalten. Und wird jedes Mal, wenn du auf einen irgendwo drauf schießt, wird er immer sagen, egal was ist, wird er immer sagen, Feuer einstellen. Egal ob das Ziel vernichtet ist, getroffen ist oder sonst irgendwas. Weil Feuervorbehalt heißt, du sollst eigentlich nicht feuern. Okay, jetzt bin ich gerade wieder im Feuervorbehalt, jetzt machen wir mal Feuer frei, dann bekämpfe ich den jetzt mal. Ja. Machen wir jetzt mal am besten mit der... jetzt habe ich wieder die Munition gewechselt. Nee, das... Was denn? Nee, Munition nicht, ich habe auf MG gewechselt. Tastaturkürzel. Wärmebildgerät. Ja, mit M wechselt er mir jetzt gerade. Da wechselt er von WK auf MG und wieder zurück. Genau, und wie komme ich ins WBG wieder rein? Mit der Plus-Taste vom Nummernblock. Ah, Plus-Taste, okay. Damit N kann ich zoomen, okay. So, aber die Taste, also jetzt, es lässt sich ja ahnen. Ja, schön, da sieht man das. Und jetzt siehst du auch hoffentlich, dass es die Kanne. Ja, das habe ich jetzt gesehen. Aber es lässt sich ja ahnen, die Tastatur ist wahrscheinlich schon ziemlich vollgepackt, oder? Ja, also es geht so. Es gibt so ein paar Sachen, die man natürlich wissen muss, das ist dann Übung, aber das ist ja bei allen Spielen so. Wenn ich jetzt hingehe und sage, bei Squad oder Hell and Loose, wie lege ich mich hin oder wie knie ich mich ab oder wie kletter ich über ein Hindernis, das sind ja auch Tastenbelegungen, die ich dann einfach wissen muss. Und ich bin nicht der Meinung, dass es so viel ist. Es ist nicht so viel wie beispielsweise bei DCS, ja, also das ja, auf keinen okay. Fall. Ja gut, klar, da gibt es im Flugzeug natürlich einfach noch viel mehr. Ich habe übrigens noch einen Feind erkannt. Du hast noch einen Feind erkannt? Ja, es ist zwar bloß ein Ziel, ein Schild. Ah ja, das ist ein feindlicher Kampf. Das nicht, das ist was anderes hier, ja. Also, feindlichen Kampfpanzer erkannt, ich weiß nicht, es ist ein T-72. Könnte sein. Kann ich da näher ranzoomen? Feuerfrei habe ich, das heißt, ich kann jetzt einfach feuern, wenn ich Lust habe. Ja. Das war zu tief. Komm. Und du hast mit der falschen Munition geschossen. Wir schießen mich gerade mit MZ. Und ich hab vergessen, den Entfernungsmesser zu machen, deswegen kam der Schuss zu kurz. Genau. Munitionsart wechseln mache ich wie? Wenn du jetzt auf Feuer frei bist, sollte das der Kommandant für dich schon jetzt gemacht haben. Du musst mal oben rechts gucken, was steht oben rechts bei dir. DM53. 53, ja. Ja, dann ist das ist die richtige Munition. Leuchtet die oder blinkt die? Die ist rot. Ja, aber die blinkt nicht. Nein, die blinkt nicht. Gut. Weil blinken heißt nämlich im Prinzip, es ist eine andere Munition drin, als die blinkt. Ja. Aber nach diesem Schuss wird diese Munition, die dort oben blinkt, geladen. Ah, okay. Klar, man nimmt die nicht mehr wieder raus aus dem Lauf, ja. Genau, genau. Ich habe, glaube ich, gerade wieder einen Fehler gemacht. Ich habe Steelbeast als Spiel bezeichnet. Was machst du die ganze Zeit? Schande über mein Haupt. Ich bin aber jetzt recht konzentriert hier. Verzeiht mir das bitte. Also, jetzt nochmal, für mich jetzt wichtig, dieses Feuer-Frei-Dings, wenn ich das eingeschaltet habe, habe ich jetzt quasi einen virtuellen Kommandanten, der mir Ziele zuweist und auch tatsächlich die Munitionsart auch schon befiehlt und nachladen lässt. Ja, weil die Munitionsart befiehlt er dem Ladeschützen, nicht dir, aber ja. Ja. Okay, dann ich brauche jetzt nicht mehr fragen, ich öffne einfach das Feuer. Du hast Feuer frei, genau. Treffer Blitz. Das kommt, das... Okay, woran erkennst du, dass es vernichtet ist? Ja, das ist das Geheimnis des Zugführers. Tja. Nein, Treffer... also es gibt ein paar untrügerliche Zeichen dafür, dass ein Ziel vernichtet ist. Ja. Das untrüglichste Zeichen ist natürlich, wie man es eben gesehen hat, bei dem BMP-1, wenn das Ding in Flammen steht. Das habe ich selbst erkannt, ja genau. Ja. Bei dem Treffer selber ist es so, dass wenn du dann so eine kleine weiße Wolke siehst, dann ist das Ding nämlich auch irgendwie auch kaputt. Und ja, ansonsten gucken, wenn sich noch was bewegt, wenn der Turm sich noch dreht oder wenn sich das Fahrzeug noch bewegt.
So, und jetzt haben wir nämlich, ja, dynamischen Vorhalt, ne? Den habe ich aber. Was ist jetzt passiert? Du hast auf den geschossen, aber zu weit links. Ja, aber ich bin mit ihm mitgewandert. Ach so, ich muss die mittlere Maustaste drücken. Jetzt, ja, genau. Und gedrückt halten. Ja, ja, okay, alles klar. Ja. Ah, geil, okay. Jawohl, Terra Blitz, dasselbe Ziel, bewegt sich noch, also ist er nicht vernichtet. Geladen! Feuer! Jetzt hat's den Turm bekommen, geil. Genau, hervorragend. Geladen! Schauen wir's mal mit. Ja. Das heißt aber, der Richtschütze hat. Wie soll ich sagen? Na gut, klar, das ist logisch. Der Kommandant hat natürlich den anspruchsvollsten Job. Ja, er muss ja vor allen Dingen in der Regel noch den Funkkontakt zur übergeordneten Führung halten und sowas. Ja, und er dann muss alle ihm unterstellten Teile auch führen. Ich wollte gerade sagen, die anderen Teilnehmer im Zug ja auch noch. Genau. Ein Zug waren wie viel? Drei oder vier? Vier, oder? Das kann man so nicht sagen. In den westlichen Staaten sind es vier. Die Russen fahren mit einer Dreiergliederung. Das heißt aber nicht, dass es immer so war. Ja, also wenn du selber mit dem Zweiten Weltkrieg unterwegs warst, ich weiß nicht, wie da die Gliederungen waren, die waren aber auch noch ganz anderes. Wir hatten aber auch innerhalb der Bundeswehr verschiedene Heeresstrukturen mit verschiedenen Gliederungen. Also wir hatten schon eine Dreiergliederung, wir hatten eine Fünfergliederung und Vierergliederung. Ja, das wechselt immer noch Doktrin. Vierergliederung, ja. Neues Ziel erkannt. Ja. Allerdings sehe ich es nicht. Das ist der fieseste, den ich hier in der Phase eingebaut habe. Ich schaue es gerade. Also meine Optik schwenkt jetzt damit. Das ist das, was der Kommandant erkannt hat, oder was der Kommandant? Der hat dich übersteuert und hat gesagt, da ist das Ziel und hat dir direkt wieder die Kontrolle gegeben. Okay, aber leider sehe ich kein Ziel. Ah, da ist ja, es. Okay, hab ihn. Das ist ein russischer BMD-2, ein Luftlandeschützenpanzer. Und der ist sehr schnell. Hey, nicht schlecht. Aber zu weit links. Am besten tief anhalten und kurz vor der Schussabgabe nochmal lasern. Ja, ah, okay, nochmal lasern. Weil der ist jetzt ja in Zufahrt im Prinzip, ne? Ja, noch zu hoch. Tief anhalten. Ah, warte, kurz okay. Vor der Schussabgabe nochmal lasern. Danach KI laden. Ja, wieder nicht. Ja, mal gucken, ob ich ihn. Ja, toll, jetzt hat er gerade einen Haken geschlagen. Jetzt kommt er auf mich zu, jetzt müsste es eigentlich klappen. Jawohl. Bekämpft fährt immer noch. Ja, ja. Laserfernung ist besser als rechte Maustaste, gell? Genau. Ah, ich habe jetzt die ganze Zeit gedrückt gehalten, vielleicht war das Problem. Nee, du musst die mittlere Maustaste gedrückt halten, das ist der dynamische Vorhalt. Jawohl. Treffer. Das war's. Was sagst du immer? Treffer Blitz oder was? Treffer Blitz, genau. Hier Leitung. Ergänzen Sie Munition, falls benötigt. Gewinnen Sie Stellung 1. Langsam vorwärts. Jawohl, so, Ende. Die Leitung hat uns gesagt, wir sollen die Munition ergänzen. Der Leitung vertraue ich irgendwie nicht. Die Stimme kommt mir irgendwie merkwürdig vertraut nach Feind an. Ich befürchte, da hat sich irgendjemand in unseren Kommandobunker eingeschlichen und. Nee. Du musst das anders sehen. Ich bin mir sehr sicher, dass die Leitung rechnen kann. Ja, so kann ich es auch sehen. Ich weiß genau, dass du schon genug Munition verschossen hast. So. Ich bekämpfe jetzt nochmal schön ein anderes feindliches Ziel. Ja, du brauchst die Munition noch, du hast nicht unbedingt. Wir schießen noch genug hier, keine Sorge. Ja, ich bekämpfe hier gerade ein feindliches Schild mit der Aufschrift 2. Gut. Ja. So, bin wieder im Einsatz. Okay. Okay, also die rechte Maustaste ist für den Laserentfernungsmesser. Genau, mittlere Maustaste ist der dynamische Vorhalt. Alles klar, okay. Letztendlich, wann du tatsächlich jetzt den Laserschuss auslöst, ist eigentlich nicht dramatisch. Ja, du kannst das entweder am Anfang machen oder am Ende, kurz vor der Schussabgabe. Es kommt drauf an. Ne? Wenn das Ziel in Stellung ist, ist es völlig egal, weil dann bewegt es sich nicht. Wenn es in Zufahrt ist, ist es deutlich von Vorteil, wenn du das vor der Schussabgabe nochmal die Entfernung misst. Ich verstehe. Ich war quasi auf zwei Knöpfen gleichzeitig drauf, auf dem rechten Mausbutton und dem mittleren. Das war jetzt auch eine relativ verkrampfte Haltung. Aber da, den rechten muss ich bloß einmal drücken. Ja. So. Ich würde sagen, da steht noch ein Gewinnspiel an, oder? Ja, würde ich auch sagen. Alter, es ist schon kurz vor 12. Ist ja unfassbar, wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat, ne? Die Zeit vergeht.
Ja, das hoffe ich doch, dass du Spaß hattest. Viel, viel gemacht haben wir natürlich nicht, aber es war auch nicht anders zu erwarten. Aber ich finde, es ist ein guter Hinweis, auch vom Terry und auch vom Dr. Tod. Dr. Tod, es ist immer noch, merkst du, es ist immer noch so ein bisschen drin, dieses Tod. Weiß der Teufel warum. Ich würde auch sagen, wir schließen jetzt mal die Verlosung. Close Entries. So. Es sind keine weiteren Anmeldungen zur Verlosung mehr möglich. Also das klappt ja hier für einen Anfänger wie mich schon mal relativ gut. Was ich jetzt nur hoffe, ist, dass ich jetzt auch wirklich 5 Gewinner ziehen kann. Mal gucken. Dann machen wir das jetzt mal. Es haben insgesamt wie viele Tickets vergeben worden? Ich schaue gerade mal. Trommelwirbel. 1, 2, 3, ganz viele. Tatsächlich zeigt es mir, ich sehe es gerade nicht, wo es mir anzeigt. Nee. Und rechnen tue ich jetzt nicht. Gut, also wir machen es jetzt mal. Ich mache es jetzt mal. Ich drücke jetzt mal auf den ersten Winner. Mal gucken, ob. Drück mal die Daumen, dass es also A für euch selber und B für mich, dass es hier überhaupt klappt. Drück euch die Daumen. Alan D. Davou is your winner. Alan Davou. Alan Davou. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin ein bisschen nervös, weil ich muss jetzt nochmal. Ich muss natürlich noch 4 weitere Gewinner klicken und ich hoffe, dass das die Software mir hier auch erlaubt. Probiert es mal. Juhu, da freut er sich auch schon. Wie macht man das am besten? Das ist VIP sogar, oder? Nee, das ist, achso, das ist dieses Twitch Prime-Gedöns. Das ist Twitch Prime, genau. Ich kann diese Icons nie identifizieren. Ich komm langsam so damit. Also herzlichen Glückwunsch an LN Davou. Ich würde sagen, wir machen es am besten so, dass du vielleicht einfach gleich den Jan eine Message schreibst, Personal Message, mit deinem Namen, Adresse und E-Mail. Denn ja, dann kriegst du das Mauspad zugeschickt und die E-Mail-Adresse braucht man zum Freischalten für den Key. Herzlichen Glückwunsch. Ich ziehe jetzt mal den zweiten Gewinner. Ich hoffe, es klappt. Scheint zu gehen. Mike Bravo 80 ist unser zweiter Mike Gewinner Bravo einer 80. Monatslizenz. Glückwunsch. Ja, sehr schön. Mike Bravo 80 habe ich auch schon öfters gelesen. Der ist auch öfters mit an Bord. Hat sicherlich da schon mal zwei getroffen, die auf alle Fälle mit auf das Öftere mit dabei sind. Für dich gilt dasselbe, bitte beim Jan einfach kurz eine Message schreiben. Am besten jetzt gleich noch, weil es ist, wie ich gemerkt habe, ich habe letztes Mal auch was verlost auf Monsters and Explosions und ich konnte die Leute nicht anschreiben, weil ich, solange ich nicht mit denen befreundet bin, konnte ich ihnen keine Messages schreiben, weil das kann man ja irgendwie einschränken. Drum vielleicht einfach nur mal schon mal kurz vorab jetzt den Jan kontaktieren. Und wir picken den nächsten Winner, wie man so schön neudeutsch sagt. Der dritte Preis geht an Maximax 1995. Herzlichen Glückwunsch. Auch du darfst dich einen Monat frei mit Steelbeasts Pro Personal Edition mal ein bisschen probieren, wie sich ein echter Panzersimulator anfühlt. Was da möglich ist. Und dann nehmen wir gleich mal den nächsten. Oh, der John Jer. Mich von der 402 aus Arma. Kenn ich. Ist das eine Einheit auch? Der Maximax, ja, ah, schön. Ist, genau, ja, den kennen wir. Dann weiteren Glückwunsch an John Jer, John Germany 141, John Jer 141, wie auch immer. Herzlichen Glückwunsch. Schon haben wir noch einen, gell? 1, 2, 3, 4, genau. Einen müssen und wir noch haben, ja. Der letzte, jetzt seht ihr, einen Trommelwirbel muss ich mir dringend nochmal irgendwie besorgen. Ja. Pick drrrt. Super Grombi! Super Grombi ist ja hervorragend. Ja, das Wahnsinn. Ja, das freut mich ja richtig. Herzlichen Glückwunsch, Supergrombi. Herzlichen Glückwunsch, Supergrombi. Warum wir uns jetzt auch gerade so freuen, ist, weil Supergrombi ist ja auch sehr, sehr aktives Mitglied bei uns im, jetzt hätte ich beinahe im Clan gesagt, was für ein Schmarrn, bei uns in der Community. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, nochmal ein kleiner Hinweis, wenn ihr Lust habt, also muss natürlich auch der Dr. Tod auch Lust drauf haben. Ich hätte schon gesagt, in 2 Wochen, das ist ja fest geplant, dass wir dann mal tatsächlich Manöver machen oder mal ins Feld ziehen. Also jetzt nicht nur hier auf einer Schießbahn, sondern tatsächlich auch mal ein bisschen im, weiß ich nicht, was wir schaffen, Halbzug oder sowas. Da ist ja schon was in Planung. Einen verstärkten Zug kriegen wir auf jeden Fall zusammen. Ich bringe auch noch ein paar Leute mit, ein paar erfahrene Hasen dabei. Das ist immer ganz gut. Genau. Und wie ihr jetzt auch gemerkt habt, es ist jetzt kein wirkliches Singleplayer-Spiel. Also wäre es bestimmt eine gute Erfahrung, wenn die 5 Leute, die gewonnen haben, Lust und Zeit haben, dass ihr da in 2 Wochen mit dabei seid. Ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Angebot, um einfach da mal reinzuschnuppern, ohne jetzt sich irgendwo groß anmelden zu müssen. Und was mir noch vorschweben würde, Dr. Tod, ist, dass wir innerhalb der nächsten 1-2 Wochen unter der Woche abends nochmal irgendwie so einen kleinen Stream machen, wo man mal ein bisschen in so ein Gefecht einsteigen, wo man vielleicht die Neuen auch mitnehmen könnten und wollten, wenn sie denn Zeit hätten und Lust haben. Können wir gerne jederzeit, ja. Super.
Genau, schreib doch bitte dem Jan kurz eine Personal Message. Der nimmt die. Oder mir. Ich habe das jetzt nicht so, ich habe das jetzt leider nicht so genau durchdacht. Es ist das erste Mal, dass ich ein bisschen was Größeres verlose. Ich war tatsächlich auch sehr aufgeregt. Ich war aber auch vor dem Stream sehr aufgeregt. Ganz großes Kompliment an dich, Dr. Tod. Du machst das wirklich sehr, sehr gut. Man merkt dir nicht an, dass du hier vor 10.000 Leuten sprichst. Oh, 10.000, jetzt übertreibst du nicht. Nee, aber doch ganz schön viel. Wir haben immer noch jetzt auf. Aber ich wollte ja schon immer YouTubes werden und so. Und das ist jetzt der erste Schritt dahin. Und dann sind 10.000 ja nur die ersten 10.000, weißt du ja. Genau. Der Schneehartmann schreibt ja, auch, ja, die. So, ganz kurz nochmal an die Gewinner. Vielleicht, also wenn ihr in 2 Wochen mitfahren wollt, ihr seid herzlich alle dazu eingeladen. Wird auch nicht allzu schwierig werden. Wir möchten natürlich, dass ihr auch ein Erfolgserlebnis habt. Wäre vielleicht ganz gut, wenn ihr vorher euch nochmal meldet und dann beim Panzerbataillon 911 vorbeischaut. Dann kann man euch auch nochmal so eine Grundeinweisung geben. Wenn es technische Fragen gibt, ich habe es am Anfang ja schon mal gesagt, wenn irgendwas ist, ich bin entweder über die Seite steelbeast.org bzw. das Forum dort zu erreichen oder über den Discord-Server vom Hobbygeneral. Schreibt mich einfach an, ja, sagt, ich brauche hier Hilfe, ich habe hier Fragen, egal was. Ich bin auf jeden Fall da. Ich habe Zeit. Ich nehme die Zeit für euch. Das wird er bestimmt machen, weil Dr. Tod ist mit Herz und Blut Steelbeasts Panzerfahrer. Ja. Kann man ja wirklich so sagen. Ich bin auch sehr froh, dass du hast ja doch jetzt ein paar Wochen, glaube ich, probiert, mich da auch reinzusetzen. Es war immer zeitlich ein bisschen schwierig und ich hatte auch ein bisschen Berührungsängste, die sind mir aber vollkommen genommen worden. Und ich finde das sehr, sehr interessant. Ich finde auch die ganzen kleinen Details, auf die du mich jetzt auch hingewiesen hast, finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Das muss ich dazu sagen, das sind maximal 5% der Fähigkeiten dieser Simulation, die ich angesprochen habe. Also was man da alles machen kann. Ja, wie gesagt, wenn der Falli das jetzt irgendwie technisch hingehauen hätte, wäre er hier mit einem Panzer, der mit 3 Leuten besetzt ist, ja, mit richtiger Kommunikation. Das ist alles durchaus möglich, ja. Oder ich kann hingehen und kann sagen, ich setze jeden auf einen Panzer. Ich kann auch als Einzelperson einen Zug steuern. Ich kann auch, wer sagt irgendwie, mit anderen Leuten will ich nicht, die sind mir alle zu doof, keine Ahnung. Der könnte theoretisch auch ein ganzes Kompanie, ein ganzes Bataillon hier über nur mit in der Kartenansicht darüber steuern, kann Pfade legen und Taktiken festlegen und alles das, was ihr vielleicht aus ähnlichen Spielen oder anderen Spielen, wie beispielsweise bei, Combat Mission, was ich da gesehen habe, das ähnelt sich da schon ein bisschen. Mhm. Ist dann weniger Simulation, mehr Spiel, aber theoretisch ist das möglich. Es gibt so viele Möglichkeiten. Sag mal, wir haben ja gerade vorhin die SPZs Marder gesehen, gell? Ja. Sind die SPZs Marder nur als Fahrzeug drin oder sind da auch wirklich noch Panzergrenadiere drin, die dann vielleicht auch aussteigen und irgendwas tun? Na, da schauen wir uns das doch einfach mal an. Was haben wir denn hier? Jetzt bin ich gespannt. Den haben wir noch? So, jetzt gehen wir nämlich mal auf die Karte. Das ist die F5er. Ja. So, und dann solltest du links. Da, wo dieses Klärwerk, also südlich der Trasse 1, also dort, wo wir gestartet sind, ja, Richtung Nord-Nordwest, finden sich Fahrzeuge. Das sind Schützenpanzer Marder. Also südlich. Ich mal den 2. So. Ah, okay. Also links von, wo wir jetzt stehen. Wir stehen jetzt da an der Line of Departure, ja, also an der Ablauflinie. Wenn du diesem weißen Band, dieser weißen Straße Richtung Westen folgst, bis dahin, wo Trasse 1 steht und dann direkt da drunter. Da soll ich mal hinfahren, meinst du jetzt? Nee, da sollst du einfach mal auf den rechten, da wo 2, ja, 5. Kompanie steht, einfach mal doppelt klicken. Ja, habe ich. Ach, jetzt bin ich drin. Solltest du in der Außenansicht auf dem Marder sein. Ja, genau. Cool. Ja, so, und jetzt kannst du mal F7 drücken. Und jetzt sind wir auf dem Kommandantenplatz vom Marder. Geil. Jetzt muss ich mal schauen, wie die zurückkommen. Dreht sich. Ich muss mich da erstmal so umgucken, wie das hier drin eigentlich alles aussieht. Lautstärke, Wahlschalter. Im Chat ist gerade. Wer auf dem Fahrzeug ausgebildet ist, der wird bestätigen können, dass es genauso aussieht in der Realität wie hier auch. Alles originalgetreu nachgebildet. Ja. Man kann aber nicht jeden Knopf hier drücken, gell? Das geht nicht. Nur die Relevanz haben, sag ich mal. Ah, da ist ja, zum Beispiel, ich habe jetzt gerade einen Knopf entdeckt, ich drück mal, was der macht. Oh, hat irgendwie den mittleren Bordcomputer ausgeschaltet. Okay. Da ist noch ein Schalter, darf ich noch einen drücken?
kannst so viele Sachen drücken, wie du willst, aber wir gucken jetzt mal uns ganz kurz den abgesessenen Kampf an. Ja. Dazu fahren wir jetzt einfach mal ein paar Meter weiter vor. Also vorwärts Marsch. Am besten gehst du auch mal in die Außenansicht, dann kann man sich das nämlich auch nochmal von außen das Auto angucken. Und dann drückst du mal die Taste, welche war denn das? Genau, Alt und B, also Alt und Bravo. Ja. Ah, geil. Also nämlich, dass der Kampf für die Bordwand möglich ist. Ja. So, wir brauchen gar nicht so weit hier vor. So, sitzt du jetzt, bist du jetzt ganz kurz, du bist links von mir in dem SPZ, genau. Oder? Mhm. Genau. So, und jetzt ist es ja so, die wichtigste Waffe eines Schützenpanzers ist nämlich seine Ladung, nämlich der Grenadiertrupp. Kann man natürlich auch absitzen lassen, kannst du mal die Taste U drücken. Ja. Uniform. Und dann gehen die Klappen oben zu, Klappe hinten geht auf. Und raus. Ranger, gute Nacht. Ganz gut. Ranger, gute Nacht. Schön, dass du dabei warst. So, jetzt ja, cool. Wir hören uns. Ja, geil. Das müsste ich jetzt meinem Bruder zeigen, der war nämlich bei den Panzergrenadieren auf dem Marder. Und jetzt könnte man theoretisch auch, oder beziehungsweise praktisch, kann man auch gemeinsam jetzt mit den Schützentrupps hier vorgehen und Feuerunterstützung durch den Schützenpanzer leisten. Es gibt hier verschiedene Waffen, also die sollten selber, du kannst auch da drauf gehen, wenn du Taste F5 drückst beispielsweise, dann F5. Siehst du lauter um deinen Panzer, ja, lauter kleine Infanteriesymbole, und wenn du dir die dann da doppelt draufklickst, bist du praktisch in der Außenansicht da drauf und dann siehst du, dass die eine Panzerfaust 3 auf dem Rücken haben und ein G36. Ah ja. Und das ist jetzt natürlich, wie gesagt, nicht allein Bundeswehr. Ja, es gibt hier auch Österreicher, die haben dann das Steyr zum Beispiel als Sturmgewehr. Ja. Dann gibt es hier Amerikaner, die haben dann irgendwie, ich weiß gerade nicht, was das aktuelle Sturmgewehr der Amerikaner ist. Es gibt Bundeswehr der 80er Jahre, dann laufen sie in Gelb-Oliv rum und haben ein G3 und. Also es gibt mannigfaltige Waffensysteme und so, das gibt es hier alles. Also auch in verschiedenen Zeitepochen, sagst du genau. Ja, 80er Jahre Bundeswehr. Ja. Ich würde ganz gerne mal, den 20mm Kanon hat der drauf, oder? Der SPZ? Ja, 20mm, genau. Mit dem würde ich ganz gerne mal kurz schießen. Einfach nur... Ja, funktioniert Prinzip genauso wie beim Panzer auch. Du drückst F6, bist auf dem Richtschützenplatz. F2 ist das Hauptzielfernrohr. Mhm. Nur kannst du hier jetzt nicht Bildgerät einfach ausmachen, sondern du müsstest dann hier mit F3 in den Tagkanal wechseln. Hier hat der Tagkanal auch Seefelder. Moment, wo bin ich denn hier? Warum kann ich jetzt hier auf dem Auto nicht einfach das wechseln wie auf dem Leo? Hat es jetzt einen Grund, der in der Realität begründet ist, dass das irgendwie anders funktioniert, oder? Ja, natürlich. Das ist ja eine ganz andere Waffe und eine andere Waffenanlage. Das ist eine 20mm von Rheinmetall und keine 120mm. Nee, das ist klar, aber von der Optik, das ist jetzt, ich meine, ich sage, im Leo konnte ich jetzt einfach mit der Plus-Taste auf die Tagoptik umschalten. Ja. Warum kann ich jetzt zum Beispiel hier in dem SPZ nicht einfach über die Plus-Taste auf die Tagoptik umschalten? Weil im Leopard 2 das einfach nur, du kannst praktisch an der Optik den Kanal einfach wechseln. Das ist einfach ein Schalter, den legst du hin, okay. Dann kriegst du in dieselbe Optik den anderen Kanal eingespielt. Und das ist hier beim Marder nicht der Fall, sondern du musst hier praktisch in eine andere Optik reingucken. Ach so, jetzt pass mal auf. Ja. Okay, dann gehe ich mit der F1 quasi zurück aus der Optik raus und dann ist jetzt rechts daneben eine zweite Optik. Das ist dann die wahrscheinlich. Genau. Ha! Ach, deswegen kann man nicht einfach umschalten. Finde ich cool. Das würden jetzt das ist sicherlich der eine oder andere als sperrig bezeichnen. Ich finde es cool, weil es ist nicht dasselbe. Drückst, ach, das geil, ja. Hast, okay. Du musst auch sehen, dass du dieses Flieger ab, diese Strichplatte für die Flieger ab drin hast, wie sie im Radar eben tatsächlich halt auch vorhanden ist. Der hat aber keine Laserentfernungsmessung, oder? Nein, den hat keine Laserentfernungsmessung. Das heißt, bei dem müsste ich quasi, wenn ich. Das Schießen ist im Prinzip, du kannst eine Entfernung hier vorwählen. Ich guck mal gerade, ob ich es eben finde, wo das ist. Genau, wenn du auf dem Richtschützenplatz bist, wenn du dann nach rechts guckst, da siehst du so einen konischen Behälter, wo da jetzt eine 4 und unten so rote und gelbe, rote, grüne und schwarze Zahlen drin. Aber ich bin hier, glaube ich... So, nochmal, wo soll ich hinschauen? Nach rechts. Ja. Auf dem Richtschützenplatz und dick nach rechts, halb rechts. Da ist so ein schwarzer, konischer... Wie so ein Trichter sieht das aus, wie so ein umgeschnippter, und da ist so ein Display, da steht oben eine schwarze 4, unten eine rote 6 und eine 8 drin. Oh, jetzt habe ich irgendwas anders gedrückt. Was habe ich jetzt gedrückt? Ich habe irgendeinen roten Hebel gedrückt.
Den konischen Behälter. Ach, da ist der Behälter, ich sehe ihn, okay. Genau. Und da ist im Prinzip. Ach, da geil. Man dann die Entfernung einstellen. Genau. Ich habe jetzt hier. Funktioniert das hier eben nicht mit einem Laserentfernungsmesser, sondern mit Deutschschüssen im Prinzip. Ja. Du schießt einen Schuss zu weit, du schießt einen Schuss zu kurz und dann weißt du, dazwischen muss ich anhalten und dann gibst du Feuerstoß auf das Ziel. Okay. Was ist denn da für was? Ich habe jetzt oben schwarze Zahlen, also eine 4 zum Beispiel, und unten habe ich kleinteiliger grün und rot. Ja, das sind unterschiedliche Munitionsarten. Du hast ja auch hier du hast ja panzerbrechende Geschosse und du hast Sprengbrandmunition. Und da die eine unterschiedliche ballistische Kurve haben, ja, haben die auch unterschiedliche Entfernungseinstellungen. Ah, okay. Ja. Ach, geil. Gibt es da bestimmt auch Tastaturkissen dafür, oder? Gibt es auch, kann ich dir jetzt aber aus dem 40 nicht genau sagen. Nee, brauchst nicht, war nur rein Interesse. Also jetzt, du hast ja schon eben gerade geschossen. Ah, warte, du hast im Prinzip das Einzelfeuer, du kannst aber auch Umschalttaste und Leertaste gedrückt halten, dann hast du Feuerstoß. Ich muss bloß mal ganz kurz in Ruhe schießen und... Ja, drück mal Umschalttaste, Shift und Leertaste gleichzeitig. Ah, okay. Dann merkt man auch, dass es eine schöne Kadenz hat. Ja, merke ich. Ich merke aber auch, dass es anscheinend relativ leise ist für die Schützen im Panzer, wenn geschossen wird. Man hört ja eigentlich fast gar nichts davon. Zumindest für den Richtschützen ist es relativ leise, ja. Für wen? Aber auch Leute aus der Panzertruppe haben mir das auch erzählt. Ich war mal auf einer Informationslehrübung in 2011 und die Panzerschützen oder überhaupt alle Panzersoldaten, die bestätigen das, wenn du neben einem Panzer stehst, ist es viel schlimmer vom Geräusch her, als wenn du drinnen bist. Drin bist. Ja. Jetzt habe ich F9 gedrückt. Wo bin ich denn bei F9? Auf was für einem Platz? Ist der Fahrer. Ach du Scheiße, der hat eine beschissene Sicht. Ja. Die arme Sau. Man kann in der Außensicht nicht feuern, oder? Stimmt das? Ja, kannst ja auch nicht. Du könntest jetzt einen Befehl zum Niederhalten geben. Das ich hätte in der Außensicht machen, ich hätte es bloß gern gesehen. Ja. Gesehen hätte ich es gern. Tu mir doch mal einen Gefallen. Ich wollte gerade sagen, ich bewege mich jetzt gerade ein bisschen nach vorne. Ich möchte mir das angucken, wie du schießt. Einfach nur, weil ich es einfach gut finde. So, bitte. Ja. Ja. Ah, ich stehe auf Leuchtspur. So, jetzt geht mir. Das Gurtende kommt näher. Und findet auch hier eine Schussfabrik statt. Das hast du aber alles rausgerotzt, oder? Jetzt sehe ich auch, warum es mir jetzt gerade auch in meiner Optik hier das alles so vernebelt war. Das ist natürlich hier von der Waffe, vom Abfeuern. Alles mit drin. Lauter Kleinigkeiten, lauter Details, die ich umwerfend finde. So, bevor wir jetzt hier irgendwie komplett ins Dings, eine Sache zeige ich dir noch. Dürfte ich dich kurz unterbrechen und mir das zeigen, wenn ich mal ganz kurz 3 Minuten ausgetreten bin? Kennst du mich jetzt? Noch kein einziges Mal AFK, seitdem wir hier das Team angefangen haben, ne? Du darfst du aber natürlich auch. Aber ich brauche immer so alle Stunde eineinhalb meine Raucherpause. Die hole ich mir noch schnell. Warte mal kurz, ich muss was der Jan noch geschrieben hat. Ach Mensch, Jan, ich hab's. So, jetzt bin ich gleich weg. Wie gesagt, ich habe auch nebenbei immer noch ein paar mit dem einen oder anderen Moderator und da muss ich gucken, ob die Technik stimmt. Wenigstens musste ich heute nicht mit abgeben, ne? Als Moderator. Wenigstens musste ich heute nicht mit mir ab, sage ich, als Moderator. Ja, das stimmt. Es ist auch alles, viel entspannter heute. Sehr gut. Ich bin gleich wieder zurück, bis gleich. Genau, die Leuchtspur ist dafür, dass es Nacht aussieht. Dafür ist die da.
Fighterwings, das ist kein Abo, sondern eine zeitlich beschränkte Lizenz. Das heißt, wenn du die ja nach einem Monat. Nach einem Monat. Etwas störend gerade. Ne, nach einem Monat ist diese Lizenz nicht mehr nutzbar. Aber die verlängert sich nicht oder so, ist kein Abonnement. Gibt auch, glaube ich, vier Monate und ein Jahr gebrochen. Das sind die zeitbasierten Lizenzen. Und es gibt noch Classic. Irritiert total. Mich hier doppelt. Gut. Es gibt die Classic-Lizenz. Die gilt dann lebenslang. Die kostet allerdings 125 US-Dollar. Nee. Die Unlimited, das nur eine. Das andere sind sogenannte Upgrade-Tänzen. Also wenn du vorher eine alte Version hattest, dann musst du dir jetzt nicht eine neue für 125 Dollar kaufen, sondern kannst für einen geringeren mit einem Upgrade kaufen. Ja, Killswitch. Dann schön, dass du da warst. Ich nehme an, wir hören... Lesen, schreiben uns. Gute Nacht. Und grüß mir die anderen Verrückten der 402. Ja, das mit den 125 klingt immer viel. Aber es ist halt lebenslang könnt ihr diese Version dann nutzen. Und nicht auf jeden x-beliebigen Rechner. Der bekommt dann so einen USB-Stick zugeschickt, das ist ein Dongle. Und da wird die Lizenz drauf gespeichert. Und ihr könnt dann praktisch jedem Rechner mit diesem Stick hingehen, anstöpseln und könnt da SteelBeasts drauf ausführen. Das stimmt überhaupt nicht, Killswitch. Komm auch so. Na, ich erscheine. Ich mal. Naja. Ein anderes Thema. Der die Nachricht geschrieben mit dem Link hier, du was hast, dann habe ich ja nichts davon, ob du jetzt hier bist oder nicht, Killswitch. So. Ja, ich habe mich auch wieder da. Im Chat unterhalten. Senet, hast du, was war denn die Frage hier im Chat? Eine hatte ich noch gesehen beim Weggehen, irgendwas mit Leuchtspur. Hast du die geklärt gehabt, die Frage? Ja, ja. Sehr gut. Hat der Deathtrap schon erledigt, der Rico. Du, ich würde vorschlagen, ich setze mich nochmal in den Leo und wir machen deine das Schießding nochmal. Ich habe hier noch ganz viele andere Sachen, die ich nicht. Ach so. Also egal, was du willst. Ne? Ja, dann, ich würde mich... Ich habe hier noch Material in dem Szenario drin für weitere 3 Stunden Stream, wenn du das willst. Deswegen mit Blick auf die Uhr, wir haben jetzt schon 20 nach 12. Wenn wir noch was zeigen wollen, würde ich jetzt mal umschwenken. Ansonsten können wir natürlich auch noch in die Stellung 2 fahren. Da noch weiter mit dem Leopard kämpfen. Ich überlasse die Entscheidung dir. Was meinst du mit umschwenken? Umschwenken heißt es, ich würde jetzt eben noch andere Dinge zeigen, die hier auch drin sind, die jetzt aber jetzt nichts mit dem Leopard zu tun haben. Also da haben wir zum Beispiel das Öffnen von Sperren, ja, das Thema Minensperren zum Beispiel oder irgendwelche anderen Sperren, spanische Reiter hatten wir ja hier noch gar nicht, ja, Feinde zu kanalisieren oder Wege zu versperren. Wie gehe ich damit um? Das ist hier drin. Wie funktioniert das mit der Artillerie oder hier selber mal LFKs verschießen. Was sind denn LFKs? Kann man alles noch machen. Lenkflugkörper. Lenkflugkörper. Bekämpft euch gegenseitig, kommt der Vorschlag. Ja, ich würde am liebsten natürlich alles sehen und errechnen Sie die Zeit. LFK bitte. Ja, der Rico will unbedingt die LF fliegen sehen. Ja komm, dann machen wir das doch. Würde ich auch gern sehen. Ich glaube, es ist auch jetzt ganz interessant, noch ein paar Features im Schnelldurchlauf zu zeigen.
Und genau. Dann in zwei Wochen werden wir dann das Ganze, das ist ja dann eh verbunden, da sind ja dann auch deine Profi-Jungs mit dabei. Die können uns dann bestimmt auch ein paar nette Sachen dann zeigen, werden wir dann eher zugucken. Genau. So, dann gehen wir bitte nochmal auf Karte. Ja. Und nordwest vom kleinen Auersberg, links neben der Grenze, sind jetzt drei Zeichen aufloppt. Ja. Das sind LF-Trupps. Wenn du die einmal anklickst, siehst du es auch links unten, was das ist. Nämlich der äußerst linke ist ein PALR, das heißt zwar Abwehrlenkrakete. Ja. Ja. Ein LR-Trupp mit einer Spike. Das Waffensystem Spike ist sehr modern. In der Mitte eine Milan. Haben wir eine Milan. In dem Fall ist es eine Milan 3 mit weiterer Reichweite. Ansonsten würden wir da nämlich nicht hinkommen, wo wir hinschießen wollen. Und äußerst rechts haben wir die klassische TOW. Mhm. So, jetzt ist die Frage, was willst du zuerst? Hast du schon mal Milan in deiner realen Zeit geschossen? Nein. In der Übung? Nee? Nee. Dann lernst du es jetzt. Ich übergebe dir die Befehlsgewalt über die Milan. Also das ist der mittlere. Einfach doppelt draufklicken. Ja, da bin ich. So, genau, ich gucke in der Außenansicht zu. Um die jetzt selber zu schießen, musst du jetzt erstmal den Truppführer auswählen. Das geht mit der Taste F7. Ja. Ja, dann bist du sozusagen der Kommandant, ja, Truppführer, ja. Kommandant, das ist ja so ein bisschen gleichgestellt. Und dann guckst du praktisch hinten direkt auf die Waffe drauf. Um jetzt durch die Optik zu gucken, Wunder, oh Wunder, drücken wir FO. Was FO? F2. Bei mir kam nur FO an. Okay, da sehe ich jetzt ein rotes Rechteck. Genau, das ist jetzt das sogenannte Mira, nicht das Milan Infrarot, der Milan Infrarotaufsatz. Nee, nicht durch die Gegend schwenken, du warst nämlich schon auf dem Ziel. Okay, ich war schon auf dem Ziel. So, und dann drücken wir die Plus-Taste auf dem Nummernblock und sind in der Tagoptik. Ja. So, und jetzt sollten dort vorne irgendwo drei Panzer sein, die in Stellung sind und die nur darauf warten, dass du mit der Milan darauf schießt. Aber bevor du schießt, lass es dir erst erklären, wie es geht, nicht, dass du einen Fehler machst. Ich bin gerade noch so mit Suchen beschäftigt. Deswegen, dann sag einfach, wenn du sie gefunden hast. Vielleicht muss ich nochmal rausgehen, wieder reingehen, hilft es was? Das könnte helfen, ja. Dann zielt die KI. F9, nee, jetzt bin ich wieder... F8 einfach in die Außenansicht. Ja. Dann die... F7. F2. So. Also ich sehe nichts. Du siehst nichts. Okay. Müssen wir jetzt mal gucken, was ich die Ziele finde. Sehe ich die besser mit der Tagoptik oder mit dem Wärme... Mit dem Wärmebildgerät, dann leuchten die halt ein bisschen. Dann sind die halt hell. Ja, wenn ich jetzt nur wüsste, in welche Richtung. Oder dunkel in dem Fall. Ich weiß es jetzt nicht genau, das Mira, wie das genau funktioniert. Ja. Ich habe jetzt natürlich keinen Anhaltspunkt, in welche Richtung die sein könnten. Oder wo die sind. Ja, kannst du ja auf der Karte gucken. Da sind die ja auch aufgeklärt. Natürlich ein bisschen rauszoomen wahrscheinlich. Ah, okay. Dann hast du oben dieses rote Rechteck. Ja. Da steht ein Zugkampfpanzer. Also Richtung Nord-Nordost. Entfernungen werden sein knapp 2000. Grob geschätzt. Tja. Sind auch nicht ganz so offensichtlich. Ich schaue jetzt erstmal mit dem... Na, ich sehe, ich schaue in der Taxi. Mit der TOW kann ich das, kann ich es erkennen. Leider, was hier nicht drin ist, ist dieses Ausbildungsgerät, sonst könnte ich nämlich da reingucken und genau gucken, was du siehst. Ja, und, ach so, das gibt es in der professionellen Version. Das kann sein, dass es das da gibt, aber in der Realität gibt es noch so ein, im Prinzip, das ist wie so ein Monitor, den ich anschließe, dann sehe ich genau das, was du auch siehst. Okay, vielleicht kannst du mich ja irgendwo hin einweisen, wo das Ziel sein könnte. Ich sehe gerade nur Wald. Okay. Sind die im Wald oder? Nee, die sind nicht im Wald, die sind auf der offenen Freifläche. Geh nochmal auf die Karte bitte. Ja. Und dann klick mal mit der rechten Maustaste auf diesen mittleren oder einmal markieren mit der linken Maustaste den mittleren von den drei PLRs und dann die rechte Maustaste drücken. Und in dem Kontextmenü ganz Befehlsgewalt übertragen an und dann wählst du da Dr. Tod. Genau. Mal auf die so, jetzt muss man der Ausbilder mein Ziel suchen. Sehr schön. Ja, also da ist ja schon mal mittlere.
Ja, das ist okay, die Milan ist ein fies. Aber. So, ne, er ändert's auch wieder. Er ist Trainer. Okay. Das ist, okay, hier bei Mira sind es tatsächlich schwarze Flecken. Ja, das ist, hier ist die Polarität andersrum. Das heißt, ich wähle es wieder aus. Wenn du jetzt wieder drauf gehst, hast du die Befehlsgewalt? Schauen wir mal. F8. Sollte jetzt direkt auf dem linken von den dreien sein. F7, F2. Ah! Oh ja, jetzt seh, okay, jetzt sehe ich es. Auf dem linken, der mittlere ist besser zu sehen. Jetzt machen wir die Tagoptik. Dann nimm den. Dann boah, nimm den. Tags. Ah ja, da hinten ist was, okay. Ja. Ja, jetzt sehe ich es. Bevor du jetzt feuerst, wir haben zwei verschiedene Zielpunkte in der Optik. Das ist einmal das Kreuz in der Mitte. Ja, ja. Und das ist der Stachel unten. Ja. Und bauartbedingt beim Abfeuern klappt die Waffe nach unten um eine bestimmte Anzahl von Grad oder Strich, ja, je nachdem. Das heißt, du zielst jetzt nicht, wie man das üblicherweise mit vielleicht denken würde, mit dem Kreuz, sondern mit dem Stachel. Das heißt, die Spitze von dem Stachel unten ziehst du, du richtest jetzt so an, dass dieser Stachel oben die Spitze direkt auf der Zielmitte ist. Es ist angerichtet. Genau. So, und dann drückst du einfach die Leertaste und brauchst gar nichts weiter zu machen. Die Optik klappt, wie gesagt, runter und du kannst einfach zugucken, wie das Ding ins Ziel fliegt. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich kann mir gerade nichts drunter vorstellen, was du meinst. Die Optik klappt runter. Das wird einen Moment dauern, weil auch das ist... Ach so, du meinst mit runterklappen, weil das Ziel jetzt nach unten geht. Also ja, jetzt, ist er, muss jetzt, ich... hast du nach rechts gerichtet. Das ist drahtgelenkt. Jetzt hast du rechts vorbeigegangen. Ich verstehe. Ein Zoom, also ein anderes Sichtfeld habe ich hier nicht, oder? Nee, leider nicht. Ach geil, Audio kommt auch, das ist ja super. Also den Einschlag höre ich erst auch deutlich später, klar. Das ist aber nicht, ja klar. Licht ist schneller als der Schall. Licht ist schneller als der Schall, aber es gibt ja viele Sachen, wo das eben nicht implementiert ist und das finde ich immer super. Ja. Also ich muss ich nochmal nachladen oder macht das automatisch? Das macht er jetzt automatisch. Musst du rechts, das heißt, gucken, wenn die erste Zahl oben eine 1 ist, dann hast du eine geladen. Alles klar. Das heißt, den Stachel in die Mitte, also die Spitze vom Dreieck. Genau. Und dann könnte ich, dann wird die Rakete über den Draht gelenkt, oder? Genau. Wenn das heißt, wenn die sich bewegen würde? Im Flug zu richten, dann fliegt die Rakete halt dahin, wo du richtest. Wie gesagt, eigentlich brauchst du überhaupt nichts machen, sondern einfach nur feuern. Ja. Geht's dann nach links, nach rechts. Ja, das sieht, jetzt kommt sie gut. Jawohl, Treffer Blitz, Ziel vernichtet. Woran siehst du das, dass ich den jetzt gut gelenkt habe? Weil ich rechts in der TOW sitze und dadurch die Optik gucke und die Rakete verfolgt habe. Ah, also ist deine Ansicht wahrscheinlich spektakulärer gewesen als meine. Das kann gut interessant sein, ja. Du, dann, so, switch, jetzt, dann switch ich doch mal auf ein anderes Waffensystem. Was haben wir denn hier noch? Jetzt nehmen wir mal links die Spike. Mhm. Und die ist nämlich richtig spektakulär. F8, F7. F7, F2. Ist die, aber jetzt bin ich wieder bei der Milan. Hä? Achso, du musst erst in der F5. Ja. Doppelt auf. Doppelt, okay. Immer dann so wechseln, ja. F7 ist dann die Position, also wo ich mich dann hinsetze in der Simulation. Und F2 ist dann quasi durch die Optik schauen. Ja. Genau. Okay. So, wie geht es hier bei der? So, im Prinzip, das ist eine sogenannte Fire-and-Forget-Waffe. Das heißt, du schaltest das Ziel auf. Das erkennst du daran, also wenn du die jetzt praktisch anlasern würdest, also laserst nicht wirklich, aber die Zielerfassung liegt auf derselben Taste, das wäre dann die rechte Maustaste, dann hast du da so einen Rahmen um das Ziel. Ja. Und dann hast du hoffentlich noch so 3 Punkte. Ja. Ja, und das heißt, das Ziel ist erfasst. Und dann kannst du einfach die Leertaste drücken und er wird selbstständig bei dem Ziel einschlagen. Auch wenn es nicht so aussieht, die Spike ist eine sogenannte Top-Attack-Waffe. Das heißt, die Rakete steigt relativ steil nach oben und wird dann von oben auf den Panzer draufgehen. Ist das gerade irgendwas explodiert? Ja. Kann es eine Sekundärexplosion gewesen sein? Ja, das kann sein. Okay. Du, tu mir doch einen Gefallen, setzt du dich da mal ins Gerät, schießt die ab und ich schau mal zu. Alles klar, dann die Milan hast du ja noch, du müsstest mir die nochmal wieder übergeben. Ich gehe jetzt mal da raus, ich gehe jetzt quasi mal auf den, ne, ich gehe mal in die Mitte rein.
Ja, du musst mir den linken halt wieder übergeben. Ne? Also einmal auswählen links, rechte Maus. Ach so, okay. Befehlsgewalt übertragen an. Befehlsgewalt übertragen sonst an Dr. Tod. Und ich mache Doppelklick. Kannst einfach in der F80 vielleicht gucken oder. Ich glaube, ich schaue jetzt mal in der F80 und schaue mir das mal an, ja. So, wir nehmen den. So, okay, Ziel ist erfasst. Ich schieße, Achtung. Mhm. So, was du jetzt natürlich, du siehst zwar jetzt die Rakete fliegen, aber du siehst natürlich nicht diese spektakuläre Ansicht, die ich jetzt habe. Ich sehe ehrlich gesagt gar nichts. Wahrscheinlich ist der Hügel davor. Ah, jetzt so, habe ich es gesehen. Das habe ich gesehen, ja. Ich habe bloß den Flug der, Rakete nicht gesehen. Kannst du nochmal einen abschießen? Kann auch nochmal einen abschießen. Wie gesagt, er legt halt relativ steil nach oben. Der lädt noch nach. Ach so, der geht da. Der geht hoch, okay. Geht der gleich nach oben oder erst kurz vom Ziel wie die. Der geht nach oben, nee, nee. Okay. So, geladen. Weil diese von den Amis, die geht ja erst gegen Ende nach oben, gell? Wie heißt die? Javelin. Javelins, ja. Hm. Ist halt auch verschiedene Modi. Okay. Okay. So, Ziel ist aufgeschaltet. Ich schieße. Achtung. So, und in dem Moment hat er nämlich hier auch verloren. Das Ziel. Ja. Ich schalte neu auf. Ich verliere auch das Geschoss aus dem Blick. Im Flug. Und jetzt schlägt sie gleich ein. Bam. 21, 22, 3. Knappe 6 Sekunden nachher kommt die. Das sind so Details, die weiß ich sehr zu schätzen. Ja. Das ist mir wichtiger als vieles andere. Weiß ich nicht, auch ob die, also das sind solche Details, die finde ich unglaublich wichtig. Kann ich mich. Ach, ich. So, okay. Dann haben wir natürlich noch die W. Dann schieße ich mal auf den äußerst rechten. Meine Jungs packen hier gerade. Jetzt einfach klar. Meine Jungs packen. Ich habe gerade W gedrückt, deswegen heißt nach vorne kriechen und jetzt packen sie erstmal ihr Zeug zusammen wahrscheinlich. Genau. Dann S drücken für Stopp. So, ich schau dir zu. Okay, ich habe den äußerst recht im Visier. Ich schieße, Achtung. Also das Ding fliegt jetzt einfach gerade straks drauf zu. Die macht ein krasses Geräusch. Ja. Die Waffensounds sind halt deswegen auch so authentisch. Weil ESIM Games, jawohl, das war ein Volltreffer. Weil ESIM Games hingegangen ist und auch Originalwaffengeräusche mit einem Mikrofon aufgenommen hat bei den entsprechenden Dingern. Ne? Deswegen hört sich das dann tatsächlich so an. Deathrap sagt gerade, ich soll die Spike-Ansicht beim Schuss zeigen. Ja, das heißt, dann musst du schießen. Mit deiner jetzt? Mit der Spike. Nee, das ist links. Die Spike, okay. Karte. Ja. Ja. Okay, jetzt ist noch was anderes passiert, aber... Das ist jetzt mein Skript, ich bin gerade ein bisschen verrückt, ist aber nicht so schlimm. Und dann F2. F2 ist quasi immer, sagt immer in die eine, in die na, Gerät quasi benutzen sozusagen, oder? Ja, das ist die primäre Optik im Prinzip. F2 ist immer die primäre Optik. Mhm. Okay, dann schalte ich jetzt den mal auf. Das Ding ist jetzt, man merkt schon auch deutlich mehr Hightech als das andere, gell? Ja. Wie gesagt, wenn da die drei Punkte sind, befeuern und dann guck, genieß es einfach nur, dann siehst du im Prinzip. Ja. Drei Punkte würde mir jetzt gerade nicht geben. Du hast auch weiter links übrigens ein paar Tonner, die da anrücken. Die sind eigentlich für die nächste Phase gedacht, aber wenn du möchtest, kannst du auch auf die schießen. Weiter links. Jetzt aber teilweise verdeckt. Ah, da, Räume. Okay. Ja, ich sehe sie aber. Also Ziel anvisieren. Ah, da kommt einer. Wenn du die drei Punkte hast, kannst du feuern. Dann ja, ist ich das Ziel aufgeschaltet. Rechtsklick. Ah ja. Nee, noch nicht. Der versteckt sich gerade. Jetzt. Einmal klicken oder draufbleiben? Nee, einmal einfach anklicken. Wenn du die drei Punkte hast, kannst du feuern. Ach krass. Haben wir jetzt noch, schauen wir jetzt quasi dem Lenkflugkörper dazu wieder da. Ja. Ist ja krass. Du guckst gerade durch den Sensor des Lenkflugkörpers. Ich habe genau den Reifen getroffen, wie ich es wollte. Ja, hervorragend. Ja, krass. Ich kenne das überhaupt nicht. Ist das ein Waffensystem, was bei der Bundeswehr im Dienst ist? Die Spike?
Die soll eingerüstet werden mit Melz zusammen bei dem Puma als LFK, bei dem Schützenpanzer. Okay. Und ich glaube, dass der Tiger auch Spike verschießt. Boah, ich habe hier ganz sicher. Ich habe hier einen Haufen Infanterie. Kann mir mal jemand ein SPZ geben? Was hattest du jetzt vor mit mir hier? Eigentlich war das jetzt dafür da, wenn du nämlich jetzt mal in der F8-Ansicht nach links guckst, da stehen nämlich zwei andere Autos. Das ist nämlich M113. Da möchte ich hin. War jetzt diese Phase dafür da, weil du jetzt mit LFK nicht auf Infanterie schießen, da jetzt mit Artillerie zu hauen. Wir machen das jetzt aber anders. Okay. Ich übergebe den TOW auch noch. Ah, wo ist er? Da. So. Hast du? Genau. Und dann wechselst du einfach mal auf TOW, weil der hat die bessere Tagoptik. Und dann kannst du einfach mal da gucken. Und ich werde jetzt hier mal Artillerie anfordern einfach. Ich soll mit der TOW dann, dass ich durchschauen kann. Nur, dass du es siehst auch. Wir haben ja sonst nichts anderes. F8, F7, F2. Okay. Genau, bessere mit der Tagoptik. Kannst du gegebenenfalls die Tagoptik ein- oder ausschalten. Das sehe ich, dass du die Infanterie siehst. Die Infanterie sehe ich tatsächlich mit der, in der, wie heißt die Optik? Die ist WBG? Nee. WBG ist richtig. Da sehe ich natürlich die Infanterie besser. Bei dem anderen kann ich die Infanterie quasi gar nicht erkennen. Ja, das ist aber nicht so dramatisch, nee, weil spektakulärer wird es jetzt gleich in der Tagansicht. Aber das Problem ist, jetzt, das wird einen kleinen Moment dauern. Das ist nämlich auch realistisch. Ne? Artillerieanforderungen gehen nicht gleich. So, wir schießen jetzt 6 Rohre. Das soll schon eine Weile dauern, bis die Artillerie kommt. 6 Rohre und 6 Ruppen. Irgendwas bewegt sich hier. Ja, gucken, das ist. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Das sind die M113 da links wahrscheinlich. Die drehen da gerade frei. So, das ist auf jeden Fall ein ganzer Zug. Was mich jetzt ärgert, ist, dass ich am Anfang, ich habe das zu spät geschnallt, dass der Stream so ein bisschen ist gut, so laggy war. Ja. Weil das Problem ist anscheinend jetzt behoben, nachdem ich es wusste, konnte ich es auch abstellen. Okay. Aber es ist wieder ein Grund mehr für mich, ich merke das jetzt immer mehr, ich brauche dringend einen großen Monitor, weil ich habe hier nur so ein, was ist denn das? Ist auch kein 1080, der ist ein bisschen kleiner. Okay. Und ich habe so viele Fenster offen, damit ich, ich fühle mich einfach wohler, wenn ich alles im Blick habe und nicht erst unten irgendwelche Tabs umschalten muss. Das heißt jetzt zum Beispiel den Chat mit meinen Moderatoren, die mir Infos gegeben haben, die ich geflissentlich überlesen habe, weil ich es einfach verdeckt war. Und. Das ist das Nächste, was ich mache, ist erstmal ein großer Monitor. So, hast du die Artillerie schon angefordert? Artillerie ist angefordert, Aufschlag in 2 Minuten. Okay. Also das dauert immer 2,5 Minuten, bis die von der Anforderung dann aufschlägt. Verkürzen kann man das, wenn man ein Einschießen vornimmt. Dann dauert das Einschießen halt 2,5 Minuten und dann kannst du aber innerhalb kürzester Zeit sagen, okay, auf dem Zielpunkt Feuer frei und dann ist es, glaube ich, eine halbe Minute oder so, ich bin mir nicht sicher. Was hast du für eine Artillerie angefordert? 150er, oder? Das ist 155. 155. 155, die Panzerhaubitze, oder? Genau, ja. Also das ist jetzt Off-Map-Artillerie. Ja. Ich hab tatsächlich irgendwas durch die Gegend. Ach, der Falli ist das. Der Falli ist uns hier vorne hingefolgt. Ja, das Ding hat keine umgesetzte Hupe. Ja, okay. Nee, Hupen gibt's leider nicht. Aber du ziehst, glaube ich, einen Pfad hinter dir her, kann das sein? Ja, was halt die Karte anzeigt. Ja. Also wie gesagt, das mit der Artillerie, das dauert jetzt leider einen kleinen Augenblick, Aufschlag in einer Minute. Dr. Tod, ich bin ja froh, dass es einen kleinen Augenblick dauert, das heißt nur, dass es gut simuliert ist. Wenn sie gleich aufschlagen würde, dann hätte das nichts, ist alles gut. Ich habe aber jetzt schon mal vorab echt ein paar Learnings, die ich jetzt hier aus der ganzen Sache mitnehme. Davon abgesehen, dass es mir echt viel Spaß macht und ich richtig heiß drauf bin, es in 2 Wochen zu machen. Ich habe technisch bis dahin noch ein paar Kleinigkeiten zu beheben, damit eben dieser Lag nicht mehr auftritt und andere Geschichten. Also ich merke schon, wenn ich dann auf YouTube und auf Twitch gleichzeitig streame und dann doch recht viele Leute da, weil wir hatten vorhin auf Twitch in der Spitze mal, glaube ich, 65 oder so und dann was los ist, dann fällt es mir schwer, mich auf irgendwas zu konzentrieren, weil es zu viel ist und ich kann es nicht ordentlich anordnen. Deswegen, ja, der Monitor ist jetzt das Nächste, was ich mir anschaffe. So, Schnee hat solltest du da irgendwie Unterstützung brauchen, irgendwas testen oder sowas, dann schreib mich einfach an, ich bin da, gell? Weißt du Bescheid? Ja, weiß ich, danke. So, Achtung, ich frage Aufschlag. Mich jetzt, hoffentlich sind da keine Kühe. Nee, da Kühe sind hier nicht simuliert, aber das ist jetzt
HE. Da waren jetzt es waren ein Haufen Airbursts auch mit dabei, oder sah das nur so aus? Ja, da war wieder einer. Gegen Infanterie, ja. HE, ne, das ist. Jetzt 6 Rohre, A 6 Gruppen sein. Also 6 Gruppen insgesamt, nicht A. Ja. Und da macht die schon ordentlich Programm. Es gibt hier unterschiedliche Formen der Artillerie. Es gibt nicht nur die HE, sondern es gibt auch noch die Bomblets, die man dann gegen Panzer einsetzen kann. Ja. Ja, die dann auch im Prinzip in der Luft explodieren oder sich zerteilen und denen dann ganz viele kleine Sprengköpfe aufsplittern. Und das ist dann, wenn du da mit dem Panzer drinne stehst, ziemlich tödlich, weil dann haut es dir das aufs. Das sind zwar kleine Ladungen, aber auf dem Dach ist ein Panzer nicht so gut gepanzert. Nee. Ah, ich finde, es sieht alles ziemlich, ziemlich interessant aus. Was man noch machen kann tatsächlich, ist, will ich jetzt auch, das würde dann wieder 2,5 Minuten dauern. Was sehr spektakulär ist, es gibt ja auch Nebel, ne? Du kannst natürlich auch mit der Artillerie Nebelfelder legen, also Blenden schießen. Das haben sie jetzt mit der neuen Version auch überarbeitet und das sieht jetzt richtig krank aus, also so wie es in der Realität halt auch ist. Wie gesagt, machen wir dann vielleicht in 2 Wochen mal. Wir haben noch einiges zu zeigen, ich merke schon. Genau. Also es sind jetzt wirklich im einstelligen Brotbereich, wenn ich hingehen würde und würde alles zeigen, was hier möglich ist und welche Waffensysteme hier alle drin sind. Wir könnten 2 Wochen am Stück streamen und wir würden nichts wiederholen. Also deswegen ist auch der, in Anführungszeichen, der Vorwurf, dass $125 viel Geld sind. Ja, das ist viel Geld, aber man bekommt auch so viel geboten, wie man sonst halt das nicht geboten kriegt. Ja, und vor allem auch in der Tiefe, die man sonst nicht geboten bekommt. Nee, ich kann das, gut, das ist natürlich auch ein Preismodell des, die werden schon wissen, was sie tun, sag ich mal, mit ihrem Preismodell. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, da steckt natürlich auch extrem viel, viel Know-how drin und auch vor allem auch Pflege, schätze ich mal, natürlich, das alles up-to-date zu halten. Ich erkenne schon das Potenzial und ich bin da sehr, 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 sehr heiß drauf. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass ich Lust hätte auf durch den einen oder anderen Stream mehr. Wir haben natürlich jetzt heute nicht viel gezeigt, wenn man jetzt wirklich mal rückblickend sagen würde, was habt ihr denn alles gemacht, könnte man das Ganze wahrscheinlich in 3 Sätzen ab abfrühstücken, beinahe gesagt. Oh Gott, ich hasse das Wort. Abhaken. Aber es hat auch gezeigt, jetzt so in der Tiefe A, mit, dass ich jetzt natürlich auch ein bisschen Probleme hatte in der Bedienung, was aber auch dann dafür spricht, weil es zeigt, dass es halt, wie soll ich sagen, man muss halt erstmal klarkommen mit den ganzen Sachen und es gibt viele, viele, viele Feinheiten, das habe ich jetzt auch im Gespräch mit dir gemerkt, was da eigentlich alles dann dahinter, unter der Haube werkelt, sage ich mal so. Ja. Und wie gesagt, es gibt hier auch Brücken, es gibt das sogenannte Pilarsystem, ist auch was ganz Tolles, das sind im Prinzip, kann man an Fahrzeuge dran machen, das ist ein Schusserkennungssystem. Und zwar sind da 4 Mikrofone dran montiert, ich kann es ja gerade mal eben zeigen, das ist, dass ich hier nicht eingebaut hätte. So, und wenn du jetzt nämlich mal auf Karte gehst, ganz links oben im Nordwesten. Warte mal ganz kurz. 3 Symbole. Also Karte, ja. F5 und ganz oben im Nordwesten, ganz links oben. Ja. Da sind 3 Symbole. Das rechte davon. Einfach mal doppelt klicken. Eagle 4. Genau, Eagle 4. Geht das bei dir? Oder muss ich dir dafür auch wieder übergeben? Ne, ich bin drin. Ja, ich habe jetzt gerade wieder. Die Ansicht ist jetzt hier von der dänischen Armee, deswegen auch in dänischer Tarnanstrich. Hat eine Lemur-Waffenstation, eine Fernlenk-Waffenstation mit einem Kaliber 50 in dem Falle. Und hinten dieser Stab mit den 4 schwarzen Puscheln dran. Das ist das sogenannte Pilarsystem. Das funktioniert so, aufgrund der Anordnung, das sind Mikrofone, 4 Mikrofone. Aufgrund der Anordnung dieser Mikrofone kann ein Computer errechnen, aus welcher Entfernung und aus welcher Richtung und aus welcher Höhe ein Schuss gefallen ist. Und ich drücke in meinem Lemur-Waffensystem einfach nur auf einen Knopf und die Waffenanlage richtet exakt auf diesen Punkt, wo der Schuss herkam. Ach, so was habe ich letztens. Das ist hier simuliert. Ah, okay. Ich hab letztens so ein System gesehen, die Amerikaner haben das ja wohl auch im Einsatz. Ja. Ist ein amerikanisches. Ich habe es irgendwo, ich weiß nicht, ob es Irak oder Afghanistan war, eine Doku darüber, wo die auch eben anhand der Schuss, also sie konnten identifizieren, was für ein Kaliber, was für eine Waffe es ist, wo sich befindet und konnten auch direkt im Prinzip, also sie hätten eigentlich mit den Koordinaten sofort einen Apache hinschicken können oder weiß der Teufel was. Also einfach durch einen Schuss, sie wussten genau wo und was und welche Entfernung.
Wirklich interessant. Ja. Ja, aber ich glaube, jetzt. Das ist dann sowas wie die Freunde von Future Weapon D-Max oder sowas, ne? Das ist aber die Realität, sowas gibt es halt tatsächlich. Ja, ja. Das wird auch eingesetzt. Finde ich schon sehr, sehr faszinierend. Ist quasi so ein Triangulieren auf kleinstem Platz sozusagen. Genau. So, und wenn man sich jetzt, wenn du die Außenansicht mal so machst, dass du so nach links hinten von dem Fahrzeug siehst, da siehst du nämlich auch was Schönes. Ja. Ja, was ist das? Jetzt hätte ich beinahe gesagt, einen Reifen. Links hinten. Ja, nicht an dem Fahrzeug, sondern hinten links hinter dem Fahrzeug. Links hinter dem. Ach so, hinten da hinten. Ah ja, okay. Die sehen aus wie diese Fahrzeuge von den Marines, diese Landungsfahrzeuge. Ja, nee, sind es nicht ganz. Komm mal wieder auf die Karte und dann auf das mittlere Symbol doppelt. Aber du weißt, welche ich meine, oder? Diese. A7V oder nee, wie heißt das? Der Falli weiß das, der kennt sich mit sowas aus. Was steht denn jetzt? Die amtlichen Landungsfahrzeuge der Marines sind was für welche? Ich glaube, Falli hört uns gar nicht mehr zu. Ach, das ist ein Raketenwerfersystem. Genau, das ist der Marswerfer. Mittleres Raketenartillerie oder Artillerie-Raketensystem. Ach, scheiße, ja, mal so als Mikro wieder anmachen. Ne? Hervorragend, ja, könnte helfen. Aber auf die Entfernung. AARV. Ah, genau. Auf die Entfernung mit meinen schlechten Augen sah es so aus. Aber jetzt ist natürlich klar zu erkennen, dass es sich hier um ein mobiles Raketenwerfersystem handelt. Genau, wir sollen die Dinge abfeuern, natürlich kommt dieser Wunsch. Ah, natürlich, feuern wir mal ab. Und zwar, das Problem ist, wir werden die Zielwirkung nicht beobachten können, weil dafür habe ich so zu doof platziert, weil die hohe Kammer, dieser dicke Berg dazwischen ist. Aber ja, komm, macht nichts, wir wollen nur sehen. Man sieht den Abschuss. Du bist jetzt in dem links drüben, oder? In dem anderen? Nee, selber abschießen geht das. Also Artillerie, das Ding ist zwar nicht simuliert. Ach so, okay. Als Fahrzeug drin. Ja, und wir werden auch sehen, dass es gleich feuert, aber ich kann mich nicht reinsetzen und kann da den Feuerleitrechner benutzen. Nee, aber ich frage mich jetzt gerade von wo aus. Ich glaube, ich schaue es mir aus der Perspektive von dem Jeep vorne an. Wie du möchtest. Dauert jetzt noch eine Weile. So, jetzt richten die sich aus. Ah, es ist cool. Ja, ich glaube, wir hätten einfach nur alle Fahrzeuge nebeneinander stellen müssen. Und jedes Fahrzeug fünfmal schießen lassen und es wären alle sehr zufrieden gewesen, glaube ich. Das kann sein, aber dann hätte er da nicht so viel gezeigt, was man da alles mit noch machen kann. Nee, aber wir werden da auf alle Fälle in 2 Wochen, da freue ich mich schon sehr drauf, da in 2 Wochen mal ein bisschen was Praxisorientiertes machen sozusagen. Ja. Und da bin ich sehr froh, wenn da Profis von dir dabei sind, die uns dann quasi zeigen können, wie das wirklich gespielt wird oder wie das sein kann, wenn man da erfahren ist, weil ich werde natürlich bis nächste Woche das nicht so draufschaufeln können. Ich würde gern teilhaben, würde gerne Kleinigkeiten übernehmen und ansonsten wäre ich froh, wenn sich noch der eine oder andere dabei ist, der mal so ein bisschen zeigt, was dann eigentlich alles möglich ist. Weil ich glaube, so der richtig, ich meine, sag mal so, nur dass etwas realistisch ist und dass eine Menge an Fahrzeugen drin sind, bedeutet auch keinen Spielspaß. Der Spielspaß kommt ja dann vor allem dadurch zustande, dass man mit anderen Leuten agiert und das Ganze irgendwie auch ja, realitätsnah rüberbringt, finde ich jetzt so aus dem so ein Aspekt, den ich immer wichtig finde. Ist auf jeden Fall richtig, aber wichtig für den Spielspaß ist halt auch, dass man zumindest so die Grundlagen versteht. Also es bringt halt nichts, wenn ich dich da jetzt reinsetze und sage, mach mal. Dann bist du frustriert, weil du weißt nicht mal, wie du schießt. Ja, also nee, kriegst du das sogar selber raus, wie man schießt, aber darum geht es halt eigentlich gar nicht, sondern du musst ja auch verstehen, wie ich in welcher Situation schieße. Ja? Also genau, nee, da bin ich ja auch, finde ich auch super so. Ist jetzt auch genau der richtige Weg, den wir so gewählt haben, denke ich mal. Ich habe gehört, du hast ja da gerade ein Getränk gehabt, dann mache ich das nämlich hier auch mal eben. Man hat es jetzt in der Kamera nicht gesehen. So, die Artillerie feuert in 45 Sekunden. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Na gut, für den Rico muss ich es doch mal in die Kamera halten. Aber das ist Werbung, gell? Darf man das? Na klar. Trinkt nur das. Ah, auf dem Blatt. So, und die Artillerie schießt. Geil.
Ja, mir reicht sowas schon. Ja, das ist gerade so laut, ich bin Fahrzeug drauf, ich höre dich gar nicht. Geh mal auf das Fahrzeug. Zwei Marswerfer mit allem, was sie hatten. Geil, was wie gesagt, leider können wir die Zielwirkung nicht beobachten, aber ich kann dir versichern, da wächst nichts mehr. Also da steht das steht da ich. Nicht mehr. Da brennt nur noch. Ich glaube, ich habe mich jetzt gerade. Wie heißt der? Heißt der Büffel, der Bergepanzer? Der Büffel ist hier nicht, aber das, was du hier siehst, ist der Dachs. Der Dachs, okay. Das ist ein Pionierpanzer. Das wäre nämlich auch noch was. Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Ich glaube, wir können es nicht mehr zeigen. Aber ich kann es zumindest mal erwähnen. Man kann geschobene Stellungen mittlerweile jetzt in der neuen Version selber ausheben mit diesem Fahrzeug. Ja. Ja, also geschobene Stellung heißt im Prinzip so eine Art Erdaushub, dass ich immer in der gedeckten Aufstellung oder in der teilgedeckten Stellung bin. Ja. Dass nur der Turm oben rausguckt. Die kann ich mit diesem Fahrzeug hier selber anlegen. Ist aber auch so, es sind drei Möglichkeiten der Realismus-Einstellung. Kann man im Editor dann einstellen, wie lange das dauert. Die Einstellung realistisch, moderat und schnell. Ich habe es vorhin mal getestet, ich habe es auf schnell stehen und wir können es jetzt nicht mehr zeigen, also es dauert, obwohl es schnell steht, trotzdem 5-6 Minuten. Ach, wir... Realistisch würde es vielleicht eine Stunde oder so dauern. Wir haben noch jede Menge Zeit in zukünftigen Streams. Genau. Was ich noch zeigen kann, was hier auch noch drin ist, sind... Moment... Hier sind ja noch Ziele. Ein paar Auslöser. Ja, die Laster, Infanterie. Die machen nichts mehr. Die sind schon kaputt. Die wollen nicht. So, ich habe jetzt auch oben links habe ich jetzt noch zwei. Ich mach mal zu teilen. Da kannst du auch mal auf der Karte draufklicken und dann siehst du, was das ist. Nochmal, wo soll ich draufklicken? Ich war gerade im Chat, weil mir wird gerade nachgesagt, okay, dass ich mich in ein Fahrzeug verliebt hätte. Aber ich habe mich quasi in alle. Wohin Karte soll ich? F5. Ja, bin ich. Karte F5. Ja. Dann auch ganz links oben die äußerst beiden linken Fahrzeuge. Die Pioniere da? Eins Pio und Pio, genau. Ja. Ich bin jetzt mal, ich gehe mal in den Biber. Genau. Oh, versuch's zumindest. Damit du den steuern kannst, müsstest du den wahrscheinlich ein bisschen die Befehle übertragen. So, okay. Du bist im Biber. Kannst du auch ganz normal den fahren. Jeder andere auch. Nee, ich glaube. Jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Wahrscheinlich nochmal doppelklicken. Biber. Du bist auf dem Fahrerplatz gewesen. Bleib mal in der Außenansicht. Hä? F8. Ja, aber ich kann die nicht drehen, die Außen... Ah, doch, jetzt. Dann der Biber. Maus reinklicken. Ja, ich bin da. Ja, so. Leider haben wir auf der Karte reißenden Flüsse. Deswegen hatte ich bei meiner Idee eigentlich, wir nehmen da vorne diese querverlaufende Straße. Ja. Tun einfach so, als wäre das ein unüberwindbares Panzerhindernis und legen da jetzt mal eine Brücke. Und zwar haben wir hier zwei Systeme zur Verfügung, nämlich den Biber. Und ich habe hier so ein MT-55, heißt das Ding, das ist von den Russen. Ist auch eine Schnellbrücke, funktioniert aber ein bisschen anders. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal vor und legen uns die Brücke dahin. Das ist ganz einfach, keine Sorge. Ist jetzt kein großer, kein Hexenwerk. Einfach vorwärts, Marsch, Marsch. Achso, ich sitze im falschen Fahrzeug. Alles klar. Ja, sag mal. Jetzt, okay. Genau. So, dann bleiben wir vor diesem unüberwindbaren reißenden Fluss aus Asphalt und Teer. Bleiben wir stehen. Habe ich jetzt eigentlich hier wieder ein dänisches Fahrzeug? Genau, das ist auch wieder ein dänisches. Man kann aber Texten auch ändern. Also man kann selber Texturen für Fahrzeuge machen, könnte sich da jetzt auch eine Dreifarb-NATO-Tarnung drauf machen. Ja, ja. Ich bin ja froh, dass es einfach nur normale Tarnungen gibt und nicht wie in diesen ganzen modernen Spielen irgendwelchen pinken Sturmgewehre mit lachsfarbenen Schaft und... So, also ich stehe. Könnte man machen, aber nicht. So, ein bisschen in der Außenansicht und dann drück einfach mal die Leertaste. Mache ich auch. Ah, okay. Ja, genau, bei dir fährt er jetzt erstmal nicht das... von die Stütze runter. Ja, und wenn du nach rechts so in der Außenansicht, dann siehst du auch meiner, klappt die
Brücke jetzt auf, nach oben, ja. Und der Biber, der schiebt die untereinander dahin. Das ist übrigens genau die Technologie, die meine Truppen in dem Metal, in dem Match Battle of the Bulk dabei gehabt haben und den Taktikfuchs überrascht haben damals. Da hatten die genau. Solche Fahrzeuge, also Prototypen hatten sie dabei. Ja. Und nur deswegen konnte ich da über diesen Fluss übersetzen. Übrigens nochmal vielen Dank, sehr, sehr cool, dass hier die ein paar Sachen eingesprochen worden sind. Wer war das? Vom Bergwerkzwerg und vom Taktikfuchs? Genau. Sehr cool. Echt eine gute Idee. Bergwerk war der Alphard-Grenadierzug und Taktikfuchs ist die Leitung. So, bei mir liegt sie schon fast, aber bei dir auch. Was ist das eine 60-Tonnen-Brücke oder was? Weißt du das zufällig? Ja, im Prinzip sagt die Biber ist eigentlich nicht mehr dafür ausgelegt, die aktuelle ausführt, also den Leopard 2A6 kann sie eigentlich nicht mehr tragen, beziehungsweise den 2A6M ist in dem Spiel hier oder in der Simulation, in der Software hier so nicht umgesetzt, also kannst hier mit jedem Fahrzeug auch drüber fahren. Ansonsten müsste man jetzt hier noch eine Lemur-Brücke reinmachen. Das ist praktisch die neueste Generation davon. Also ich muss dir jetzt mal was sagen. Lieber Ausbilder Dr. Tod. Also meine Brücke liegt ja nur wesentlich besser als deine über den reißenden Fluss, ja? Ja, hervorragend. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, es ist ein reißender Fluss, dann würdest du doch deine Brücke jetzt wegschwemmen und dann würde sie auch meine mitreißen und dann wären wir verratzt. Wahrscheinlich. Schön, also finde ich jetzt auch ganz interessant, dass man sowas auch sieht, weil es geht ja nicht nur um Schießen und Ziele auffassen, es geht hier, also ist ja wirklich echt alles drin. Ist ja, ja krass. Versorgung drin, ist Reparatur drin, es sind Sanitäter drin, es ist alles. Ich habe hier einen Boxer jetzt nimmst du sie wieder auf, okay. Ich weiß aber nicht warum, wahrscheinlich zu lange. Ich habe nochmal die Leertaste gedrückt, ist sie wieder auf. Ja, ja. Ansonsten hätte ich gesagt, wir fahren jetzt einfach mal über den Reißfluss, ich gucke mal, ob ich es gerade so schaffe. Oh, das ist ganz knapp hier. Und hätten es von der anderen Seite wieder aufgenommen, das ist mich auch. Ja, intelligent wie ich war, steht mir diese Option nicht mehr zur Verfügung. Der MT-55 nicht auf der Stelle drehen, das ist ein bisschen ätzend. Da drüben liegt Hui, schreibt der Schneehermann, genau. Schnell zurück. Darum baue ich die Brücke wieder ab. Bleib du mal drüben, ich bleib auf meiner Seite. Ja, und auf der Karte würde man jetzt auch sehen, wenn da die Brücke liegt, dass da entsprechendes ein Symbol ist, das entsprechende taktische Zeichen für einen Übergang für eine Brücke. Und dann kann man nämlich sehen, die anderen Teile nämlich auch. Was es noch gibt, ich muss mal auf die Uhr gucken, ich muss einen Schluss machen, ich kann nicht mehr viel zeigen, aber ich erzähle es zumindest mal. Bei mir auch so langsam, ja. Schon sind auch noch so eine Geschichte, Minensperren gibt es, gibt Wurfminensperren, es gibt Baumsperren, es gibt spanische Reiter, es gibt Estradrollen, die man verlegen kann oder räumen kann. Sehr spektakulär, es gibt das sogenannte Miklik-System, mein Line Clearing heißt das. Da wird ein Raketetisch mit einer Sprengschnur über das Minenfeld geschossen und dann wird diese Sprengschnur zur Explosion gebracht. Da sind jede Menge C4-Päckchen dran und dann hat man eine 80 Meter breite Gasse innerhalb von Sekunden in diese Minensperre reingemacht. Dieses System ist hier drin. Sieht auch spektakulär aus. Ich hätte es gezeigt, wie gesagt, allein es fehlt die Zeit. Ja, wir da lassen wir es. Und ich immer noch im einstelligen Prozentbereich von den Sachen, die hier gehen. Das ist also, wie gesagt, deswegen Anfänger oder Leute, die das erste Mal in der Simulation, macht nicht den Fehler, bitte, bitte, und sagt, ich habe jetzt so viel, ich will das alles mal ausprobiert haben. Konzentriert euch auf ein System, guckt euch eine Sache aus, was interessiert mich, Panzer, Grenadiere, guckt euch da ein Fahrzeug aus und lernt das. Und dann alles andere kann man dann später immer noch dazukommen. Also ich bin schwer begeistert. Ich würde auch gerne noch mehr sehen. Wir haben ja spätestens, ich sage ja bewusst spätestens in 2 Wochen, weil wir werden vorher, müssen wir da schon noch mal ein bisschen üben. Und wenn du darauf Bock hast, dann auch gerne auch in einem Stream, wo wir einfach mal unter der Woche mal so mal ausprobieren. Ja, bevor ich es jetzt vergesse, ich habe es nämlich tatsächlich nicht in meinen Ablaufplan reingeschrieben und ich hätte es jetzt auch fast vergessen. Das ist fast das Wichtigste. Wir müssen leider, glaube ich, 5 Minuten noch dranhängen. Bitte. Geht das? Klar. Weil das Wichtigste, ich habe es ja am Anfang gesagt, 3 Phasen. Ja, die Planungsphase, die Durchführungsphase, das haben wir jetzt hier gemacht. Ja. Mhm. Und zum Schluss eben noch die Nachbesprechung.
Und da kommen wir jetzt zu. Ich beende jetzt an der Stelle das Szenario. Jetzt steht da bei dir wahrscheinlich Szenario endet, oder was hat das Szenario beendet? Ich bin schon beendet? Zurück, ja. Genau, so, und jetzt bitte nicht irgendwo rechts auf Ende drücken. Wir haben jetzt Nein. hier die Wertung. Ja, man kann auch jedes Szenario mit einer Wertung versehen. Entweder als Sieg oder als Niederlage oder als großen Sieg oder... In dem Fall habe ich mir das jetzt gespart, weil hier geht es ja um nichts. Ne? Deswegen steht da alle Einsatzziele erfüllt. Ich habe gar keine Einsatzziele. Man kann hier sich die Trefferquote der einzelnen Spieler anschauen. Kann gucken, wie die durchschnittliche Bekämpfungszeit war. Wie viele eigene Truppen man abgeknallt hat. Sollte es der Fall gewesen sein. Wie viele die eigenen Truppen überhaupt vernichtet haben und so weiter und so ja. fort. Viel spannender ist aber eigentlich, ich kann mir jetzt hier tatsächlich in der Nachbesprechung angucken, wo jeder einzelne Treffer hingegangen ist. Und zwar gehen wir jetzt erstmal rechts oben bei der Anzeigewahl auf Gelände. Dann haben ja. wir ja wieder unsere bekannte Karte. Ja. Rechts unten hast du jetzt so ein Fenster, und da sind wie so ein Media Player. Ja. Und so die Buttons. Und wir wählen jetzt erstmal Sichtkarte. Lassen wir erstmal und machen den Haken bei Zeitverlauf raus und bei Ereignisse rein. Ja. Und jetzt machen wir den Knopf rechts von dem Stopp. Also das ist ja dieses Play mit diesem, ja. also nächstes Ereignis heißt das. So, das erste Ereignis ist unspektakulär, das ist nämlich das Wetter. Das zweite und dritte ist auch noch das Wetter. Und das vierte ist der erste Treffer. Und jetzt siehst du da schon, wenn ich dir zu schnell bin, dann sag's. Nee, ist alles gut, kann dir genau folgen. Okay, jetzt siehst du da nämlich schon durch unten rechts das Ereignis. Rot BMP2, Zug 1-2 Alpha, egal. Getroffen von Blau Leopard 2A6 mit welcher Munition? DM53. Der Bediener war Hobbygeneral. Der Hobbygeneral. Der Hobbygeneral. Status vernichtet. So, das heißt, und du siehst diese blaue Linie und dieses rote blinkende Fahrzeug. Das rote Fahrzeug ist das Ziel. Und du siehst die blaue Linie, wo der Schuss ist. Aber ja. spektakulär wird das jetzt, wenn du bei Sicht unten rechts auf Gelände gehst. Und dann bist du praktisch in der Außenansicht in das Ziel rum und da geht vorne Moment, so ein roter Strahl rein. Unten rechts? Ja, unten rechts in diesem Fenster unter dem Media praktisch. Da gibt es Sichtkarte und das stellst du mal auf Gelände. Ah, hier, okay. Gelände. Ja. Ah, okay, so quasi wie der eingeschlagen ist. Genau. Anhand der Farbe kannst du jetzt auch schon die Munition erkennen. Also rot ist E. Ich sehe auch wieder... Bitte? Ja, nee, alles gut. Ich habe nur gesehen, also hinten, ja. glaube ich, habe ich ein kleines Austrittsloch auch gesehen. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir nämlich das Problem, wenn du mit KE, also mit kinetischer Energie, auf ein schlaggepanzertes Ziel schießt, und das ist genau das, was hier passiert, kann es passieren, dass die Munition oder das Ding einfach durchfliegt. Ja? Ja. Du machst mal ein paar schöne Löcher rein, aber wenn du Pech hast und dazwischen ist nichts Lebensnotwendiges, passiert halt nichts. Passiert nicht viel. Ein Loch und du siehst auch praktisch da hinten an dem Waldrand, da fliegt nämlich deine KE noch weiter. Ja. Ja? Also in dem Fall war es wohl so, dass dazwischen irgendwelche vitalen Systeme noch waren, die auch zerstört worden sind. Aber wenn du jetzt zum Beispiel bei einem Tonner hinten auf die Plane schießen würdest, dann hast du halt da ein Loch drin und auf der anderen Seite auch. Dazwischen ist aber nichts. Ja, das Ding fährt weiter. Könnten wir uns auch die Wirkung von dem Artilleriefeuer ansehen? Ja, kommen wir auch dazu. Du kannst jetzt im Prinzip mit diesem Knopf rechts neben dem Stopp kannst du die Ereignisse durchschalten. Ah, okay, da sehe ich. Gelände lassen. Ich bin jetzt schon beim nächsten Ziel. Diesen, was war das? Den BMP-1 oder was das war? Genau, das ist der BMP-1 und da hast du mit MZ-Munition drauf geschossen, die M12A1. Und da siehst du schon, dass das Ding da Splitterwirkung auch hat. Die MZ war das Holerungsgeschoss, gell? Genau, ja. Und die Farben, was sagen die aus? Also ich meine, ich habe jetzt hier einiges an Splitterwirkung. Die einen sind weiß, die anderen sind rot. Weißt du das zufällig? Das kann ich dir jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Das steht bestimmt irgendwo in dem 300-seitigen Handbuch. Weil tendenziell also alles, was jetzt eher so nach innen gerichtet ist, ist rot. Und dann gibt es welche weiß, die nach außen gehen. Vielleicht hat es was mit der Geschwindigkeit zu tun oder so. Ich glaube auch, dass es was mit der Geschwindigkeit zu tun hat. Ich bin mir dabei nicht sicher. Es wird, also du hast das auch, Handbuch als PDF-Version hast du da bei dir, ist bei dir mit installiert worden. Ach, gut. 300 Seiten, aber ich sag dir gleich, auf den 300 Seiten wirst du nicht die Bedienung von irgendeinem Fahrzeug oder irgendeinem Waffensystem finden.
geht da einzig und allein nur um die Bedienung der Simulation per se. Ne? Also, ah, okay, ja, ich verstehe. Das kommt dann noch hinzu. Also ich kann nicht gucken, welche Taste muss ich für den dynamischen Vorhalt beim Leopard 2 drücken oder wie kann ich beim Challenger 2 die Feuerregelung umändern oder sowas. Also nur das, was drumherum die Simulat noch. Was ist denn hier passiert? Ich schaue mir gerade an. Soll ich dir die Zeitmarke nennen? Ja, da steht ja so eine Zeit, T plus 1, 1905. Da habe ich anscheinend irgendwie ein Fahrzeug hinten gestriffen. Ja. Aber so, und das ich sehe sogar das Geschoss noch weiter fliegen. Ja. Sehr cool. Das ist der BMD-2. Dem hast du die Antenne abgesäbelt da hinten. Deswegen Funkdefekt, leichter Schaden. Ach, da steht Funkdefekt, ah, okay. Mhm. Ja. Was haben wir hier? Da ist wieder ordentlich was aufgeplatzt. Das war wieder die M21. Das war wieder das Hochladungsgeschoss. Ja. So. Ah, das war von oben. Das war eins von unseren, weiß ich nicht, Milan oder sowas. Oder die Spike. Nee, das ist die Spike. Wenn die von oben kommt, genau, grün sind LFKs. Und die ist dann oben direkt in den Reihen. Die Artillerie kam. Anschluss daran. Kamen noch mal mehrere. Mhm. Jetzt müsste ja quasi. Ach, jetzt hier ist hier Infanterie. Alles hier. Da sieht man auch ordentlich die Splitterwirkung. Ja. Der war jetzt aber am Boden. Ah, der ist, glaube ich, nicht. Ja, hier sieht man es. Der kam von und der ist oben. Das war ein Airburst. Ah, sowas ist echt gut. Interessant. Gibst du hast da schon Stunden in der Ansicht verbracht, oder? Tage. Wahrscheinlich, ja. Also wir machen ja auch, wenn wir so ein Gefecht bei uns bei 911 fahren, dann machen wir ja auch entsprechende Auswertung. Wir gehen jetzt nicht hin und besprechen jeden einzelnen Treffer oder sowas, aber ja. Wenn sich zum Beispiel zeigt, dass jemand grundsätzlich zu tief anhält oder sowas, ja, dann ja. Kann man das ja auch ansprechen und dann sieht man das ja eben. Sehr interessant. Also mich hast du schon erwischt. Das ist schon ein Ding, das gefällt mir sehr. Da muss ich auch ein bisschen Zeit reinstecken. Ja, man kann da sehr, sehr viel Zeit reinstecken. Und worauf ich ja noch gar nicht eingegangen bin, werden auch mitgeliefert zwei Editoren, nämlich einmal den Szenario-Editor. Das heißt, man kann sich eigene Missionen dort selber zusammen skripten, bauen. Das ist auch nochmal extrem komplex und sehr umfangreich. Und es gibt einen Gelände-Edit, also man kann sich auch eigene Karten bauen, wenn man das will. Und bestehende Karten ändern, kann sagen irgendwie, ich will aber, dass da mehr Häuser stehen an der Stelle oder dass da gar keine Häuser stehen oder wie auch immer, das kann man alles machen. Oder ich möchte, dass da ein Maisfeld ist oder weiß der Geier was. Ja, also im Prinzip kann man sich so hinbiegen, wie man es auch braucht. Wer jetzt in die Idee kommt, irgendwie anzufangen mit Karten, das ist ein Lebenswerk. Das ist wirklich ja, ein Lebenswerk, Karten zu bauen ist ein Lebenswerk. Das ist ja auch oft in vielen anderen Spielen ist es wirklich ein Lebenswerk. Da muss man schon wirklich kein anderes Leben haben und kann ihm hier natürlich noch viel mehr vorstellen. Und ich sage es mal so, es gibt schon genügend vorgefertigte Karten, da muss man sich jetzt nicht noch groß damit beschäftigen. Aber wer kennt, ich glaube, jeder von uns hat mal irgendwelche Karten gebastelt, weil er irgendwas Spezielles mal nachbasteln wollte. Sag mal, du gesagt hast, die einzelnen Bedienungsanleitungen dann für die einzelnen Fahrzeuge. Die gibt es dann quasi nicht oder wie sieht es aus? Oder muss ich mir die quasi... Würde ich empfehlen, das Wiki, das gibt es entweder, das offizielle Wiki ist in englischer Sprache, findet man unter wiki.steelbeast.com und das steelbeast.com ist die offizielle Seite, die ist auch in englischsprachig, ist ein Forum. Oder wir haben auch ein kleines, leider nicht ganz aktuelles Wiki bei uns auf der Seite, ist aber auch bei uns im Hauptmenü verlinkt, auf der Seite steelbeast.org. Aber da sind schon mal so legend wie, also gerade Leopard 1, Leopard 2 und so. Der Marder ist jetzt noch nicht drin, weil der kam jetzt erst mit der vorherigen Version rein, mit der 4.0, glaube ich. Und aber ansonsten ist das so der Anlaufpunkt. Dann würde ich jetzt, dann kann man jetzt zusammenfassend sagen, also wer da jetzt Interesse dran gefunden hat und sich da gern weitergehend ein bisschen damit beschäftigen möchte, dem sei mal steelbeasts.org da als erste Anlaufstelle eigentlich sicherlich gut. Deutschsprachig, nette Gemeinschaft. Ihr habt wirklich Ahnung, von was ihr sprecht.
Und da kann man sicherlich auch einen ersten Anlaufpunkt finden, wer da Interesse hat. Einen zweiten Anlaufpunkt, den kann man sicherlich bei mir, bei uns im Discord finden, weil da ist ja der Dr. Tod auch regelmäßig vertreten, auch Moderator dort. Und zusammen mit vielen anderen Wargamern und Wargame-Interessierten auch ein guter Anlaufpunkt. Ja. Ich bin gerade wieder fasziniert vor dann. Ich habe es jetzt den ganzen Stream nicht gesehen, weil, wie gesagt, ich muss ja mein Fenstermanagement, wenn ich zwei Fenster offen habe, muss ich den Rest, weil ich dich jetzt gerade wieder da in dem Panzer sitzen sehe. Ja, gut gemacht. Ja. Ein guter Key. Gute Kamera. Sieht man sofort. Ja, hat auch Geld gekostet. Das glaube ich. Der Also Panzer oder spendet der nicht die Panzer oder die Fabrik, Kamera? reichtet mir, ich brauche es. Dachte, du bist unfassbar reich. Stimmt, dass ich unfassbar reich. Ich rede nur nicht so gern darüber. Dann sehe ich gerade noch, jetzt haben wir noch einen, der Private Kill Switch ist auch noch Ja, dazu der gestoßen. Killswitch. Nee, der ist schon die ganze Zeit da. Der hat, glaube ich, nur mal unterbrochen. Der hat sich vorhin schon verabschiedet. Ah ja, aber er hat es noch ein Follow da gelassen. Ja, Schön, also das will ich ihm auch auch jemand, geraten haben, dem Killswitch. also auch ein Panzerkamerad. Nee, der ist bei dem Panzergrenadierbataillon 402, also eine Armeegemeinschaft. Ah ja. Mit 402 haben wir früher zusammen auch damals virtuelles Panzerbataillon 33 in einem Verband zusammengekämpft und haben da versucht, in Arma so ein bisschen das zu simulieren. Es ist grundsätzlich zwar möglich, aber es bietet bei weitem, und ich meine das jetzt gar nicht negativ im Sinne von Arma, aber es ist bei weitem nicht für Fahrzeuge nicht das, was Steelbeast auch nur im Ansatz bieten kann. Ja, der Fokus lag ja auch nie bei Arma wirklich, wirklich Ja. drauf. Ich finde aber Auf Arma der anderen natürlich Seite ist es auch. natürlich so, wer sagt, will infanteristisch unterwegs sein, der ist bei Arma super aufgehoben. Der wird hier mit Steelbeasts wahrscheinlich nicht wirklich warm werden, weil das jetzt hier kein Ego-Shooter oder so ist. Man steuert die Infanterie hier selten direkt. Ja. Und wenn dann überhaupt nur truppweise. Meistens eigentlich nur die Karte, legt irgendwelche Pfade an oder aus der Luke heraus und sagt, hier, geh mal dahin, niederhalten, da Man angreifen, fertig. müsste eigentlich beide Sachen verheiraten miteinander. Gibt es, Und dann also es gibt ja auch von dies. Arma, Ja. gibt ja von Arma auch eine professionelle Variante, VBS, Virtual Battle Space. Und es gibt eine Firma, die eine Bridge zwischen Steelbeasts und VBS bereitstellt. Ich habe da schon mal ein Video von gesehen, vor vielen Jahren. Ich weiß nicht, das dürfte mittlerweile auch schon weiterentwickelt sein. Dass man sagt, man hat hier auf der einen Seite Bediener, die praktisch die Schützenpanzer fahren, auf der anderen Seite die Leute, die im Schützenpanzer drin sitzen. Und die Gefechtsfahrzeuge bedienen, die sitzen halt in Steelbeasts und die anderen sitzen in VBS. Und wenn die abgesessen sind, gehen die halt in VBS abgesessen vor. Und die anderen tun in Steelbeasts dann die Feuerunterstützung leisten. Das geht, Ja. ist aber für einen Privatanwender. Nicht zu handeln, ja. Nein, nicht nur nicht zu handeln, die verkaufen euch gar nicht. Also es ist nur für Military Contractors und so. Ans VBS kommst du sowieso auch nicht ran. Ich glaube nicht. Die hatten früher mal so eine freie Version, wo so optische Einheiten drin waren, so ganz rudimentär. Aber ich habe die auch nicht mehr gefunden. Ich glaube, im VBS kommt man, also an die aktuelle Version kommt man nicht mehr ran. Kleinen Moment bitte. So. Ja. Ja, Killswitch war Worms stellen, deswegen ja. Das ist viel wichtiger, als hier was über Panzer zu lernen, richtig. Aber in Worms lernt man was über Ballistik. Ja. Sozusagen. Ich glaube, ich muss jetzt auch Wir den sprechen Stream. uns in 2 Wochen, wenn du mit der falschen Munition auf falschen Ziele Ja, genau. schießt. Ich muss jetzt auch leider, glaube ich, relativ zügig den Abschluss finden, weil jetzt haben wir schon Viertel nach eins. Du weißt es und andere Leute auch, ich muss mit meinem Hund noch raus. Ja. Genau, weil dadurch, dass wir haben heute relativ zeitig angefangen, 21:30 Uhr. Ich musste natürlich auch vorher, wir haben noch hier geschaut, dass es das mit den Kameras und so gut läuft. Das heißt, der Hund war heute schon relativ früh draußen und muss jetzt auch relativ früh nochmal nach draußen, damit ich heute noch Nacht schlafen kann. Denn, ja, er schaut mich schon an. Da wird's Ja, jetzt Zeit. fängt er wieder mit Giftgasangriffen an, ich kenne das. Ja, genau. Ja. Gut. Ja, wie immer fällt es mir schwer, so einen Stream auch zu beenden, vor allem wenn auch noch so viele Zuschauer da sind. Aber leider ist die Zeit nun mal gekommen. Ich bedanke mich also sehr, sehr herzlich beim Dr. Tod, denn ich finde, Sehr das gerne. war jetzt sehr informativ, gut aufbereitet und hat mich auch schnell gepackt, die ganze Sache. Dann noch die kleinen Überraschungen, also die Überraschung, man sieht es jetzt bei dir noch, die Überraschung mit dem Outfit und mit dem Greenscreen.
beziehungsweise mit dem echten Panzer, dem du sitzt. Und die Voice-Aufnahmen vom Taktikfuchs und vom Bergwerkzwerg. Lauter nette Überraschungen, die ich vielleicht im Laufe des Streams gar nicht so richtig zu würdigen wusste, weil ich bin immer noch ein bisschen überfordert hier mit Stream. Aber ich bin mir sicher, das verzeiht ihr mir. Ich war also vorhin mal wirklich gerührt. Das war echt eine tolle Idee. Muss man erstmal drauf kommen. Kannst du es dir ja im Nachgang nochmal an. Es wird ja gespeichert. Kannst ja, du das dir morgen oder so nochmal anschauen. In Ruhe. Das mache ich. Und dann ärgere ich mich wahrscheinlich erstmal drüber, dass ich so lange nicht den Chat gesehen habe, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass es gerade ein Problem mit der Performance gibt. Aber jetzt am Ende haben wir es ja noch gerettet gehabt und hat gepasst. Und fürs nächste Mal. Falter übrigens schreibt gerade, er hat keine Tonaufnahmen gehört. Nichts. Es war nur einmal, wir können es das nächste, weiß ich nicht, ob wir es das nächste Mal noch abspielen können. Der Dr. Tod hat zusammen mit dem Taktikfuchs und dem Bergwerkzwerg da so Funksprüche aufgenommen, wohin ich mich zu begeben habe und so. Aber ist auch ein bisschen untergegangen im Stream, das stimmt schon. Ich habe es ja auch erst nicht, so ganz, ich dachte erst, es ist so ein Feature des Programms. Dabei war es jetzt ein Special-Feature von Dr. Tod, Bergwerkzwerg und Taktikfuchs. Ja, also ja. Kann man sich bestimmt im Nachhinein nochmal anhören. Werde ich auch nochmal machen und mir das genau zu Ohren führen sozusagen. Ja, ich bedanke mich auch bei eSIM Games, denn die haben es erstmal möglich, dass wir hier die fünf Lizenzen verlosen konnten. Initiativ kam das Ganze ja von dir. Vielen lieben Dank da auch nochmal, dass du da so den Stream da so groß unterstützt hast. Also, was heißt unterstützt? Ohne dich hätte es diesen Stream überhaupt nicht gegeben. Das stimmt, ohne dich aber auch nicht. Das stimmt, aber du hast schon eine Weile gebraucht. Du hast ja auch immer wieder mal nachgefragt. Ich habe dich immer wieder vertröstet. Aber im Übrigen, das hast du ja mitbekommen, nicht einfach nur vertröstet, weil ich keine Lust hatte, sondern weil ich echt zeitlich recht eingespannt bin. Auch das war jetzt ja wieder. Wir wollten ja eigentlich schon vor einer Woche das machen. Dann gab es ja diese private Geschichte. Es ist halt bei mir halt wirklich so, berufstätig, Familienvater, Hund, Katze, Kind, Frau. Es ist manchmal für mich ein bisschen schwierig mit der Zeit. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Es waren ein Haufen Leute dabei. Es war ein im Prinzip auf den ersten Blick recht unspektakulärer Stream, denn es hat nicht groß gekracht und gescheppert. Aber ich glaube es oder hoffe, dass es euch so erging wie mir, dass man wirklich gemerkt hat, wie tiefgreifend SteelBeasts Pro Personal Edition simuliert, also was da wirklich drin steckt. Und es hat sich jetzt heute nur, Dr. Tod hat es gesagt, auf 1% gezeigt. Und wir werden vielleicht in den nächsten zwei Wochen nochmal 2-3% rauskitzeln. Und den Rest gucken wir mal, was die Zukunft so bringt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich da gern öfters mal irgendwie dabei wäre. Mir auch mal irgendwie mal was Größeres anschauen könnte. Ich glaube, es ist spannend. Das lässt sich einrichten. Wir haben jetzt 5 neue Panzerkommandanten, zumindest für die nächsten 4 Wochen. Ja, da ich werde dann morgen alle nochmal, die gewonnen haben, alle nochmal anschreiben. Und wie gesagt, an jedem auch nochmal den Tipp, ihr könnt gerne auch im Discord vorbeikommen. Es ist, glaube ich, eine recht angenehme Anlaufstelle, um sich mal kurz zu schließen. Und da sind ziemlich viele Leute, die ihr jetzt im Chat auch seht. Und wie ich auch wieder gemerkt habe, der Chat war auch wieder sehr, sehr hilfsbereit, sehr freundlich, sehr nett. Und genauso geht es bei uns im Discord zu. Also da ein bisschen Werbung für unsere Community, könnt gerne vorbeikommen. Wir freuen uns über jeden. Und es wird sich auch für jeden irgendwie Zeit genommen. Ich bin also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es schon toll. Also wenn neue Leute in den Discord kommen oder auch hier auf Twitch im Chat, immer Begrüßungen und man wird gleich irgendwie so ein bisschen an die Hand genommen. Ist falsch, muss ja keiner an die Hand genommen werden, aber es ist schon ein Merkmal geworden, finde ich, von unserem Chat. Ja, ich finde, es ist mittlerweile echt schon, es spricht sich auch rum, muss ich sagen. Hat sich auch in der Arbeit rumgesprochen. Dass da immer was los ist und vor allem, dass das alles nett, herzlich und nicht toxisch ist. Das ist ja heutzutage. Wollen wir auch nicht. Nee, das wollen wir auch nicht. Aber gut. Das bleibt auch so. Viele gute Leute. Ich freue mich auch über jeden Einzelnen. Und gut. Ja. Ich habe bestimmt wieder 1000 Sachen vergessen zu erwähnen, wie zum Beispiel den Jan, der mich heute auch unterstützt hat und mir ständig ein paar Kleinigkeiten über den Moderatoren-Chat hat zukommen lassen. Dann habe ich sicherlich auch mindestens die Hälfte der Leute leider vergessen oder nicht erwähnt, die heute ein Follow da gelassen haben oder sogar ein Subscribe. Das liefert ein bisschen an mir vorbei. Ich werde daran arbeiten, dass diese Informationen besser zu mir durchdringen. Also ich brauche einfach bloß einen größeren Monitor, dann passt es schon wieder. Und ja, ich glaube, ihr wisst Bescheid, ich meine das nicht persönlich, wenn ich jemanden oder irgendwas vergesse. Es ist immer noch recht viel, dieses ganze Streaming. Es ist immer noch manchmal ein großes Rätsel. Mein Streamlabs-Bot macht mir Probleme. Und das mit der Verlosung war jetzt auch in dem Stil heute das erste Mal so groß.
Ich lerne, Dr. Tod hat Dr. Jetzt, schon wieder. Es gibt's doch nicht, dass ich dieses Tod, dass ich dieses Tod nicht gescheit rauskriege. Das waren 3 Wochen zu viele, die ich gesagt habe. Ich glaub's auch. Man hat ja heute. Erstmal auf die Finger hauen. Ja, ich sage, ich bin froh, dass du ein bisschen weiter weg sitzt. Sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich rote Finger. Aber du hast es heute auch, also ich finde, Kompliment auch von mir, du hast es wirklich super gemacht heute. Ich fühlte mich gut durchs Programm geführt, sehr gut informiert und du hast es wirklich sehr professionell gemacht. Also großen Dank auch an dich. Ja, ich habe jetzt, also wie gesagt, es hat mir auch Spaß gemacht. War ein bisschen aufgeregt am Anfang, aber wie der Taktik Fuchs schon richtig gesagt hat, mit dem ein oder anderen Schnäpschen geht das dann. Solange es nicht eine ganze Flasche ist, ist alles gut. Nö, ist noch genug, ne? Es geht. Alles ist gut. Und selbst wenn, man hätte es nicht gemerkt. Also vielen lieben Dank. Wir lesen uns morgen wieder im Discord bestimmt. Ich hätte wahrscheinlich heute auch noch, also nicht böse, wenn ich heute nicht mehr groß schreibe, ich muss jetzt echt irgendwie gucken, dass ich jetzt in die Falle komme. Und wir lesen uns dann morgen. Und an alle im Chat, die im Discord sind, lesen wir uns auch morgen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Stream. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ich traue mich kaum aufzulegen. Ich will auch eigentlich gar nicht, aber ich muss. Ich habe nur noch eine Sache zu sagen. Hm? Ich melde mich ab. Gut. Dann melde ich mich ebenfalls ab. Vielen lieben Dank, dass ihr alle mit dabei wart. Jede Menge Leute. Leider muss ich jetzt Schluss machen. Und ich beende. Ist der Taktikfuchs noch da? Mal gucken. Wahrscheinlich schon. Ja, mal gucken, ob ich es schaffe. Ja. Ja, er ist noch da. Ich wünsche euch, ja, jetzt muss ich lange überlegen, jedes Mal, wenn der dabei ist. Ich wünsche euch auf alle Fälle gute taktische, operative und strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Den anderen Schmarrn lasse ich jetzt beiseite, weil sonst bekomme ich wieder einen Rüffel vom Taktikfuchs. War cool, dass ihr alle mit dabei wart, hat mich sehr gefreut. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, freue mich auf viele von euch morgen wieder im Discord und demnächst im Stream und vor allem nicht vergessen, in 2 Wochen Dr. Tod hier nochmal mit seinem Panzer. Da machen wir ein bisschen was Größeres, ein bisschen mehr Action. Wir haben jetzt heute gesehen, was alles möglich ist. Wir sind ein bisschen in die Tiefe gegangen. Das nächste Mal wird es sicherlich ein bisschen actiongeladener. Allerdings natürlich auch nicht wie in irgendeinem Action-Hollywood-Film, denn wir bewegen uns hier in der, oder möglichst realitätsnah. Das heißt, vieles ist alles ein bisschen langsamer, als man es vielleicht aus Filmen gewohnt ist, nicht wahr? Ja. Auf der anderen Seite gibt es Situationen, die deutlich schneller ablaufen. Auch das ist der Fall, ja. Wenn ein feindlicher LFA im Anflug ist, der ist schneller da, als man so erwartet. Ja, das stimmt. Und meistens sieht man ihn genau eine halbe Millisekunde, bevor er einschlägt. Und dann ist es aber auch schon wieder vorbei. Dann ist es schnell vorbei. Gut. Also. Alles klar. Ich drücke jetzt auf den roten Knopf. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Gehabt euch wohl und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, servus. Ciao, ciao. Servus. Ah, der Falli ist auch noch da. Auf Wiedersehen. Entschuldige. Ich habe nicht mehr gewusst, wann du noch da bist oder wann nicht. Wir sehen uns auch in 2 Wochen wahrscheinlich. Wäre schön, wenn du dabei bist. Vielen Dank, dass du heute helfen wolltest, aber es hat halt nicht so ganz geklappt heute. Das ist Hardware halt. Ne? Ja, dafür das nächste Mal umso mehr. Vielen Dank, gell? Das nächste Mal führe ich und dann kriegt er von mir eine auf den Sack. Ja, ich bin gespannt. Also dann. Ciao, servus.